Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Was glaubst du heute Abend hier bei ImmanTV? Mein Name ist Amir, Moderator des heutigen Streams und es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast, lieber Christ, lieber Atheist, lieber nicht-muslimischer Zuseher und natürlich auch lieber Bruder, liebe Schwester, denn heute Abend werden wir wieder 3 volle Stunden, inshallah, ja, mit euch diskutieren über eines der wichtigsten Themen im Christentum und eines der wichtigsten Themen im Islam, nämlich wer ist Gott? Und beziehungsweise wir werden uns die Person von Jesus ganz genau anschauen. Da werden wir 2 tolle Speaker im heutigen Abend dabei haben, nämlich einmal der Bruder Mustafa und einmal der Bruder Sertac. Und wir stellen die Frage, was glaubst du im Konkreten, haben wir auch eine Aussage, wie kann Jesus Gott sein? Und als Statement von der muslimischen Seite, Gott kann kein Mensch sein und Jesus war Mensch. Deswegen, das ist das Thema des heutigen Streams. Wenn du Bock hast, heute einzuschalten, imman.ngo/gast ist das Ticket für die heutige Sendung. Da kannst du dabei sein. Einfach anklicken, dann kannst du beispielsweise mit dem Handy reinkommen oder mit dem Tablet oder mit dem Laptop oder mit der Spielekonsole, wenn das irgendwann mal auch gehen sollte, wäre auch möglich. Auf jeden Fall, du hast Rederecht, du darfst heute aussprechen. Wir werden uns darum kümmern, dass du und deine Glaubensbrüder oder atheistischen Glaubenspartner, ja, oder Theologiepartner dabei sind. Ihr könnt heute Abend dabei sein und seid heute Abend bis 23 Uhr live, geehrte Geschwister. Doch bevor wir überhaupt mit dem Stream beginnen, ihr wisst, wie das abläuft, wir brauchen blaue Herzen von euch. Pusht mal so richtig schön die blauen Herzen an einem heutigen Abend, denn heute ist wieder Mittwoch, 20 Uhr, 3 Stunden live. Pusht mal die blauen Herzen, ich habe das schon bereits im Vorhinein gesehen und dann werde ich euch die Speaker des heutigen Vortrags oder des heutigen Streams vorstellen und euch dann auch gemeinsam hier in dem Stream begrüßen. So, schauen wir uns mal an, wer heute alle da ist. Erstens ist der Senior und der freut sich sehr auf Sertac und Mustafa in Doppelkombo, ja, Two-Times-Team. Lex TV ist am Start. Herzlich willkommen, Bruder Lex TV. Dann haben wir Don't Know am Start. Der AHXD ist auch am Start. Herzlich willkommen. Elask Man ist da. Der Mokro ist am Start. Und natürlich das blaue Herz, sagt der Painwent. Painwent? Paywent, sorry, Bruder. Lex TV ist am Start, habe ich schon gesagt. Der Mac ist auch da. Meriem ist da. Saban Reich ist da. Mashallah. Infostand in Basel ist am Start. Herzlich willkommen, Infostand auf Basel. Schön, dass du da bist. Der L sagt, oi, 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 oi. Der kommt vielleicht sogar in den Stream. Der Baijan ist am Start. Herzlich willkommen, lieber Bruder Baijan. Der Amer aus Herne ist am Start. Und Idris, don't know. Hey, jetzt kommen da wirklich viele. Miranda ist da. Dann haben wir noch Sam51, der Magister, ja, Demir oder M.A. Demir, vielleicht ist es auch nur ein Vorname. Don't Know haben wir schon, VW Push the Blan, herzlich, macht es super. Der Daniel ist da, der Juri, Mashallah, der Scoopy ist da, Dominik, Elsack, habe ich schon alle. Ich denke, ich habe alle durch. Nein, da kommen noch einige. Da kommen noch einige Leute. Der Muki, Grüße in den 10. Wiener Gemeindebezirk, Bruder. Alles Gute unten. Halil ist auch am Start. Miranda und Lex TV. Mashallah, ihr seid alle schön am Start. Geehrte Geschwister, imman.ngo/live. Nehmt einfach euer Mobiltelefon raus, ja, also euer Handy oder euer Laptop und teilt heute Abend diesen Stream. Denn heute Abend sind wieder 2 muslimische Speaker, 2 Protagonisten der islamischen Perspektive am Start und sprechen, warum Jesus ein Diener von Allah ist. Und wir wollen entweder Atheisten, die das bezweifeln, die sagen, Jesus und Mohammed sind falsch, oder Christen, die sagen, nur Mohammed ist falsch. Jesus ist der einzige Sohn Gottes, ganzheitlicher Gott, wie auch immer. Auf jeden Fall, heute Abend könnt ihr live dabei sein. Und wenn ihr joinen wollt, ist der Link imman.ngo/gast. Also der Gastlink ist natürlich, der wird unten eingeblendet, ihr könnt immer wieder draufklicken. Das ist wirklich wunderbar. Jetzt noch eine Frage an euch. Auch heute wollen wir 10 Iman-Dawah-Supporter für Iman im Stream haben. Was ein Iman-Dawah-Supporter ist, darauf werden wir noch kommen. Aber ein Dawah-Supporter ist das Rückgrat der Dawah und eine monatliche Unterstützung für das Format ImanTV, aber auch die Produktionen und die Funktionen, die dahinter sind, wie zum Beispiel Betreuung neuer Muslime, teste dein Wissen, überzeuge mich bei einem Tee, neue Projekte, alte Projekte und vieles mehr. So, ich würde sagen, wir holen den ersten Speaker des heutigen Abends rein. Geehrte Geschwister, freut ihr euch, dass wir heute wieder 3 Stunden live sind und auf christliche Apologeten oder Nicht-Muslime, ja,
artistischer Natur eingehen? Wenn ja, pusht mal die blauen Herzen, denn der erste Speaker des heutigen Abends wird sich auch freuen. Ich hole mit einem tobenden blauen Herzenbeifall den ersten Speaker rein und ich sehe schon, er freut sich. Sie unten, vielleicht seht ihr es in der Brille, da unten ist die Lobby, da unten ist der Mustafa. Und deswegen holen wir unseren ersten Speaker des heutigen Abends rein, weil er sich heute freut. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Blaue Herzen, pusht weiter die blauen Herzen. Ich sehe das schon richtig stark. Marshall, ihr macht das super. 1000 blaue Herzen, liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen, denn da ist der Wonneproppen, der beste nordrhein-westfalische Speaker bei IMTV. Herzlich willkommen, Salam alaikum und 1000 blaue Herzen an Mustafa. Salam alaikum, Mustafa, wie geht's dir? Nochmal, Salam alaikum. Du hast dich selber gestimmt, sorry. Oh, alaikum salam. Wonneproppen, das ist mir einfach so reingefallen. Also, was ist Wonneproppen, Bruder? Wonneproppen, warte. Das ist willst du mich hier live vor den Zuschauern beleidigen, oder was? Nein, Bruder, Wonneproppen ist jemand, der sich, glaube ich, auf ein gut gebauter, wollte ich so, Wonneproppen ist so etwas, der gut gebaut ist, Mashallah. Also, herzlich willkommen, Wonneproppen. Jetzt hast du ein Stigma da. Salam alaikum, auch an euch. Wie geht's? Inshallah ist alles gut bei euch. Der Muki auf einmal mit grünen Herzen. Ui, Muki haut die grünen Herzen raus. Halil, also Bruder, die haben dich da wirklich. Einer schreibt sogar. Warte mal, ich sag dir mal, wie das mit den Namen läuft, okay? Wie man das macht. Guck mal. Dankeschön, Schwester Mariam. Dankeschön, Abu Azam. Dankeschön, Bruder Samir. Dankeschön, Bruder Halil. Dankeschön, Schwester Elisabeth. Dankeschön, Bruder Idris. So geht das mit den Namen, Bruder. Mashallah, das machst du bestens. Wie geht's dir, Bruder? Freust du dich auf den heutigen Stream? Auf jeden Fall, Bruder. Ich freue mich immer auf die Streams. Mashallah. Ich habe gehört, du hast dich gut vorbereitet. Ja, in der Konstellation waren wir lange nicht mehr zusammen. Ja, Bruder, das ist ein Teil meines Lebens, diese Dreierkompilation. Muss man ehrlich sagen. Ich finde es einfach richtig gut. Da zum Beispiel da dieser Ninja. Zum Beispiel, schau, Ninja, tu nicht so viel herumreden. Ich lade dich direkt ein. Du kannst der erste Gast im Stream sein. Hast du keinen Bock auf Facecam? Musst du sie nur in der Pre-Lobby machen. Du kannst heute auch ohne Facecam reinkommen, wenn du deinen Mann stehst. Wenn du denkst, Jesus Christus ist Gott, dann erzähl uns das im Livestream. Wenn du vielleicht nicht so überzeugt davon bist, dass du dein Gesicht zeigen willst, zeig's uns nur in der Pre-Lobby, dass wir wissen, dass du ein Mensch bist, sonst sitzt da irgendwo ein Roboter, mit dem können wir nicht diskutieren. Und dann kannst du auch reinkommen. Also, gibt's eigentlich keine Ausreden für jemanden, der das Christentum oder Jesus Christus als personifizierten Gott sieht, gibt's eigentlich gar keinen Zweifel, diese Chance zu nutzen, diese Bühne zu nutzen und zu sagen, Jesus ist Gott. Ja, also kannst du ja reinkommen und uns dann erzählen. Also, Leute, joint den Stream imam.ngo/gast. Und Mustafa, du hast das so gut gemacht. Wir holen den nächsten Speaker des heutigen Abends rein. Geehrte Geschwister, ihr habt euch darauf gefreut. Wir sind zu zweit, beziehungsweise zu dritt, aber ich mache nicht mit, sondern nur der Mustafa. Und der nächste Gast des heutigen Abends. Und das ist der Iman CEO. Jahrelang aktiv in der Dauer, guter Bruder, guter Freund, Vater und Aktivist in dem Sinne, Blogger. Jetzt muss ich mal kurz auf seine Homepage nachdenken, was er alles ist. Aber 1000 Elemente. Einer fragt, wie lange geht der Stream? 3 Stunden Minimum. Begrüß mal ganz schön den Bruder Sertac. Herzlich willkommen. 1000 blaue Herzen für den Bruder. Sertac, salam alaikum, Bruder Sertac. Wie geht's dir? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wurde heute zum Aktivisten gekürt. Mashallah, Bruder. Blogger, ja, wie soll es mir gehen? Einer schreibt Daoist. Heute geht es wieder ins Eingemachte. Der Kaffee steht ready. Wie ihr sehen könnt, heute ist Istanbul dran. Oh. Bei mir ist Malaga. Mashallah. Malaga, beide schöne Städte. Mashallah. Ismail Gensch ist am Start. Vielleicht müssen wir noch das Mikrofon anpassen, Bruder Sertac, und dann geht's richtig los. Denn heute Echt? Abend haben das wir wundert mich gemacht. Jetzt aber richtig, dass wir das anpassen müssen. Ja, Bruder, so. Hau einfach rein, wechsel einfach die Quelle, inshallah. Aber geehrte Geschwister, seid wirklich aktiv, denn heute Abend wird ein spannendes Thema diskutiert. Die Person von Jesus ist nicht nur für uns Muslime eine wesentliche, sondern auch für die Christen. Zeitgleich ist es beispielsweise für Atheisten eine Person, die gar keine Relevanz hat. Wer Jesus ist, ob er Gott ist, Gesandter von Gott, oder Sohn Gottes, all das werden wir heute Abend diskutieren, bis 23 Uhr, vielleicht sogar länger, wenn es richtig spannend ist. Dafür müsst ihr nur eins tun. Teilt den Stream auf
Social Media, das heißt WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dann gibt es noch viele weitere Social Media Plattformen, TikTok, all das, teilt diesen Stream im mem.ngo/live und macht heute aktiv mit im Chat. Je aktiver der Chat, je mehr Diskussionen sind, desto höher wird das Stream gepumpt. Und an alle Christen, so wie beispielsweise Ninja, der oben gerade mitgeschrieben hat, dass Jesus Christus Gott ist, direkte Einladung, vielleicht sogar Aufforderung, im mem.ngo/gast. Du kannst heute 3 Stunden mit Serdar Mustafa diskutieren über das Thema, woran du glaubst, und du musst nicht mal die Facecam anmachen. Kommst in die Pre-Lobby, da bin ich, da ist die Regie, da zeigst du uns kurz, dass du ein Mensch bist, weil mit AI-Style brauchen wir nicht diskutieren, also Computer hätten wir nicht gern. Du musst uns nur kurz checken, okay, gut, du bist ein Mensch, dann passt das. Dann kannst du sehr gerne in den heutigen Livestream joinen und musst deine Kamera nicht anmachen. Es geht auch am Handy. Du kannst auch mit dem Handy mitdiskutieren. Also keine Ausreden, imam.ngo/live für alle Muslime, die das teilen, auf Social Media, und imam.ngo/gast für alle Christen, die das teilen wollen. Und jetzt würde ich mal sagen, kommen wir zu den einleitenden Worten von Mustafa und Sertac und hören uns mal an, worüber wir den heutigen Stream machen und wer möchte beginnen. Ihr könnt euch frei entscheiden, wer heute den ersten Teil machen will. Sertac, bist du das, wer heute anstatt? Alter vor Schönheit, wer ist älter, Sertac? So, los geht's. Ja, das bist Prinzip gilt jetzt nicht. Wir sind bei Iman, bei was glaubst du? Iman TV. Das heißt, ich würde sagen, derjenige, der sich am besten vorbereitet hat, der startet mal. dann schauen wir weiter. Könnt ihr mich jetzt hören, Leute? Wir hören dich. Gut und deutlich. Vielleicht kannst du das Mikrofon ein bisschen lauter stellen. So, wie sieht's jetzt aus? Gut. Ja, ich hör dich gut. So, ist es gut so? Sag mal noch mal was. Test. 1, 2, 3. Dich, Bruder. Sehr gut. Ja, man hört dich. Komm einfach rein. Okay. Let's go. Einfach mal starten, reinkommen. Ich weiß, es ist kalt. Obwohl, heute ist ja gar nicht so kalt. Ja, also in Wien hat's unser Admin im Hintergrund, der soll sich das ansehen, okay? Gut. Ja, was machen wir heute? Jesus ist ein Mensch und deswegen kann er nicht Gott sein, ne? Ich bin exakt, etwas leise. Das ist der Titel des Streams? Ja, gut. Nein, man hört dich gut. Ja, wie kann Jesus gut Gott sein? Also es gibt ja Christen, die daran glauben, dass er entweder das kann er eben eine nicht göttliche Natur sein. Genau, muss ich den Christen jetzt unterstützen? Muss ich jetzt den Christen sozusagen Vorreiter sein, woran sie glauben? Menschliche Natur, göttliche Natur. Erzähl das doch Sertac selbst. In mem.ngo/das. Teufelsanwalt, kennst du das? Mache ich jetzt sicher nicht den Teufelsanwalt. Das machen die selber. Ja, schau mal, es ist so. Das, was Islam zum Christentum trennt, beziehungsweise die Elefanten im Raum, sind prinzipiell 3 Sachen. Zum einen haben wir die Trinität selbst, das christliche Gotteskonzept. Zum anderen haben wir die Inkarnation, der Glaube, dass Jesus Gott ist. Und das dritte ist die Thematik der Erlösung. Ist Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben? Wenn man diese 3 Dinge argumentativ zerlegt, gibt es kein Hindernis mehr, den Islam anzunehmen. Und wir widmen uns heute einer spezifischen Thematik, nämlich dem 2. Punkt, den ich erwähnt habe. In der christlichen Theologie nennt sich das die Inkarnation. Inkarnation bedeutet die Fleischwerdung Gottes. Also vielleicht, um ein bisschen auszuholen. Christen glauben an ein Gotteskonzept, wo wir einen Gott haben. Aber dieser Gott oder in dieser Gottheit haben wir eine Pluralität bestehend aus 3 Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist die Trinität. Aber das schauen wir uns heute nicht an, wir schauen uns die 2. Person der Trinität an, weil die hat noch ein zusätzliches Element, nämlich glauben Christen, dass diese 2. Person der Trinität vor 2000 Jahren sich entschieden hat, Mensch zu werden. Das heißt, er wurde Mensch. Er wurde Mensch bedeutet aber nicht,
werden im Sinne von das, was ich zuvor war, nicht mehr sein, sondern werden im Sinne von, er hat zu seiner göttlichen Natur noch eine menschliche Natur angenommen. Chalcedonisches Glaubensbekenntnis. Okay, es gibt unterschiedliche Ansichten, wie man das ausspricht. Chalcedon, wie dem auch sei. Und dieses Annehmen, darüber gibt es viele Theorien. Was meint man damit? Es gibt die Kenosis-Lehre, wo Theologen sich auf Paulus beziehen, Philipper 2,6, wo es heißt, und er entäußerte sich, also Jesus Gott, vor der Fleischwerdung, also bevor er hier auf die Welt kam, war er zur Gänze Gott. Und war er zur Gänze Gott. Man hört mich, ja? Nur um sicher zu gehen. Natürlich, man hört sich gut. Vor der Inkarnation hat Gott entschieden, dass er eine menschliche Natur annimmt. Nun, wenn man die Kenosis-Lehre vertritt, beispielsweise wie Paulus in Philipper 2,6, Gott entäußerte sich. Diejenigen, die die Kenosis-Lehre befürworten, sagen, dieses Entäußern bedeutet, er hat einige göttliche Eigenschaften, wie soll man das am besten ausdrücken, deaktiviert, beziehungsweise limitiert. Limitiert ist ein guter Begriff. Das heißt, um Platz zu machen für die menschliche Natur, hat er bestimmte göttliche Eigenschaften limitiert. Das birgt natürlich unglaublich viele Probleme mit sich. Dann hat man die funktionale Inkarnation, wird unterschiedlich übersetzt, die auch Probleme hat, aber ich will da jetzt nicht spoilern. Die Kenosis-Lehre ist die populärste. Und dann gibt es die Zwei-Bewusstseins-Lehre, wo es heißt, dass Jesus, wie er auf die Erde kam, zwei Bewusstseine hatte, eine göttliche und eine menschliche. Es gibt sozusagen zwei Linien. Ja? Bei der einen hat er die göttlichen Eigenschaften, bei der anderen hat er die menschlichen Eigenschaften, deswegen sollen sie sich nicht widersprechen. Wichtig ist aber, also ich bin bis heute überzeugt, nach meiner jahrelangen Recherche, dass die Inkarnation ein logisches Problem hat. Aber wir lassen uns überraschen, was heute kommt. Wichtig ist aber für einen Christen, und dann übergebe ich den Wort an den Chief Master, jede Lösung für dieses Problem, die ein Christ bringt, er muss auf drei Sachen achten. Erstens, es muss eine Erklärung sein, die widerspruchsfrei ist. Wenn jemand kommt und sagt, ja, Gott ist so groß, er ist unbeschreiblich, okay, auf Wiedersehen. Das ist nur Zeitverschwendung. Das zweite ist, er muss die chalcedonische Orthodoxie einhalten. Das heißt, was im chalcedonischen Glaubensbekenntnis festgelegt wurde, alle Christen, Protestanten, also auch Katholiken, beziehen sich auf die chalcedonische Orthodoxie, das chalcedonische Glaubensbekenntnis. Und das dritte und letzte ist, jede Erklärung oder jede Theorie, die zu einer Lösung dieses Problems, ich nenne es das LIP, LPI, das logische Problem der Inkarnation, muss eine Lösung sein, die keine Kompromisse eingeht mit den Eigenschaften von Gott. Was meine ich damit? Es gibt die Perfect Being Theology. Übersetzen kann man das als die Theologie, dass Gott das denkbar großartigste Wesen ist. Das bedeutet, rein gedanklich, gibt es zwei Götter. Der eine ist perfekt, allwissend. Der andere ist auch perfekt, aber er hat Mangel an Wissen. Dann bevorzugen wir Ersteres, weil diese Beschreibung von Gott das denkbar großartigste Wesen ist. Also größer als das, was einen Mangel aufweist. Das heißt, das logische Problem der Trinität muss mit diesen drei Bedingungen gelöst werden. Und wir sind überrascht und beziehungsweise gespannt, was es heute für Lösungsvorschläge geben wird. Ich bin natürlich der Ansicht, dass, also es wird sicher keine neue kommen, von der ich noch nie gehört habe. Aber
ja, wir sind dennoch gespannt und wollen ja ein bisschen hier Gedankenfutter herstellen für die Zuschauer, inshallah. Erzeugen. Inshallah schaffen wir das. Inshallah werden wir heute Abend über die Person von Jesus im Detail sprechen. Und da laden wir euch, liebe Christen, ein. Und ich sehe, ihr seid wirklich, ich weiß nicht, ob ich es. Und ich komme gleich, ich hole mir gleich einen Kaffee. Seid gut aktiv im Chat. Meine Empfehlung ist, dass ihr heute Abend die Chance nehmt. Und ich verspreche euch, ihr könnt heute eure Positionen und eure Argumente in dieser Live-Sendung ja angemessen vertreten. Ich meine, ihr braucht jetzt nicht eine Stunde Sendezeit, aber ihr könnt auf jeden Fall mich beim Wort nehmen, dass ihr heute Abend ja auf Augenhöhe reden könnt mit unseren muslimischen Speakern. Und deswegen lade ich euch ein, imam.ngo/gast. Das ist das Ticket für die heutige Sendung. Aktuell sind noch 0 Personen in der Live-Lobby. Wenn jemand reinkommt, werden wir den natürlich auch gerne reinnehmen, sie oder ihn. Also da ist es relativ egal. Da kann jeder auf jeden Fall reinkommen. Und deswegen möchte ich euch dazu einladen, imam.ngo/gast, einen schönen Stream, schönen Abend mit uns zu machen. Und natürlich eins nicht vergessen, teilt den Stream. Ja, ich habe einen sehr netten Mitarbeiter und natürlich auch einen sehr netten, guten Kollegen schon beauftragt, wenn ich live bin, mach auf meinem Instagram, dass wir live sind. Ladet eure Familienmitglieder, ladet eure Freunde ein, denn heute Abend wird diskutiert im imam.ngo/gast. Und ich sehe natürlich schon sehr, sehr viele christliche Aktivitäten oder christliche Akteure aktiv, ja, mashallah. Macht's einfach weiter, diskutiert heute einen guten Stream und wir laden euch natürlich ein. So, wir gehen zu den einleitenden Worten von Bruder Mustafa. Bruder Mustafa, ich weiß, du hast dich gut vorbereitet. Jetzt mal meine kurze Frage an dich. Was ist dein Eingangsstatement? Was sind deine einleitenden Worte für das heutige Thema? Und warum sollten Diskussionsteilnehmer heute beim Livestream dabei sein? Ja, also der Streamtitel lautet: Wie kann Jesus so Gott sein? Und ich habe ehrlich gesagt nicht allzu viel zu sagen, Bruder Emir. Der Sertaj hat schon einiges gesagt. Ich möchte jetzt meine einleitenden Worte nicht in die Länge ziehen. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich gerne von unseren christlichen Mitmenschen sehen möchte, wie sie aus der Schrift heraus beweisen, dass Jesus Gott ist. Und eine Sache ist dabei interessant. Oft, wenn ich mit meinen christlichen Mitmenschen über dieses Thema rede oder allgemein über theologische Angelegenheiten im Christentum und ich Stellen aus der Bibel anführe, dann kommt immer so reflexartig die Bemerkung von den Christen, ja, du musst das aber im Kontext betrachten. Du musst das aber im Kontext betrachten. Das stimmt auch. Also da gebe ich den meinen christlichen Mitmenschen recht. Man muss es tatsächlich im Kontext betrachten. So ist es auch im Islam. Man muss die Dinge im Kontext betrachten. Aber dann muss man auch die Stellen, die angeführt werden als Beweis für Gottes Existenz, als Beweis angeführt werden dafür, dass Jesus Gott sei, dann muss man auch diese Stellen im Kontext betrachten. Und dass, wenn eine bestimmte Formulierung gewählt wird, dass bestimmte Worte gewählt werden, dass, wenn diese Worte in anderen Stellen, an anderer Stelle auch vorkommen, oder dass bestimmte Aussagen, bestimmte Implizierungen in einem bestimmten Vers an anderen Stellen auch vorkommen, dann müssen wir auch hier wieder den Kontext betrachten. Das heißt, das funktioniert in beide Richtungen. Man kann dann nicht sagen, okay, diese Stelle beweist, dass Jesus Gott ist, aber dann hat man eine andere Stelle, wo beispielsweise der Beweis dafür, dass Jesus Gott sei, dass dieselbe Formulierung auch für jemand anderen verwendet wird, dass man dann auch da das Ganze kontextuell richtig einordnet und sich eingesteht, aha, okay, wenn dieselbe Formulierung auch für andere Personen außer für Jesus genutzt wird, was heißt das dann? Das heißt, das bedeutet nicht, dass Jesus Gott ist. Also diese Stelle beweist dann nicht, dass Jesus Gott ist. Also die Dinge in den Kontext zu setzen, wenn man das macht, dann bitte auch konsequent und auch an allen Stellen der Bibel diese Anforderungen durchsetzen, bitte, dass man das Ganze im Kontext betrachtet. Genau. Ich bin mal gespannt, was unsere christlichen Gäste heute vorzubringen haben. Bismillah.
Ist natürlich eine große Herausforderung, aber eigentlich sollte es wirklich nicht so schwer sein, sein Glaubenskonzept und vor allem das Zentrum der Perspektive rund um Jesus in einem Livestream zu diskutieren. Deswegen, das ist das, was wir heute euch anbieten können. Sertac und Mustafa sind 3 Stunden live, um mit dir, lieber nicht-muslimischer Zuschauer, Atheist oder Christ, Dreitagesadventist, Evangelist, ja, zu diskutieren. Was ist ein Dreitagesadventist, Bruder? Du meinst 7-Tages-Adventisten. Sieben-Tages-Adventisten an alle Personen. Kurze Woche. Wo ist denn, wo passt ja gar kein Wochenende rein. Das sind meine 3 Arbeitstage in der Woche. Aber das ist sehr, sehr gut, dass du mich darauf korrigiert hast. Also Leute, ihr könnt heute Abend einschalten in mein.ngo/Gast. Und wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Heute Abend suchen wir wieder 10 Dauersupporter. Und nach den 10 Dauersupportern, wenn wir die heute Abend inshallah erreichen, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und was ein Dauer-Supporter ist und wie man die Dauer langfristig unterstützen kann, sage ich euch jetzt. Nach 60 Sekunden geht es weiter und dann sind wir schon mit dem ersten Gast, inshallah, live hier im Stream. imam.ngo/supporter. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. So, lieber Zuschauer, wir sind live bis 23 Uhr und wir werden uns heute Abend nochmal über das Thema unterhalten, denn ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, woran man glaubt und vor allem, welche Person Gott ist oder welche Existenz Gott ist oder welche Existenz nicht Gott ist. Denn die Christen behaupten, Jesus sei Gott, zumindest die trinitarischen Christen, die wir kennen, und die Muslime glauben, dass er ein Gesandter von Gott ist. Was ist die Wahrheit? Das diskutieren wir heute Abend live hier bei ImanTV und Mustafa und Sertac, Mustafa kommt gleich, werden uns heute über das Thema B unterrichten. Bevor der erste Gast reinkommt, imam.ngo/Gast Sertac, erzähl uns nochmal über den Unterschied zwischen der Person von Jesus. Noch immer kein Gast, oder wie? Also wir haben einen Platz frei. Wenn der besetzt wird, werde ich natürlich reinkommen. Es ist noch also keiner drin? Keiner in der Pre-Lobby. Wenn jemand in der Pre-Lobby ist, dann werden wir ihn reinnehmen. Also die Frage war, erzähl uns noch ein bisschen was über das Christentum beziehungsweise über die Person. Du hast ja in deiner... Ja, wir können darüber reden, Bruder. Wir haben noch 3 Stunden Zeit. Du hast ja eingangs angeführt, dass Leute auch ohne Kamera reinkommen können, oder nicht? Exakt. Also wenn jemand kein Interesse daran hat... Diese hunderten Kommentare, die wir immer wieder bekommen, ja, ich komme nicht rein wegen Kamera. Wo sind die jetzt? Ich meine, ich verstehe das nicht. Jeder will sein Gesicht zeigen. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, ohne Kamera reinzukommen. Genau, der Johannes fragt zum Beispiel, funktioniert über Desktop? Natürlich, also du kannst, wenn du den Link anklickst auf deinem Computer, kannst du, wenn du ein Mikrofon und eine Kamera hast, kannst du reinjoinen, aber die Kamera muss nicht eingeschalten sein, die ganze Zeit, nicht nur in der Preload. Ja, man kann auch mit dem Smartphone rein. Oder mit dem Außer Handy, man hat einen Nokia 3210 oder so. Ja, genau, da geht's nicht. Aber die allerersten hätten das vielleicht sogar geschafft. Oh, krass. Die allerersten Smartphones mit Handyfunktion vielleicht. Also Leute, Balkan Convert fragt, wo seid ihr? Wir können euch einladen, aber wenn ihr nicht kommt, wird es keine Diskussion geben, wird es nur Unterricht geben, was auch ist. Ein paar Leute haben natürlich Angst 1:1 gegen Sertac, deswegen ist ja auch Mustafa da. Also denkt nicht, dass wir hier den Main Fight vorziehen. Jeder kann reinkommen und wir haben nicht nur Fetzereien sozusagen, sondern wir haben auch gute Austausche. Sertac sein Kanal, auf meinem Kanal, da gibt es ja immer wieder Gäste.
Deswegen könnt ihr heute Abend auch auf Immantel von Gast sein. Deswegen, immantel.io/Gast, euer Ticket für die Sendung. Ich schaue nochmal rein, ob wir heute den Support haben. Es gab in den... Eine Frage? Nee, wir machen ja immer Postings auch auf YouTube, Community-Bereich. Da geht es ja immer voll ab in den Kommentaren. Und da sind die Helden. Ein Kommentar von einem Christ war, dass dieses Thema, ist Jesus Gott, ist Jesus nicht Gott, uns Muslime ein Leben lang beschäftigen wird. Nun, es beschäftigt einen Standard-Muslim nicht, weil der weiß, dass Jesus, der hat einen vernünftigen Ansatz. Aber es beschäftigt uns, Duat, Leute, die nicht Muslime, in diesem Fall Christen, zum Islam einladen wollen. Weil das sind, wie ich eingangs erwähnt habe, die Elefanten im Raum. Wenn diese vernünftig dekonstruiert werden, gibt es keinen anderen Glauben, das muss man sich mal vorstellen, der Jesus akzeptiert als Propheten, außer der Islam. Das heißt, es gibt dann keine Hindernisse mehr. Der Weg ist geebnet zum Islam. Deswegen sind das Themen, die uns natürlich beschäftigen. Und das sollte jeden Christen beschäftigen. Jeden Christen sollte beschäftigen, wer Gott ist. Eine Religion kann nur dann ernst genommen werden, wenn es widersprüchliche Aussagen eliminiert und erklärt, wer Gott ist. Und erklärt, was Gott von uns will. Und deswegen ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen sprechen wir gerne über dieses Thema. Zum einen, weil wir diese ganzen Verleumdungen, die Jesus, Friede und Segen sein mit ihm, zugeschrieben werden, widerlegen wollen. Und zum anderen den Weg ebnen für Menschen, die offen sind und die Wahrheit erkennen wollen. Weil ich sage euch eins. Was heißt da für mich? Ich bin Muslim, natürlich habe ich auch meine subjektive Brille. Aber für mich, wenn ich die Realität ansehe, nichts ist klarer als die Tatsache, dass Jesus nicht Gott ist. Nichts. Und nichts ist klarer, dass die Trinität falsch ist. Ibn Khaldun, ein Gelehrter, der von vielen auch als der erste Soziologe bezeichnet wird. Bruder, weißt du, was er gesagt hat? Ich kann mich an das Zitat nicht mehr genau erinnern. Aber ich paraphrasiere es jetzt mal mit meinen eigenen Worten. Er sagte, wenn ich nie einen Christen getroffen hätte, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es auf der Welt, okay, auf der Welt, ein Verstand gibt, der diese, dann hat er geschimpft, er meinte die Trinität, glauben würde. Für ihn war das unmöglich, dass sein Verstand sowas annimmt, so. Und was für Absurditäten sich ergeben im Gespräch mit Christen, es ist wirklich unheimlich einfach. Es ist unheimlich einfach. Meistens, wenn ihr euch das anseht, es spielt sich immer nur auf was? Auf der rhetorischen Ebene ab. Wer hat die bessere Rhetorik? Weil die Argumente sind definitiv auf der muslimischen Seite. Ich denke, das ist glasklar. Ja, ich denke, so glasklar ist es nicht, sonst gäbe es ja nicht Trinitarier, oder? Also wenn das nicht so... Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Ey, jetzt muss Emir die Christenposition hier einnehmen, damit wir was zum Bereden haben. Wirklich, ich fühle mich schon richtig. Fast... ich wollte schon sagen, Emir ist heute der Teufelsanwalt. Jetzt hast du etwas angesprochen. Liebe Christen, kommt's rein. Jetzt, Emir, hast du etwas angesprochen, wo das Herz mit einfließt. Achi, der Mensch ist nicht nur ein rationales Wesen. Ich kann dir Chirurgen zeigen. Eine Bekannte von mir, sie ist Ärztin und sie hat Kollegen, Chirurgen, die ganz genau wissen, dass Rauchen schädlich ist, sie rauchen. Bruder, sie sind wahrscheinlich die, die am besten wissen, dass Rauchen schädlich ist. Das heißt, der Mensch ist nicht nur das Ratio. Der Mensch hat ein Nefs, ein Qalb, eine Fitra, ein Ruh. All das fließt mit ein in Entscheidungen. Und wie der Prophet a.s.w. korrekt gesagt hat, jeder Mensch wird mit dieser natürlichen Veranlagung geboren, an Gott zu glauben, an den einen wahren Gott. Aber seine Eltern im Laufe der Zeit machen ihn zum Juden, zum Christen, zum Magier, zum Feueranbeter. Das heißt, durch Erziehung, durch Sozialisierung, durch externe Einflüsse sieht man diese nicht klar. Und
Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es keinen Christen auf diesem Planeten gibt, der mit reinem Gewissen sagen kann, dass Jesus ist Gott, dass Jesus Gott ist. Er ist ausgeschlossen. Bruder, ich kenne Leute. Was sagst du dazu, Mustafa? Ich kenne Leute, ich habe Leute, mit denen ich, also Freunde von früher und so weiter, mit denen man über Religionen spricht. Und deswegen, ganz kurz. Deswegen wundert es auch mich nicht, wenn ich mit Professoren spreche, ja, die mit vollem Enthusiasmus die Trinität verteidigen. Es wundert mich nicht. Das sind alles externe Einflüsse. Erziehung, Sozialisierung, das alles spielt damit eine Rolle, nicht nur der Ratio. Bitte, Mustafa. Ich hab Freunde, mit denen ich mich über Religion unterhalten habe früher. Und sie haben offen zugegeben, sie haben gesagt, ja, also Islam macht mehr Sinn, klingt sinnvoller. Die Argumente habe ich nichts zu entgegnen, ja, aber ich nehme den Islam trotzdem nicht an. Ich bleibe Christ. Warum? Meine Familie ist christlich, wir sind streng katholisch und das macht alles schwieriger und ich kann doch nicht meinen Glauben wechseln, ich bin so groß geworden und so weiter. Also, wie du gesagt hast, es geht nicht einfach nur darum. Es ist, ja. Der Mensch ist kein Roboter, wo du einen Algorithmus eintippst, wo dann am Ende ein Code eingibst und am Ende kommt ein Ergebnis raus. So funktioniert das halt einfach nicht. Da gibt es mehr Faktoren dazu. Also, du kannst nicht erwarten, wenn du mit einem Menschen redest und du entkräftest seine Glaubensgrundsätze ganz offensichtlich, da zeigst du ihm auf, dass das keinen Sinn macht, dass das unlogisch ist. Präsentierst ihm eine Alternative, die schlüssig ist, die sinnvoll ist, die wahr ist. Und dann kann man nicht von einem Menschen erwarten, weil du diese Argumente jetzt präsentiert hast, dass das Ergebnis von deinem Reden mit ihm eine Konvertierung und die Shahada ist. Als wär das Gewinnen des Herz wie so ein Programm, so Input-Output. So. Genau. Du gibst ein Argument und es muss eine Shahada rauskommen. So. Ja, so ist und ich sage halt immer, wenn diese Methode funktionieren würde, dann hätten es alle Propheten in der Menschheitsgeschichte schon angewendet. Dann hätte es Isa a.s. bei den Pharisäern angewendet. Und die haben nicht mal geglaubt. Ja, das stimmt. Deswegen, was ich auch oft erlebe, ist, dass wenn ich mich mit christlichen Kollegen, Bekannten und so weiter unterhalte, bis zu einem bestimmten Punkt sind die bereit, sich mit ihr zu unterhalten, aber ab einem bestimmten Punkt machen die einen Rückzieher. Die wollen dann nicht mehr darüber reden. Die sagen dann, ja, okay, komm, jetzt lass mal die Themen beiseite und lass mal nicht darüber reden und so, weil es dann unangenehm wird, sie dann keine Antworten mehr haben. Aber man muss manchmal der Realität ins Auge blicken. Hilft alles nichts. Ja, wo sind denn die Christen? Leute? Oft hast du Pech. Oft hast du Pech. Mustafa, du hast ja Herst schon gelernt, ne? Du musst auch Wappler lernen. Wappler ist ähnlich wie Herst. Oder ich komme ins Stream, da wird über Wappler und geredet. Ich habe den ersten Gast mitgenommen, der wird gleich reingekommen. Aus jetzt mit dieser Geschichte. Also Leute, der erste Gast wird gleich reinkommen in die Live-Sendung. Ein christlicher Teilnehmer, der schon mal dabei war. imam.ngo/Gast. Ihr könnt heute auch ohne Facecam reinkommen, denn der nächste Gast wird auch ohne Facecam reinkommen, weil wir ihn kennen. Also wenn wir ihn kennen oder wenn er einfach in der Pre-Lobby kurz zeigt, dass er ein Mensch ist, weil die Sorge, die ich habe, ist einfach, dass ich mit einem Roboter rede. Und das macht nicht so viel Spaß. Ein echter Mensch wäre viel interessanter. Aber nichtsdestotrotz kommt er gleich rein und dann passt das auch. So Leute, wie schaut's aus? Wer ist heute Allah am Start auf der muslimischen Seite? Holt mal richtig das Handy raus und richtig stark geteilt. Weil wir werden heute Abend sicherlich viele Gäste dabei haben, denn die ersten Gäste sind ja schon live. Jetzt warte ich nur auf den ersten Gast. Warum kommt er nicht? Weißt du, er sagt, ja, Amir, ich komme. Er kennt uns, Costa. Kennen Sie noch Costa? Oh. Costa ist bekannt. Ja. Mustafa, also, warum bringst du mir nicht Kölsch bei, Achi? Hat jemand kommentiert. Kölsch? Bruder, ich kann selber kein Kölsch. Was soll ich dir Kölsch beibringen? Fake News. Kölle Alaf, das kann ich sagen. Okay, Leute, erster Gast ist im Stream. Alhamdulillah, wir haben einen christlichen Teilnehmer, der sich aber beschwert hat bei mir. Worüber sich beschwert hat? Ja, Leute, beschweren kann man sich immer.
Aber jetzt muss man mal liefern. Man muss antreten. Ja, jetzt muss man antreten, wenn man in der Live-Sendung ist. Gut, 1000 blaue Herzen, liebe Nicht-Muslime und liebe Muslime, blaue Herzen für unseren ersten Gast des heutigen Streams. Und ich hoffe, es folgen ihm weitere Christen oder Artisten. Costa. Herzlich willkommen, Costa. Wie geht's dir? Hi, ganz gut. Super Costa. Der Costa. Grüß dich. Ja, ja, ich dachte, der aus Brasilien. Nein, nein. Leute, ich bin wieder raus. Ich muss zum nächsten Gast. Bis gleich. Costa, wie geht's? Alles gut? Schau mal, ob du in deinen Einstellungen dein Mikrofon lauter machen kannst. Du bist echt leise. Ja, hört ihr mich so gut? Oder ja, du brichst ab. Red mal nochmal. Ach, warte, ich glaube, ich bin auch noch hier. So. Jetzt besser? Jetzt besser? Ja. Sonst komme ich wieder rein, weil ich ein anderes Mikro gerade habe. Nee, jetzt passt. Hört sich so, das besser an. Aber ihr könnt mich hören. Bild da. Ja, ich höre. Im Bild hast du richtig Swag. Ach, das ist ein Schläft sehr altes da jemand Bild, im Hintergrund? Ob jemand schläft? Kennt man das? Ja, da, tatsächlich. ja, das ist ein sehr altes Bild. Jahre her, 15 oder so. Hau mal raus. Ja, genau. Das Thema ist Jesus Gott. Also zwar wusste ich gar nicht, dass ihr jetzt einen Livestream macht oder so. Ich bin nicht so vorbereitet oder habe jetzt irgendwas parat, aber ich glaube, wir können hier ganz normal frei reden. Ja, ich finde, man hat so, gerade wenn man euch zugehört hat, schon ein paar Sachen rausgehört, wo nicht so ganz wahr ist, was das Christentum angeht. Also ich glaube nicht, dass das, was ihr sagt, wahr ist, dass ihr einen Christen trefft, der wahrhaftig daran glaubt, dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass das sowas nicht gibt oder nicht zu finden ist. Irgendwie, dass ein Christ sozusagen immer daran zweifelt oder ähnliches. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass die meisten Christen, die daran glauben, auch tatsächlich daran glauben, dass Jesus Gott ist. Ich wüsste sonst nicht, warum man das sonst erzählen würde. Also was man davon hätte, einfach sowas zu behaupten. Andersrum, wenn man jetzt nicht glauben würde, dass Jesus nicht Gott ist, wüsste ich automatisch aus der Bibel, vielleicht kennt ihr euch da besser aus, kein Vers, der automatisch sagen würde, ja, okay, du glaubst nicht, Jesus ist Gott, dann bist du kein Christ. Ich glaube, ich weiß, dass es Christen gibt, die sowas behaupten, nur ich wüsste jetzt nicht biblisch damit zu begründen. Dazu noch, gerade Muslime argumentieren eher mit zweideutigen Sachen. Die sagen als erstes, ja, Jesus hat nie selbst behauptet, dass er Gott ist. Aber im Umkehrschluss bedeutet das dann, wenn ein Christ nicht daran glaubt, dass Jesus nicht Gott ist, dass nicht automatisch die Bibel falsch ist, sondern er könnte einfach dann sagen, ja, okay, dann bleibe ich unitärer Christ. Also es wäre nicht automatisch ein Grund, jetzt den Islam deswegen anzunehmen, weil Jesus nicht Gott ist oder weil er Gott nicht anerkennt. Weil ihr attackiert ja nicht die Bibel deswegen, dass Jesus Gott ist, sondern ihr attackiert ja die Christen, so wie ich bis jetzt aus eurem Verständnis raus verstanden habe. Ja, darauf zu kommen. Wenn das Christentum falsch ist, ist der Islam ja nicht wahr. Also das ist ja nicht das Argument, sondern wenn das Christentum falsch ist, dann muss ja auch bewiesen werden, dass der Islam wahr ist an und für sich. Also ja, ich bezog das gerade gar nicht auf das Christentum, sondern tatsächlich nur auf die These, Jesus ist Gott. Da Muslime ja behaupten, dass die Bibel sowas nicht lehrt. Ganz im Gegenteil. Aber gleichzeitig bedeutet das ja, wenn dann Muslime Recht haben und die Bibel das nicht lehrt, nicht automatisch bedeutet, dass man dann Muslime werden muss, sondern theoretisch gesehen erstmal unitärer Christ werden könnte, weil die Bibel ja lehrt, dass Jesus nicht Gott ist. Also konnte er trotzdem bei der Bibel bleiben. Das heißt, kein Ausschlusskriterium ist, um Christ zu bleiben. Das habe ich verstanden. Aber das haben wir auch an keiner Stelle jetzt behauptet. Ein Unitarier ist ja kein Christ. Ja, genau. Und das habe ich auch vorhin gesagt, dass ich automatisch jetzt aus der Bibel nicht wissen würde, wo die Bibel sowas lehrt. Dass wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, dass du dann kein Christ bist. Also ich weiß, dass sehr viele Christen das sagen. Ich selbst bin trinitärer Christ. Ich glaube auf jeden Fall daran, dass Jesus Gott ist.
Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein unitärer Christ direkt sagen würde, bist aus dem Christentum raus. Das sagt die Bibel über dich. Ja, die Frage stellt sich dann, warum du in den Stream gekommen bist. Wenn für Genau. dich die Gottheit Jesu nicht heilsentscheidend ist und du eine schwammige Position hast Das dahingehend, du habe ich hast nicht deine behauptet. Position, Nee, du ich habe hast meine deine Position Position. ganz klar. Das Ja, Einzige, was ich aber gesagt habe, ist, ich du wüsste nicht, wie sagst, ich den anderen. warte mal kurz, Costa, lass mich aussprechen. Alles, wir haben genug Zeit. Du hast eine Position, du glaubst, Jesus ist Gott, aber du sagst, es ist nicht heilsentscheidend, weil die Bibel das nicht ganz klar konstatiert, dass jemand kein Christ sein kann, wenn die Bibel über Jesus Gottheit spricht. Was ist jetzt der Punkt? Glaubst du und ist das für dich heilsentscheidend, ja oder nein? Kommen nur Christen in die Gemeinschaft mit Gott, die glauben, Jesus ist Gott? Und also das ist meine erste Frage. Ja, und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich wüsste jetzt nicht aus der Bibel heraus, wo es tatsächlich steht, dass wenn man nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, dass man nicht in den Himmel kommt oder ähnliches. Man Okay, soll an Jesus glauben, das ist auf jeden eigentlich ein sehr Fall. schöner Punkt, Costa, den du anführst, weil das ist ja eigentlich genau das, das deckt sich ja mit dem, was wir auch sagen, weil nicht was wir sagen, sondern was historisch einfach Tatsache ist, nämlich dass das, woran die Christen heute glauben, seines Protestanten, seines Katholiken, also einfach die Trinitarier, dass das, woran die glauben, erst mehrere Jahrhunderte nach Jesu überhaupt beschlossen wurde. Also Stichwort Konzil von Nizäa. Glaubst du an die Konzile Politisch überhaupt? getrieben, von Kaiser Konstantin. Also das ist ja genau Costa. das, was wir sagen. Wir sagen Ja, ja, das ist, die wie Bibel gesagt, das gibt ist es nicht Teil her. der christlichen Das Geschichte. bestätigst Das du ja ist, gerade. Das bestätigst du ja gerade, dieses Narrativ. ja, wie Okay. gesagt, ich sage nur, also ich bin auf jeden Fall trinitärer Christ. Ich diskutiere eigentlich so gut wie gar nicht mit unitären Christen. Ich wüsste aber jetzt nicht aus dem Vers heraus, wo ich also ich könnte den auf jeden Fall beweisen, dass Jesus Gott ist. Aber ich könnte nicht jetzt meine Hand ins Feuer legen, dass wenn die daran nicht glauben, aber an die Bibel glauben, Jesus folgen, an Jesus auch glauben, dass sie trotzdem nicht den Weg haben. Also Warte das mal kurz. Wenn du sagst, du könntest beweisen, du sagst, ich kann beweisen, dass Jesus Gott ist. Das sagst du ja, also gerade. ich kann auf jeden Fall Und dann sagst sagen, du im dass die nächsten Bibel Satz, auf jeden Fall lehrt, dass Jesus ja, Gott einen ist. Moment, ganz kurz. Du sagst, ich kann beweisen, dass Jesus Gott ist. Das sagst du. Dann sagst du im nächsten Satz, wenn jemand jetzt aber daran nicht glaubt, dann kann ich nicht sagen, dass er nicht das Heil erreichen kann. Ja, okay, wenn er daran nicht glaubt, dann glaubt er ja aus deiner Perspektive nicht an Gott, weil er Jesu als Gott nicht akzeptiert, wenn Jesus Gott ist. Das ist ein guter Punkt. Nee, also nein, das ist das, was ich sage. Also ich wüsste jetzt Ja, nicht, das ist wo das, was du das sagst. Das ist ja das biblisch. Problem jetzt gerade. Du sagst, Ja, er glaubt nicht an Jesus als Gott, aber glaubt an Jesus als Prophet, als Messias, als Wort ja, aber wenn er Gottes. nicht an Jesus als Gott glaubt, dann glaubt er aus deiner Sicht nicht an Gott. Er glaubt nicht an Jesus als Gott. Ja, Ja, er glaubt richtig. nicht, dass Jesus diesen Genau. Titel hat. Ja, aber Deswegen hat er ein schau mal. falsches Verständnis von Gott. Dasselbe, Nein, was nicht nur du falsches über Verständnis, sondern wenn genau, du sagst, richtig. Er hat ein pass auf, falsches Verständnis Jesus von ist Gott. Gott. Wenn du sagst, Jesus ist Gott und Ja, jemand aber das glaubt. sage ich. Aber das ist ja das, was ich sage. Ich sage, dass er ein falsches Verständnis von Gott hat. Das sage ich. Ich sage aber mit denselben Worten, ich wüsste aber nicht aus der Bibel heraus, dass er sich damit aus dem Christentum gefossen hat, indem er dieses falsche, also nicht mein Konzept von Verständnis akzeptiert. Merkst du nicht, dass du dir selbst widersprichst und dass du eigentlich deine gesamte Theologie gerade widerlegst, indem du sagst, meine Theologie und das, woran ich glaube, ist aus der Bibel nicht belegbar? Das ist Das nämlich die habe ich nicht Kernaussage gehört. von dem, was du gerade Ich sagst. habe nicht gesagt, dass sie nicht belegbar ist. Genau das Gegenteil habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich kann aus der Bibel denjenigen auf jeden Fall beweisen, dass Jesus Gott ist, dass er sich auf jeden Fall als Gott Ja, aber präsentiert dann. hat. In dem Aber Moment, wo du beweisen kannst, wenn dass er Jesus mir nicht Gott glaubt, ist, mein Konzept Gottes nicht in glaubt, dem Moment, Costa, wo du dann wüsste ich beweisen jetzt. kannst, wo du behauptest, du kannst beweisen, dass es in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist, dann kann er nicht richtig sein. Du kannst nicht sagen, beide können Richtig, richtig sein. das sage Entweder ich auch. ist deine Position richtig oder seine. Unsere Frage ist, wie können beide das
das Heil erlangen, obwohl sie sich offensichtlich widersprechen. Costa, ganz kurz, du kriegst auf jeden Fall das Wort. Nimm dir 20 Sekunden. Ich habe nur einen kleinen Appell, liebe christliche Zuschauer. Lasst Costa nicht alleine. Joins Costa, macht ein Two-on-Two, damit auch mal sich der Costa ausruhen kann und dann weiter argumentieren kann und kurz ausruhen kann. Es ist besser, wenn ein christlicher Speaker zwei oder mehr Personen im Stream sind. Deswegen unterstützt Costa in mein.ngo/gast, lasst sie nicht alleine, weil Sertac und Mustafa sind top ready. Ja, der Costa ist auch top ready, aber der Costa ist single man hunted, ja. Also lasst ihn nicht alleine. Schaut, dass ihr einen Partner kriegt. Auch wenn ihr als Christ nicht 100% d'accord seid, woran ihr glaubt, kann ja auch ein Ich die Life bei den Christen sein. Holt ihn trotzdem ab und unterstützt ihn, damit er auch zu zweit im Stream ist. Denn dann wird eine Diskussion besser. Das ist der Sinn und Zweck einer Diskussion, dass man halt nicht zwei auf einen, sondern zwei auf zwei und sowieso, wenn da vier Christen drin sind, schafft das Sertac das auch. Also in mein.ngo/gast, liebe Christen, joins Costa, macht's eine gute Sendung und ich verspreche euch, es wird eine gute Diskussion. Costa, du bist an der Reihe. Und da ist er schon. Ja. Ich bin gleich da, Leute, ich hole den nächsten Gast. So, was ich einfach damit meine ist, vielleicht hat man mich falsch verstanden, auf jeden Fall glaube ich daran, dass Jesus Gott ist. Antonio. Du bist... An mir, Mann, hört dich. Einen Moment, ich schalte ihn stumm. Ja, okay. Ja, jetzt. Auf jeden Fall glaube ich daran, auf jeden Fall glaube ich auch daran, dass die Bibel lehrt, dass Jesus Gott ist, aber ich bin nicht Gott. Ich sage nur, dass Leute, die jetzt nicht an Jesus glauben, dass ich nicht urteilen kann über diese Leute und sagen kann, ihr seid direkt aus dem Christentum raus. Das würde aber ich nicht wagen zu sagen. Warum entertainst du das dann? Das ist dasselbe, wie wenn ich sage, ja, ich glaube, dass Jesus Gott ist, aber ich kann ja nicht sagen, dass das, was Zeugen Jehovas glauben über Gott in der Bibel, das kann ich ja nicht widerlegen. Also wieso entertainst du das? Wieso baust du jetzt Unitarier ein? Dann könntest du ausweiten, könntest Zeugen Jehovas einbauen. Wir wissen, dass es andere Lehren gibt. Wir wissen, dass es von deiner Position abweichende Lehren gibt. Du bist ja gesagt. In den Stream gekommen und du bist ja kein Unitarier und du bist ja kein Zeugen Jehovas und du bist ja kein Mormone. Das habe ich aber auch gesagt. Es geht darum, dass... Ja, aber wieso entertainst du das? Das ist ja nur, wir haben habe jetzt auch gesagt, mehrere Minuten verloren. Habe ich nicht richtig gehört. Ich habe gesagt, dass es dadurch nicht automatisch sein? Einer, ein Christ, der Costa, jetzt... Wie kann Gott Mensch sein? Erklär das mal. Du hast jetzt erstmal eine Frage gestellt. Also dann ist dieser eine Christ, der jetzt vielleicht Zweifel an der Trinität hat, dass er nicht automatisch um Islam laufen muss. Das haben wir nie behauptet. Das haben wir in unseren Eingangsworten nie behauptet. Du bist reingekommen, hast einen Strohmann aufgebaut und seit 10 Minuten reden wir darüber. Wie kann Gott Mensch sein? Erklär das mal bitte. So, ich glaube, keiner im Christentum sagt, dass Gott ein Mensch ist. Also ich glaube, das ist eine These, die du gerade aufgestellt hast. Wir sagen, dass Gott Mensch wurde. Und dann ist er was geworden? Mensch, also ist er Mensch gewesen oder nicht? Ja, er ist Mensch geworden. Also das sagt auch die Bibel hier zum Beispiel in Philipper 2, müsste das sein. Die Aussage, Gott ist Mensch, ist nicht falsch, wenn ich vor 1980 Jahren gelebt hätte. Also hör auf mit dieser Rhetorik. Ich habe eine spezifische Frage. Wie kann es sein, dass Gott Mensch ist? Okay, dann antworte ich dir einfach mit einem Vers. So, in Philipper 2 sagt es, ab Vers 5, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Also hier steht ganz klar, er war in göttlicher Gestalt und nahm Knechtgestalt an. Kannst du mir die Bibelstellen nochmal nennen, bitte? Philipper 2. So, das habe ich eingangs erwähnt, falls du drin warst, ja. Die Frage ist, er entäußerte sich, das ist wieder paulinische Theologie, aber gehen wir mit. Was bedeutet, er entäußerte sich für dich? Was bedeutet das? Das... Was der Vers sagt, ich glaube, er ist nicht wirklich schwer zu verstehen. Was bedeutet das? Er entäußerte sich. Was hat das für eine Bedeutung? Das heißt, er legte seine göttliche Gestalt ab,
entäußerte sich und nahm Knechtgestalt an, also indem er von Eingestalt in die Knechtgestalt kam. Okay, ich werde jetzt ein paar Verständnisfragen stellen. Darf ich noch einen Satz dazu sagen, bevor du in die Verständnisfrage kommst? Das ist ihm vergleichbar als der Engel Gabriel in Islam, ein Engel, der zu Maria kam, ein perfekter Mensch wurde. Da würdet ihr niemals sagen, dass er ein Mensch war, sondern dass er Menschgestalt hat. Ja, wurde ein perfekter Mensch? Engel Gabriel laut Koran, als er zu Mariam kam. Ein perfekter Mensch? Ja, da steht ein perfekter Mensch, also ich glaube, das arabische Wort dafür. Nein, das ist absurd. Wenn du sagst, er entäußerte sich, du sagst, er hat seine göttlichen Eigenschaften abgelegt. Bedeutet das, er hatte keine göttlichen Eigenschaften mehr, als er auf der Erde war? Es bedeutete, ja, er hat auf jeden Fall ein paar der göttlichen Eigenschaften abgelegt. Zum Beispiel, okay, ein paar. Zum Beispiel, das heißt nicht alles. Zum Beispiel sagen wir Christen und Muslime und Juden, sagen wir doch, dass Gott allgegenwärtig ist, oder nicht? Nein, sagen wir nicht. Ihr sagt nicht, dass Gott überall ist? Nein, sagen wir nicht. Aber kommen wir zu meiner Frage. Du sagst ein also paar ist Gott der Eigenschaften. Nach Islam nicht allgegenwärtig? Nein, ist er nicht. Wir sprechen jetzt über deine Theologie. Es geht um Jesus, die Gottheit Jesu. Du sagst, er entäußerte seine göttlichen Eigenschaften. Dann habe ich eine Verständnisfrage geschickt. Dann hast du gesagt, er entäußert ein paar seiner göttlichen Eigenschaften, legt er ab. Nach welchem Maßstab gehst du, welche Eigenschaften er ablegt und welche nicht? Nach denen, die ganz klar ist, die für einen Mensch gar nicht zu handeln ist. Und ein paar, die er auch nicht machen konnte als Mensch. Zum Beispiel die Allgegenwärtigkeit. Als Gott, also wir glauben daran auf jeden Fall, deswegen wundert mich, dass Muslime das nicht glauben, weil das höre ich zum ersten Mal jetzt, dass euer Gott nicht allgegenwärtig ist. Das bedeutet, dein Gott ist allgegenwärtig, ja, aber in deinem Fall ist es ja kein Problem, du glaubst ja an die Inkarnation. Nein, wir glauben, dass Gott mit seinem Wissen allgegenwärtig ist, aber nicht mit seinem Wesen, weil das würde hinduistische Züge annehmen. Aber sprich weiter. So, dann ist Gott, ja, dann ist dein Gott am Raum gebunden. Also es ist auch egal, ich glaube, das wäre zu kompliziert. Auf jeden Fall, was ich damit meine, wir müssen beim Thema bleiben. Ist einfach allgegenwärtig, bedeutet, das kann ein Mensch nicht, weil er ja an seinen Körper gebunden ist. Also allein diese Eigenschaft kann Jesus schon mal nicht, diese göttliche Eigenschaft kann Jesus nicht gehabt haben. Oder zum Beispiel, als Gott mit Mose sprach und seine Stimme gesprochen hat, so haben die Leute in Israel das Gefühl gehabt, die würden sterben. So, allein weil Gott gesprochen hatte. Natürlich, wenn Jesus das als Mensch auch... Nicht retrospektiv auf das Alte Testament irgendwas Inkarnatorisches projizieren. Bleiben wir beim Neuen Testament. Nach welchem Maßstab? Ich habe dir nicht gesagt, nenn mir die Eigenschaften, die er entäußert hat, sondern nach welchem Maßstab hat er ausgewählt, welche Eigenschaften er ablegt und welche er nicht ablegt? Ja, es kommt natürlich darauf an, auf die Verse, auf die wir eingehen. Also vielleicht sollten wir erstmal auf die Verse, ein paar Verse einfach lesen und dann einfach gucken, was die über seine Göttlichkeit sagen. Okay, dann formuliere ich die Frage ein bisschen einfacher für dich. Welche Eigenschaften hat er denn nicht abgelegt? Mit welchen Eigenschaften ist Jesus vor 1300 oder 2000 Jahren auf der Erde? Ja, also ich würde das so zu Verständnis sagen. Also mein Verständnis daran ist, dass Jesus auf jeden Fall göttlich war. So, das heißt, die Eigenschaften, die er ablegen musste, weil er an einen menschlichen Körper gebunden ist, die, wie gesagt, die Allgegenwärtigkeit, das könnte er natürlich nicht gebracht haben. Oder bestimmte Sachen. Limitiertes Wissen. Aber sonst hat er alles. Er wusste zum Beispiel nicht, wann der jüngste Tag ist. Ich verstehe das. Das wüsste ich nicht, dass er nicht. Nein, dann sein Wissen würde ich nicht sagen. Er hat sein Wissen entäußert. Das würdest du nicht sagen. Nee, ich weiß, du willst auf den Vers, den er sagt, dass er den. Nicht nur, es gibt zahlreiche Verse. Auch mit dem Feigenbaum. Also, da kommen wir, und das ist genau das Dilemma.
als Christ hast du die einzige Möglichkeit, die du hast, ist willkürlich zu entscheiden, wenn du dieses Entäußern, was Paulus erwähnt, als Eigenschaften von Gott ablegen interpretierst, dann bist du in einem Punkt, wo du willkürlich einfach nur sagen kannst, okay, die hat er abgelegt, die hat er nicht abgelegt. Und das ist ein Riesendilemma. Woher hast du diesen Maßstab? Ich habe dir die Frage gestellt, welche Eigenschaften hat er nicht entäußert? Welche sind das? Und ich habe dir geantwortet, er hat ja alles, bis auf das, was der menschliche Körper auch nicht hergeben kann. Ja, aber was ist das? Welche Eigenschaften? Jetzt kannst du mir Beispiele nennen. Welche göttliche Eigenschaft hat er nicht abgelegt? Du hast zum Beispiel das Wissen gesagt. Das Wissen hat er nicht abgelegt. Das heißt, er war allwissend, als er herumgeweilt ist. Aber mich würde interessieren, woher weißt du das denn, dass er das nicht abgelegt hat? Weil er uns so gut wie alles gelehrt hat, was wir wissen müssen. Und er hat auch nicht behauptet, das irgendwie auf irgendeine Art und Weise daran eingeschränkt zu sein. Aber er hat ja, es gibt ja mehrere Stellen, hast du ja selber gerade anerkannt. Du hast ja selber gesagt, okay, du willst auf diese und jene Stelle hinaus. Das mit dem, dass er nicht weiß, wann die Stunde kommt, die Stelle mit dem Feigenbaum, was aus meiner Sicht nicht nur darauf schließt, dass ihm die Allwissenheit fehlt, sondern dass er auch nicht Gott sein kann, weil er so etwas wie das Bedürfnis von Essen verspürt und deswegen zum Feigenbaum geht. Aber wenn wir diese Stellen in der Bibel haben, wie kannst du dann sagen, dass er allwissend ist? Ja, weil ich gehe erstmal auf den Feigenbaum, da müsste ich den Vers erstmal selbst lesen. Ich gebe dir den Vers. Der Vers ist in Matthäus 24, 36. Ich weiß, das ist der, Jesus, wo er den Baum verflucht. Da geht es jetzt um das Wissen von Jesus. Jesus wird über den jüngsten Tag gefragt und er sagt, von jenem Tag aber und jener Stunde, was kommen wird, weiß niemand, all days im Griechischen, niemand weiß es. Das heißt, er schließt alle aus. Und dann fokussiert er seine Aussagen auf bestimmte Wesen, die es gar nicht, auf jeden Fall nicht wissen. Er sagt, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn. Und dann inkludiert er nur eine einzige Person der Trinität, sondern der Vater allein. Monos, ohne Partner. Wie kannst du jetzt sagen, okay, diese Eigenschaft des Wissens hat er nicht entäußert? Das ist der klarste Beweis dafür, dass er es entäußert hat. Die Eigenschaft ich würde es anders sehen. Also, das war Matthäus 24, ne? Hast du gerade 24, gesagt? 36, ja. Genau, also unter wenn man Matthäus 24. Nee, also unter anderem, es gibt nur die Stelle, wo er das mit dem jüngsten Tag sagt, soweit ich jetzt mich erinnere. Nein, es gibt noch eine zweite Stelle und beim Feigenbaum wusste er auch nicht, dass der Baum. Ja, aber da geht es nicht um den jüngsten Tag. Ja, aber es geht um darum, ob Jesus allwissend ist. Und wenn er nicht weiß, wann der jüngste Tag ist, den er erschaffen hat. Lass uns erstmal bei Matthäus bleiben. Dann ist er nicht allwissend. Wenn wir nach dem Feigenbaum gehen. Bei Matthäus 24 fängt ja bei Vers 1 an, würde ich sagen, und nicht bei Vers 36 an. So, und wenn du den Vers runterliest, dann wirst du einfach merken, dass Jesus alles spricht, detailliert, was am jüngsten Tag passieren wird. Er erzählt haargenau, wann etwas geschehen wird und was genau geschehen wird. So, nachdem er all das gesagt hat, kommen wir dann zum Vers 32, wo er dieses Gleichnis macht. So, und dann sagt er noch im 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also allein das, glaube ich, kann ein Prophet von sich nicht behaupten. Mach nicht den Move. Es geht darum, er kann jedes Detail vom jüngsten Tag berichten. Wenn er nicht weiß, wann der jüngste Tag ist, dann ist er nicht allwissend. Die Definition von allwissend ist, dass er Wissen hat über Vergangenheit, Wissen über die Präsenz, Wissen über die Zukunft und Wissen über das Potenzial. So, also bei 35 sagt er ganz klar, dass seine Worte nicht vergehen werden. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass er bestimmt... Er wiederholt sich einfach.
Ja, weil du mich unterbrochen hast. Hast du gerade zugehört, was ich gesagt habe? Warum deutet Vers 35 auf Allwissenheit hin? Das habe ich. So, und dann kommen wir von 6, also das habe ich gar nicht gesagt, wenn ihr mich unterbrecht. Warum deutet Vers 35 auf Allwissenheit? Mit welchem Dorf? Oder einen Moment? Ja, aber er stellt eine Frage, die ich nicht behauptet habe. Ich habe nicht gesagt, 35 deutet auf Allwissenheit. Er stellt eine Frage. Hast du gerade vor nicht mal 30 Sekunden behauptet? Ja. Was habe ich behauptet? Du hast Vers 35 zitiert und dann hast du gesagt, allein da sieht man schon, dass er alles weiß, hast du gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Da kann jeder zurückspulen. Das kam nicht aus meinem Mund. Okay, führ weiter fort, komm. So, aber was ich gebe gesagt auf habe, unsere Argumente, ist, nicht auf etwas, was wir nicht angeführt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gesagt wurde. So genau habe ich jetzt nicht zugehört. Aber warum führst du das dann an? Unsere Frage ist ja, Costa, also wenn man jetzt ganz zurückgeht, ist ja die Frage eigentlich, welche Eigenschaften hat er abgelegt und welche nicht? Dann hast du gesagt, beispielsweise die Allwissenheit, die hat er nicht abgelegt. Dann haben wir gesagt, okay, wie kann es dann sein, dass er in der Bibel an mehreren Stellen etwas nicht weiß? Und dann hast du angefangen jetzt von Vers 35 zu reden. Also du musst ja, deine Antwort ist ja, er ist allwissend. Dann beleg uns doch bitte, dass er allwissend ist. Wir haben dir belegt, dass er es nicht ist, weil er an mehreren Stellen nicht, etwas nicht weiß. Was willst du dem denn entgegnen jetzt? So, was ich gerade gesagt habe, ist, dass er auf jeden Fall in den ganzen Vers über, auf jeden Fall, wir können natürlich den ganzen Vers durchgehen, also 24, und dann werdet ihr sehen, dass er detailliert über den jüngsten Tag spricht. Ich will dir was sagen, Costa, weißt du, wie das ist? Das ist so, als würde ich ins Fitnessstudio gehen und sagen, ich kann alle Gewichte, die hier sind, heben. Und dann fange ich an und bei 60 Kilo kann ich das auf einmal nicht mehr heben, sagt dann aber, ja, aber ich habe alle Gewichte vor den 60 Kilo habe ich gehoben. Ich kann alle Gewichte heben. Ich sage, in dem Moment, wo Jesus sagt, er weiß etwas nicht, kann er nicht allwissend sein. Deine Antwort darauf ist, ja, aber er hat in den Versen davor dieses und jenes beschrieben. Okay, kann sein, dass er vorher Sachen beschrieben hat, aber ab dem Moment, wo er etwas nicht weiß, kann er nicht mehr allwissend sein. Okay. Nochmal, vielleicht lässt ihr mich einfach kurz zu Ende bringen, was ich anführen möchte. Natürlich, Costa, ganz kurz. Lass ihn mal anführen, sonst fühlt, lass ihn anführen. Wir haben noch weitere Gäste. Ich weiß, lass ihn noch zu, dann wechseln wir. Lass ihn ja, gerne. So, nochmal, er hat alles detailliert erklärt und dann kommen wir zum Vers 36, wo er das dann sagt, nachdem er alles detailliert erklärt, was an dem Tag genau passiert. So, und Vers 36 sagt, von dem Tage aber, von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noah war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. So, in diesem Vers, also werden gerade auch von sehr vielen christlichen Gelehrten und gerade die in diesem Vers, sehr viel über diesen Vers diskutiert, vergleichen die das zum Beispiel mit einer jüdischen Hochzeit, weil Jesus ja jüdisch ist. So, da ist es so, dass nur einer die Hochzeit ankündigen darf, wann es genau stattfindet. Und das darf nur der Vater machen. So, der Sohn kann es nicht machen, sondern nur der Vater. Das wird, also gerade dieser Vers wird sehr klar damit verglichen. Das ist okay, aus der Tradition heraus. Das ist auch aus der Tradition heraus. Nur der Vater diesen einen Tag verkündigen darf. Okay, bedeutet nicht. Warte, Mustafa, ganz kurz. Wir beenden gleich, Achim. Ja, Costa, führ fort. Ja, das ist ja das. Also auf jeden Fall das mit der Tradition zu vergleichen, dass ja, nur der Vater diesen Tag anführen darf. Nein. Amir, nächster Gast, bitte. Ja, ich würde ja nicht Costa nach Hause schicken, sondern ich würde ihm einfach eine weitere Unterstützung geben. Ja, dann hol den nächsten Gast. Also. Ja, genau. Aber bevor wir den nächsten Gast holen, Costa, ich habe noch eine Frage an dich. Du kriegst nachher noch das Wort. Bitte bau noch ein, zwei Argumente auf, warum du glaubst, dass sozusagen, dass er voll Gott ist oder wenn du sagst, dass andere Personen daran nicht glauben. Da würde die Zuschauer interessiert es ja. Ist ja nicht so, das würde nicht die Leute interessieren. Ihr kriegt auf jeden Fall noch einen nächsten Gast. Ja, oder auch nicht. Also wenn du nicht davon überzeugt bist, dann nicht. Aber mit mir musst du nicht diskutieren, du musst es den Leuten zeigen. Wir haben einen weiteren Gast in der Live-Lobby, der kommt dann nachher rein. Und
wir haben heute Abend noch ein Ziel. Bis 23 Uhr, vielleicht machen wir eine kleine Überstunde, das kann auch sein, suchen wir noch 10 Immanndauer-Supporter. Was ein Supporter ist und warum wir euch sehr gerne dabei einladen, Dauer-Supporter zu werden, sage ich euch jetzt. Und dann kommt der nächste Gast, Antonio, ist das, nämlich Antonio ist auch Christ und möchte sehr gerne neben Costa diskutieren und darauf freue ich mich jetzt schon. 60 Sekunden, dann geht's los. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Der imam.ngo/supporter, das ist noch etwas, was man... Jetzt hat er kurz sein Gesicht gezeigt. Wir kennen ihn ja, deswegen ist ja kein Problem. Damit, ja, ich habe ihm aber schon gesagt, vorher in der Lobby, ich habe gesagt, Bruder, du hast eine urcoole Kappe. Das Licht passt, alles nice. Er sagt, na, heute nicht, ich bin müde, aber kein Problem. Wir holen ihn als erstes Mal den nächsten Gast rein. Antonio, du kriegst auf jeden Fall die Chance, kannst dich auch kurz vorstellen. Antonio, das ist deine Bühne sozusagen. Und jetzt haben wir einen zweiten christlichen Teilnehmer, dem heutigen Stream, Antonio und Costa. Wie geht's dir, Antonio? Hallo, mir geht's gut. Grüß dich, Antonio. Hi. Alles gut, herzlich willkommen. Kennen wir Antonio? Ja, wir ja, hatten mal schon. Genau. Also ich finde euch klasse, Jungs. Echt? Ich kann dir. Mich gar nicht mehr erinnern. Diese Staffel? Ja, nein, diese ja. Staffel. Diese oder? Staffel war nur in der Pre-Lobby. Okay. Wir haben uns unterhalten. Genau, also ich finde euch jetzt echt Licht, klasse, Jungs. Das will ich mal vorab sagen. Genau. Dankeschön. Meine Frage an dich ist, Antonio, kannst du uns dann auch kurz erklären, woran du glaubst und dass du und Costa die christliche Seite, die christliche Perspektive vertretet und vor allem auch noch weitere Gäste in die Live-Sendung einschalten, in mem.ngo/gast, so wie Costa und Antonio das gemacht haben. So, Costa, du kriegst jetzt einen Partner, so, Antonio, woran glaubst du? Wie kann Jesus Gott sein? So meine Frage an dich. Ja. Ja, natürlich. Also als Christ, wenn man nicht an die Gottheit Jesu glaubt, ist man kein Christ. Natürlich ist dann neben der Gottheit Jesu eine ganz wichtige Sache, die Kreuzigung, Auferstehung Jesu, das ist ganz klar. Auch mindestens genauso wichtig, würde ich sagen. Aber klar, wer die Gottheit Jesu leugnet, der ist definitiv kein Christ. Das ist jetzt meine Position. Ich glaube, ich kann mich langsam erinnern an Antonio. Und ich glaube, es war diese Staffel. Die Stimme kommt mir langsam bekannt vor. Antonio, ja. Wie geht's dir? Alles gut? Schön, gut, alles gut. Selbst? Ja, bestens. Und Leute im Kommentar, die Community, Leute, ich bin nicht angepisst oder so, aber wenn ich merke, jemand ist unehrlich, ist es für mich lediglich Zeitverschwendung. Warum soll ich da weiter drum hacken, wenn ich dasselbe Argument 200.000 Mal durchgekaut habe. Und ich meine, ihr im Kommentar, ihr merkt ja, dass es völlig absurd ist, was hier gesagt wird. Deswegen hoffen wir, dass mit Antonio das Gespräch konstruktiver wird. Weil, erinnern wir uns daran, der Prophet a.s.w., er sagte, ich garantiere demjenigen ein Haus im Paradies, der unnütze Diskussionen auslässt, auch wenn er im Recht ist. Das versuchen wir umzusetzen. Antonio, das Thema heute ist, kann Gott Mensch werden? Gehen wir mal davon aus, die biblische Ansicht ist, Jesus ist Gott. Die Bibel sagt klar, Jesus ist Gott. Gehen wir mal diesen Schritt mit, okay? Wie erklärst du aber rein logisch, dass eine Person namens Jesu göttliche und menschliche Naturen
in einer Person vereinen kann. Sprich, wie kann es sein, dass Jesus allmächtig war, aber schwach, allwissend war, aber auch unwissend war? Es ist möglich, dass jemand wissend ist und unwissend, weil wir einen zeitlichen Unterschied einbauen können. Ne? Ich kann jetzt wissend sein über eine Sache und danach bin ich unwissend, vice versa. Aber eine Person kann nicht allwissend sein und einen Mangel an Wissen haben. Er kann nicht allmächtig sein und Schwäche haben. Das sind sich ausschließende Eigenschaften. Daher meine Frage, was ist deine Lösung dazu? Ja, meine Lösung ist, dass ja Jesus ja gesandt wurde für das Problem der Sünde. Und durch den Mensch, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch den Mensch musste auch das Problem der Sünde gelöst werden. Deswegen haben wir auch in Johannes 17 auch den Bibelvers, wo er sagt, den du gesandt hast, Jesus Christus, den er gesandt hat, war der Mensch Jesus. Das müssen wir halt auch unterscheiden. Jesus, der Herr Jesus, hatte ja vor seinem Kommen eine Präexistenz. Glaubt ihr das? Also, dass er existent war vor seinem Kommen vor 2000 Jahren? Nein, glauben wir nicht. Aber das sagt er ja. Gib also, was war denn Präexistenz? Was war denn seine Präexistenz? In welcher Form? Präexistenz, dass er, sprich wie Philippa 2, wie er vorher angedeutet hat, dass es ihn gab. Und jetzt ist mal zuerst mal zweitrangig, ob er jetzt Gott war oder nicht. Fakt ist, er sagt es ja im Johannes 17, gib mir nun die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Also das kann man ja nicht irgendwie auswischen. Und da haben wir dutzende Bibelstellen im Alten Testament, die sich dann im Neuen Testament als Gottheit Jesu bestätigen. Kann ich auch ein paar anführen. Nicht nur das, sondern wir lesen ja im 1. Buch Mose, Kapitel 1, da wird es ja schon mal gleich aufgelöst, wenn man vergleicht 1. Mose 1 mit Johannes Kapitel 1. Wer hat denn die Welt erschaffen? Wer hat denn alles erschaffen? Gott hat die Welt erschaffen, aber Gott ist nicht Jesus. Also ich kann nochmal... Genau, also wir lesen, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dann gehen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das ist Wort alles, war, ja. Ja, ja, ganz kurz. Und dann bis Vers 3. Warte mal, ich schlage es mal auf, damit ich das wirklich kein Vers auslasse. Das ist nämlich, eigentlich finde ich, das eindrücklichste Kapitel und Vers, wo man aufgehen sollte, und das ist ein Beweis, dass Gott, Jesus Gott ist. Und zwar steht hier im Vers 3. Antonio, ich muss hier kurz unterbrechen. Ich habe doch eingangs gesagt, ich bitte hier, dass man genau zuhört. Ich habe eingangs gesagt, ich gehe mit. Gehen wir in dieser Diskussion einen Schritt weiter und gehen wir davon aus, die Gottheit Jesu ist biblisch. Ja. An jeder Seite sagt Jesus, ich bin Gott. Okay. Ich will das auf den logischen Prüfstand stellen. Ist Jesus für dich, als er hier verweilt ist, Gott gewesen? Ja. Okay, das heißt, er hat sehr göttliche Eigenschaften, richtig? Nein, Sertac, dein Zugang ist, finde ich, falsch, weil du ja schon von der islamischen Zugang her gehst. Nein, das ist nur eine Frage, die ich stelle. Ich kann Fragen aus jeglicher Perspektive stellen. Ich will eine Antwort. Und du weißt die Antwort. Ich weiß nicht, warum du zögerst zur Antwort. Als Jesus auf der Erde war und er war vollkommen Gott, vollkommen Mensch, glaubst du das? Ja. Okay. Hatte er göttliche Eigenschaften und hatte er menschliche Eigenschaften? Ja. Welche göttlichen Eigenschaften hatte er zum Beispiel? Zum Beispiel Sündenvergebung, dass es sich über den Sabbat stellt, dass wir dann hier lesen, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht
eines entstanden, was entstanden ist. Also Okay, ohne Jesus Sündenvergeben ist ist eine gar Handlung. Warte mal, Sündenvergeben ist eine Handlung. Ich rede von Eigenschaften, die seine Ontologie betreffen. War er allmächtig? ja, aber er war auch Okay. gleichzeitig ein Mensch. Sehr fest. Richtig. Das heißt, er hatte einen Mangel an Macht. Er war auch schwach, richtig? Ja. So, war Jesus eine Person oder war Jesus zwei Personen? Das sind Fragen, die Bibel nicht beantwortet. Das können wir auf der Okay, das heißt, Bibel Jesus, nicht. es kann sein, das heißt, die Bibel ist agnostisch darüber, ob Jesus eine oder zwei Personen sind. Nee, die Bibel sagt schon, dass Gott auf jeden Fall Gott ist, weil wir Ist halt Jesus einfach eine Person? ganz kurz, Nee, nee, Sertac, guck mal. schau mal, Antonio, du Nee. kannst mir auch Fragen stellen, aber ich will ja antworten. Ich muss ja, damit ich nicht einen Strohmann mache, Fragen stellen. Weil sonst weiß ich ja nicht, mit welchem Christ ich es zu tun habe. Der eine Christ Ja. sagt, du kannst aus der Bibel auch Unitarismus extrahieren. Der andere sagt was anderes. Ja. Deswegen, Er stellt nur Fragen, damit er dich verstehen kann. man fragt neun Christen über die Trinität, bekommt 10 Antworten. Meine Frage ist, hat Okay. Jesus die Eigenschaft der Allmacht? Du hast gesagt, ja, aber er ist auch Mensch. Gut. Das heißt, er war auch schwach, richtig? Ja, natürlich, er musste essen, er Gut. musste trinken, er war War abhängig. Jesus eine Person, als er hier war? Oder war Jesus zwei Personen? Das kann ich dir nicht antworten. Also für mich ist die Gottheit Jesu, die Leibhaftigkeit Gott ist leibhaftig in Jesu vorausgestellt. Antoni, wie kannst du mir das nicht beantworten? Du glaubst, Möchte ich dass gerade auch Gott wirklich aus drei nicht. Personen besteht: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, aber Jesus ist die das zweite sagt doch. Person der Trinität und kommt auf die Erde im Körper von Jesus. Genau, weil Okay, haben wir jetzt eine nur. Person hier? Ist vor 2000 Jahren, hat da eine Person in Galiläa gepredigt oder waren das zwei? Das war, guck mal, Gott ist durch den Herrn Jesus zu uns gekommen. Ob es jetzt in seiner ultimativen Gottheit es war, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, Das natürlich, du hast Problem, gesagt, er ist allmächtig. Also gehe ich natürlich davon aus. allmächtig, aber dann. Natürlich, ich weiß schon deine nächste Frage. Ja, warum hat er dann nicht die Endzeit gewusst und so Okay, okay, weiter? okay. Ganz Nein, kurz. kurz. Gar nichts, Also gar einen nichts, gar Moment. nichts, gar Warte, nichts. Schau, einen Da hast du Moment. jetzt Ich eine, habe die ganze Zeit da hast du zugehört. jetzt eine, ganz kurz, Mustafa, da hast du jetzt eine Vorannahme getroffen, die ich dir nicht anrechne. Das hätte ich nicht gesagt. Ich möchte wissen, meine letzte Frage, war Jesus eine Person oder zwei Personen? Du weißt es nicht. Okay, meine Frage, was macht mehr Sinn? Dass er eine Person war oder zwei Personen? Sertac, guck mal, das ist so. Gott musste das Problem der Sünde beheben. Und es kann nur Gott. Es konnte kein Prophet, es konnte Nee, schau kein mal. Schau Engel, mal, es Antonio, konnte ganz kurz bitte. vor. Ja, ganz kurz. Die Zuschauer merken das doch, dass du nicht auf meine Frage antwortest. Also die Zuschauer sind ja nicht dumm. Schau Ich mal, habe eine simple Antonio. Frage gestellt. Guck mal, es bringt dir nichts, es wird dir in deinem Fall nicht weiterhelfen. Und dir in deinem Glauben nicht weiterhelfen, wenn du deinen Glauben verteidigst, wenn du nicht auf Fragen antwortest, weil du nicht in eine, wie du denkst, Falle reinlaufen möchtest. Nein, Du kannst nee, nicht das bin Fragen ich. unbeantwortet lassen, weil du denkst, dass Sertac dich dann mit irgendwas kontern wird. Wenn Das man dir mache eine ich. Frage stellt und du glaubst ja an etwas, du kannst mir nicht erzählen, dass wenn Sertac dich fragt, ist Jesus eine Person oder zwei Personen? Kannst du mir nicht erzählen, dass du diese Frage nicht beantworten kannst? Du Ja, willst sie nicht ja, er beantworten, weil du dann war nicht. befürchtest, dass Sertac im Nachhinein etwas sagen Nein, wird, nein, wo der nein, nicht. nein, nein. Also ich kann als Christ sagen, und da glaube ich auch dran, er war 100% Mensch, als er gekommen ist auf der Erde, er war 100% Mensch und 100% Gott. Also zwei Personen. Zwei Das sind Personen. wir, Das hast du ja. Nee, zwei Personen? er hat gerade zwei Ich habe jetzt Personen nicht gesagt. gehört. Er wurde leise jetzt am Ende. Zwei Personen? Ja. Okay, welcher dieser zwei Personen ist für deine Sünden gestorben? Der Mensch. Gott Jesu oder Mensch Jesu? Der Mensch. Okay, das heißt, Gott ist nicht für deine Sünden gestorben, sondern nur Mensch ist für deine Sünden gestorben. Ja, natürlich, anders geht es ja gar nicht. Okay, das heißt, wie kann der Hä? Mensch die Sünden aller Menschen auf sich nehmen? Weil er ja natürlich. Guck mal, nochmal. Jetzt hättest du fast gesagt, weil er Gott ist, richtig? Aber wir haben ja zwei Personen.
Das heißt, Ja, du man bist kann ja jetzt, auch, du man hast kann ja jetzt die auch dann. Position eingenommen von Nestorianus, der früher wirklich geglaubt hat, Jesus besteht aus zwei Personen. Warum? Weil er einem Dilemma aus dem Weg gehen wollte, ohne zu wissen, dass er in das Dilemma geht, wo du jetzt bist. So, Nee, wenn du sagst, natürlich er nicht. ist zwei Personen und du sagst, der Mensch ist für die Sünden gestorben, weil Gott nicht stirbt, sind wir völlig bei dir. 1. Timotheus 6,16, Gott allein ist unsterblich. Wie kann ein Mensch die Sünden aller Menschen auf sich nehmen? Ja, damit die, wo sich mit dem Herrn Jesus identifizieren, die Sünden vergeben wurden. Und Aber das es ist ist ja ja. seine menschliche Natur, die kann ja nicht mal Sünden vergeben. Wie soll er für die Sünden der Menschen sterben? Weil er auch Gott ist, Herr Tatsch. Okay. Weil er Seht natürlich ihr? auch Gott ist. Aber natürlich Seht stirbt ihr? Gott nicht. Ja. Aber Sertac, ganz kurz, wir haben doch Sauber, die sauber Frage. erwischt, Bruder, sauber erwischt, Nee, Sertac. nee. Guck mal, wir haben doch die Frage, ist Jesus Gott? Und da wird mir halt hier ausgewichen. Ich durfte nicht mal also den Vers zu Ende lesen, wenn es hier um Jesus geht. Ja? Es steht hier, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wie erklärst du mir das? Sorry, Leute. Was hat das mit irgendwas zu tun, was ich jetzt gesagt habe? Ja, Erklär das mir ist bitte. Jesus ist Gott. Ja, dann erklär mir mal diesen Vers bitte, Serpent. Ich habe dir doch gesagt, Antonio, ich gehe heute mit dir mit. Ja. Um Argumentes willen sage ich, die Bibel ist voll mit Versen, wo es heißt, Jesus ist Gott. Natürlich. Aber damit etwas von Gott ist, muss es logisch kohärent sein. Das Nicht ist ja. alles, was logisch ist, ist wahr, aber damit etwas wahr ist, muss es logisch kohärent sein. Ja, aber dann erklär mir Jemand doch könnte diesen. kommen und sagen, ja, ich bin ein Modalist, ich glaube, dass es einen Gott gibt in drei Erscheinungsformen. Dann hast Das hört halt jetzt, glaube ich, das hört halt jetzt, glaube ich, Ja, rausgeschmissen. wir werden ihn auf jeden Fall Bin ich da? gleich Da ist er wiederholen. wieder, da ist er wieder. Ah, back on track. Weil dann hast du dieses Dilemma, trinitarische Dilemma nicht. Warum? Weil Modalisten glauben, es gibt einen Gott, eine Person und er wird vom Vater zum Sohn, dann zum Heiligen Geist, dann wieder zum Vater. Das heißt, er switcht Rollen, Erscheinungsformen. Nein, eben Hat nicht, auch Herr logische Tatsch. Probleme, Nein, aber das nur stimmt weil doch gar es, nicht. Oh mein warte Gott. mal kurz, nur weil es logisch kohärent scheint, heißt es nicht, dass es wahr ist. Warum? Weil es nicht biblisch ist. Deswegen, damit etwas wahr ist, muss es logisch kohärent sein. Und deswegen bin ich entertain das gar nicht mehr, Leute. Ich habe aufgehört, biblisch noch irgendwas zu. Ich will den Schritt zuvor machen. Ist das, was du mir erklärst, logisch kohärent? Ja, dann können wir uns die Bibel anschauen. Ja, natürlich, für mich ist es logisch. Aber dann, warum drückst du denn rum und erklärst mir nicht diesen Bibelvers, Herr Tatsch? Ich habe doch gerade eben gesagt, es muss logisch kohärent sein. Und du Ja, hast zu aber mir gesagt, ja, okay, da, dann aber okay, aber da, nee, erklär mir da ist den. der Elefant im Raum. Wenn du sagst, Jesus ist allmächtig und schwach, allwissend und unwissend, abhängig und unabhängig, er ist notwendig, aber bedingt. Er hat eine Aseität, das heißt, er existiert aus sich selber heraus, aber zur selben Zeit ist er vom Vater. Wie bringst du diese Eigenschaften zusammen? Das ist unmöglich. Das ist in allen Formen widerspricht das Gesetz den Gesetzen der Widerspruchsfreiheit. Okay, Sertac, bitte, erklär mir bitte Johannes Kapitel 1, Vers 3. Wie soll ich das als Unwissender bitte verstehen? Erklär mir es bitte. Okay, ich gehe darauf ein, weil ich dich mag, Okay. aber es ist jetzt klar bewiesen, dass die Inkarnation eine logische Bankrotterklärung ist. Stimmst du dem zu? Nee. Okay, dann brauchen wir nicht weiter diskutieren. Haben Ich wir einen habe neuen Gast? eine Frage an Antonio. Ich würde das mal vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive mal, so einen neuen Aspekt mal Ich bin gleich reinbringen. wieder da. Heißt das, Antonio, so wie du das gerade beschrieben hast, Jesus ist zwei Personen und am Kreuz ist er als Mensch gestorben, heißt es, dass es ein Menschenopfer gebraucht hat? Also war Jesus als
Menschen. Ja, natürlich, Mustafa. Das ist doch alles vorgeschattet im Alten Testament. Das ist doch Okay. die krasseste Vorschattung ist Abraham mit Isa. Das war eine Vorschattung, was 2000 Jahre später mit dem Herrn Jesus passiert, mit den ganzen Schlachtopfern. Das ist alles eine Vorschattung, was danach passieren wird. Das Was ist das das alles ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es funktioniert nicht. Vor einem heiligen und gerechten Gott, er muss Sünde sühnen. Wie können wir denn ausmachen, dass wir sagen, okay, ich gehe ins Paradies? Ganz ehrlich. Und warum werde ich jetzt von Sertac hier halber aus dem Stream gejagt? Weil er mir nicht diesen Vers auslegen kann, weil es eindeutig hier sagt, der Herr Jesus hat das Universum und das Leben erschaffen. Weißt du Es warum? kann kein Engel, es kann kein Prophet, es kann niemand. Und hier geht er Weißt du, mir warum er aus nicht dem darauf Weg. eingeht, Antonio? Weil das gar Warum? nicht ist, weil er gesagt hat mehrmals, dass er das akzeptiert, Ja, was denn? Er soll mir mal sagen, was er akzeptiert. um die Diskussion vorantreiben zu können, hat er deine Position angenommen, dass Jesus Gott ist, also für Ja, das also. Argument, nur um das Argument fortführen zu können, hat er deine Position angenommen und wollte einen anderen Aspekt beleuchten. Deswegen geht er Nein, nicht darauf ein. Mustafa, das ist einfach nur ein Umgehen, weil dieser Bibelvers sowas von eindrücklich ist. Und ich habe noch einen Bibelvers parat, der noch eindrücklicher ist. Also Nein, einen das tut Moment. mir wirklich, nein, das ist wirklich schwierig zu verstehen, Antonio, dass weißt du wirklich nicht, was Mustafa gerade gesagt hat? Hast du das nicht verstanden? Nee, alles gut, der kann Nee, das ja ich merke. gar nicht anführen. Der Sertac hat ja Ich gesagt, merke. dass er darauf eingehen wird, Antonio. Er hat ja gesagt, er wird darauf eingehen, nur ich wollte noch etwas anderes nachfragen. Was Ja. ich gerne verstehen möchte, ist, wie es sein kann, dass Ja. ein Mensch alle Sünden der gesamten Menschheit auf sich nimmt. Anders. Weil Gott gerecht ist, deswegen braucht es Sühnung. Was hat das denn mit Gerechtigkeit zu tun? Im Alten Testament mussten die Hände auflegen auf die Tiere, damit sie sich mit diesem Tier identifizieren und dann schlachten und dann töten. Es musste Blut fließen. Und zwar deswegen ist der Herr Jesus gekommen, damit jeder, der sich mit ihm identifiziert, die Sünden vergeben sind. Das ist doch der Clou der Sache. Warum braucht es Blut, damit Gott vergeben kann? Weil Gott heilig und gerecht ist. Wir können in die Gegenwart Gottes ohne Sühnung nicht kommen. Warum kann Gott, ein gerechter und allmächtiger Gott, nicht ohne ein Menschenopfer vergeben? Weil er heilig ist. Er ist sowas von heilig, er akzeptiert keine Sünde. Nicht mal eine Minimalsünde. Die Ist Gott zehn Gebote. allmächtig? Guck mal, Mustafa, die zehn Gebote sind für uns gegeben, damit uns bewusst wird, dass wir ohne den Herrn Jesus es nicht schaffen, dass wir einen Erlöser brauchen. In den Wir zehn haben doch Geboten Angst. wird Jesus nicht erwähnt. Natürlich, Mustafa, guck mal. Wir haben doch alle mal gelogen. Wir haben alle mal irgendwie irgendeinen Wo Mist wird denn gebaut, Jesus ja? erwähnt, aber? Bitte? Wo wird denn in den zehn Geboten Jesus erwähnt? Nee, das ist eine Vorschattung. Ja, weil du redest gerade vollkommen durcheinander. Meine Frage an dich Nein, ist, es ist nicht ganz durcheinander. warum kann ein allmächtiger und gerechter Gott nicht ohne ein Menschenopfer Sünden vergeben? Weil er heilig ist. Was ist das für eine Begründung? Er ist doch Das ist eine allmächtig. Begründung. Er ist doch allmächtig. Was hat denn Heiligkeit mit Menschenopfer und Blut zu tun? Wo Heiligkeit besteht der Zusammenhang? ist einfach, dass Gott so heilig ist, dass nicht mal ein Staub von Sünde in seiner Gegenwart treten kann. Das ist Okay, Heiligkeit. wieso? Was ist der Zusammenhang? Du musst mir jetzt folgenden Zusammenhang erklären. Was hat es damit zu tun, dass Gott so heilig ist, dass er ein Menschenopfer braucht, um vergeben zu können? Was hat Menschenopfer mit Heiligkeit zu tun? Weil, guck mal, Mustafa, das musst du dir anders vorstellen. Ja, das ist so. Wenn ich von dir verlange, Mustafa, ich verlange von dir 2 Millionen Euro und dann lasse ich dich in mein Haus rein. So ungefähr, ja?
So, der Mustafa hat natürlich keine 2 Millionen Euro. Was machen wir dann? Was machst du dann? Muss ich dann Menschenopfer darbringen oder was? Nein, dann musst du zu jemandem gehen, der für dich bezahlt, damit du eintreten kannst. Aber das weicht ja vom Thema weg. Okay, schau Hier geht es mal. ja um die Gottheit Warum? Jesu. Hier geht Okay. es jetzt, weil wir Doch, switchen hier gerade, wenn warte mal gleich ganz kurz, stehen. Mustafa, wir switchen jetzt gerade nochmal um auf die Gottheit, auf die Kreuzigung. So, und jetzt habe ich noch einen Bibelvers. Jetzt frage ich Aber dich, Mustafa, einen Moment, ganz entschuldige. kurz, ja, Nee, nicht ganz ganz kurz. Du kurz. gehst hier in ein anderes Thema. Also, das ist ja ein ganz anderes Thema. Genau. Dein Vergleich mit den 2 Millionen Euro hinkt. Ja. 2 Millionen Euro würde nur jemand verlangen, der 2 Millionen Euro braucht, der auf 2 Millionen Ja, Euro natürlich. angewiesen ist, der auf Das ist 2 jetzt Millionen so ein Euro Beispiel angewiesen ist. gewesen, Mustafa. Also, Gott das ist jetzt. ist ein Moment. Darf ich aussprechen, Antonio? Ja, natürlich. Und dann müssen 2 wir kurz Millionen was machen. Euro würde nur jemand verlangen, der auf 2 Millionen Euro angewiesen ist, der das Geld will, der das Geld braucht. Gott Nein, er unabhängig. verlangt es. Das ist seine Bedingung. Nicht, weil er es braucht, das ist seine Bedingung. So musst du Antonio, dir das vorstellen. Gott ist unabhängig. Gott ist allmächtig. Gott benötigt nichts. Gott ist nicht abhängig von etwas, damit er vergeben kann. Gott kann vergeben. Aber dann, warum hat er uns dann die 10 Gebote gegeben? Das sind doch seine Bedingungen. Jedes Gebot, wo du brichst, fährst du in die Hölle, Mustafa. Das ist ja was anderes. Die 10 Gebote sind ja dazu da, von denen wir uns fernhalten sollen. Das sind ja Sünden. Das ist ja. Ja, aber schafft es jemand? Ganz ehrlich, Mustafa, schafft es? Hast du schon mal gelogen? Bestimmt, oder? Schau mal, In deinem Antonio, Leben. Antonio, aus, Antonio, aus, aus. kurz. Wir machen einen ganz kurzen Punkt und ich verspreche euch, wir machen bei diesem Punkt auch weiter. Okay, ihr habt mein Wort. Antonio und Kossi, ihr macht das super. Ihr habt sozusagen eure Perspektive auf das, ihr habt das auf diesen Stream reingebracht. Das finde ich gut. Ich lade jetzt nochmal alle Christen, die vor dem Fernseher sitzen oder Nicht-Muslime nochmal ein. Wir sind erst bei der Halbzeit. Okay, Leute, also wir sind noch nicht am Ende. Es geht noch viel weiter. Gut, wir sind noch bei der Halbzeit. Geht auf jeden Fall mal kurz was trinken. Holt euch nochmal einen kurzen Energiepunsch. Denn dann geht es weiter in die zweite Hälfte und darin werden wir ein bisschen intensiver sprechen. Das, was wir heute gemacht haben oder bis jetzt, das war sozusagen Warm-up. Wir werden aber jetzt in die wirkliche spannende Phase gehen. Deswegen, Antonio, ganz konkret an dich, hol die stärksten Argumente raus. Costa auch etwas passiv geworden, aber ich möchte, dass du dich wieder integrierst in die Sendung. Auch ganz intensiv die Argumente rausholen. Mustafa und Sertac sind sowieso on point, ihr macht das sehr super. Leute, Halbzeit. Aktuell haben wir einen Iman-Dawah-Supporter bekommen und das ist der Bruder Omar. Möge Allah dich belohnen, Bruder Omar. Vielen Dank. Ich werde aktuell immer, schaue immer daneben, wenn noch ein weiterer Supporter reinkommt, zeige ich das. Und es gab 4 Einmalspenden, wofür ich mich auch sehr bedanke im Namen des ganzen Teams. Iman.ngo/supporter. Wir suchen nur noch 9 Supporter für den heutigen Abend. Deswegen werdet Iman-Dawah-Supporter. Nach 60 Sekunden geht es weiter und dann geht es richtig tief in die Thematik, ob Jesus Gott ist, ob er göttliche Eigenschaften hat, menschliche Natur, göttliche Natur und so weiter und so fort. Mit Antonio Costa und dich hätte ich auch gerne in der Sendung. 60 Sekunden, dann kommen wir zur zweiten Hälfte des heutigen Streams. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. So, Leute, herzlich willkommen bei der zweiten Hälfte. Ankick zum wirklich spannenden Thema: Ist Jesus Gott? War ist das falsch oder ist es richtig? Und da haben wir zwei tolle Gäste, nämlich einmal den Antonio Christ und Costa Christ und zwei muslimische Speaker. Und ich verspreche euch, jeder Gast, der heute Abend bei der Diskussion dabei sein will,
kommt rein. Aber bitte kommt es nicht 5 Minuten vom Ende und sagt, wir dürfen nicht bei MeinTV diskutieren. Doch, ihr dürft es. Kommt jetzt rein, damit wir uns kennenlernen, damit wir auch euch die Plattform bieten können, die ihr verdient. Weil 5 Minuten vom Ende bringt sich das wenigstens. Und eine ganz wichtige Sache noch an alle, die jahrelang im MeinTV schon schauen, ihr könnt es heute Abend auch ohne Facecam mitdiskutieren. Kommt einfach in den Link in mein.ngo/Gast, kommt in die Pre-Lobby, du und ich unterhalten uns kurz und dann kannst du in die Sendung reinkommen, wenn du für das Thema passend bist, das heißt, wenn die Kamera funktioniert, auch wenn sie nicht gezeigt wird, muss sie am Anfang funktionieren und das Internet passt. Nur noch muss das Internet passen, okay? Wir haben schon so leicht gemacht für jeden Einzelnen, also in mein.ngo/Gast und danke an den einen DAO-Supporter und geehrte Geschwister, wir brauchen eure Unterstützung wirklich langfristig. Deswegen werdet heute Nacht in meinen DAO-Supporter ganz, ganz wichtig. So, weiter geht's mit der Diskussion. Wer nimmt sich das Wort zuerst? Nee, mach's doch nicht. Nein, ich habe nichts mehr zu sagen, Antonio. Ach so, okay. Ich warte immer noch auf die Antwort auf Johannes 1, Vers 3. Die ist mir leider nicht beantwortet worden, weil es so eindrücklich ist, dieser Vers. Das beweist wir haben keine Antwort drauf. Ja, dann antworte ich. Kann doch auch mal sagen, ich weiß es nicht, oder? Ja. Wieso muss ich immer auf jedes Argument irgendein Gegenargument bringen? Sertac, das war jetzt ein dicker Pluspunkt für dich. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich bin agnostisch darüber. Genau, siehst du, weil wir haben ja den Zugang von der Bibel. Und das sollten wir neutral daran. Ja, aber die Bibel besteht für mich 90% aus Fabel. Ja, das ist für mich nicht, für dich, weil du halt den nicht glaubst. Deswegen kommst du in den Stream, um mit uns darüber zu diskutieren. Und ich bin der Ansicht, Gott uns hat uns einen Intellekt gegeben, okay, damit wir diesen Intellekt einsetzen, damit wir bis zu einem gewissen Grad dekonstruieren können oder ausschließen können, was nicht von Gott ist. Und was du machst ist, du überspringst das einfach und sagst, ja, aber in der Bibel steht's. I don't care, Bro, ob es in der Bibel steht. Ich will wissen, ist die Inkarnation, wie du sie glaubst, logisch kohärent? Und wir sind zu einem Punkt gekommen, wo sie, okay, dann begründe es. Wie kann es sein, dass Jesus, als er hier auf der Erde war, 2 Personen ist, weil du hast noch ein zusätzliches Dilemma mit in die Diskussion gebracht, und dann zur selben Zeit auch noch Eigenschaften hat, die sich widersprechen. Verstehst du, wenn ich sage, ich bin allwissend, das heißt, ich habe Wissen über alles. Weißt du, was das bedeutet, Antonio? Das bedeutet, ich habe eine Art von Wissen, was nicht aus Unwissenheit kommt, weil ich lernen muss. Ich habe eine Art von Wissen, was nicht in Vergessenheit gerät, weil das passiert bei Menschen. Okay. Ich habe Wissen über das, was vergangen ist. Wissen über das, was jetzt geschieht. Wissen über das, was in der Zukunft ist. Und Wissen über das Potenzial. Das bedeutet, Gott weiß auch, was hätte Antonio gemacht, wenn er heute nicht den Stream betreten hätte. Diese Art von Allwissenheit ist unvereinbar mit dem Satz, ich weiß etwas nicht. Und das glaubst du. Und das widerspricht den Gesetzen der Widerspruchsfreiheit. Ja, das kommt immer drauf an, wie man halt die Bibel steht. Das ist klar. Aber das ist jetzt die Debatte. Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Die letzten das, 10 das kommt ja immer drauf an, wie man a priori zur Bibel steht. Das ist ja klar. Es gibt Leute, okay, die sagen, stehst du dazu? Ich glaube jedes einzelne Wort, von 1. Mose bis Offenbarung. Es geht jetzt darum, was dein logischer Zugang zur Inkarnation ist. Ja, weil mein logischer, ich kann dir auch nicht alles beantworten, Sertac. Die Sache ist. Ja, aber Antonio, du hast bis jetzt gar nichts beantwortet. Hand aufs Herz. Die Fragen, die du beantwortet hast, haben zu einem Dilemma geführt. Ja, deine Meinung, meine Meinung. Aber ich hätte noch mal eine Frage. Ich mache mal noch einen drauf. Darf ich? Ich gehe nicht mehr auf Fragen ein, sorry. Dann Mustafa, darf ich dich mal fragen? Antonio, ganz ruhig. Wir haben einen weiteren Gast, wollte ich nur mal kurz in die Runde bringen. Ein Christ, ein aramäischer Christ, also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich kann den jetzt reinholen und dann machen wir die Diskussion auf. Oder wollt ihr noch ein bisschen mit Antonio und Costa plaudern? Rein damit. Wenn Antonio oder wenn Costa nichts mehr zu sagen hat, nehme ich dich raus. Weil ich hätte gern Aktivität.
Ah, nicht danke. Vergessen. Ja, Antonio, yes. erzähl. Costa. Ist Costa erzähl noch mal. Da? Okay, ganz super. Ja. Ist Costa ja. noch da? Ich gebe ihm mal Backstage, weil ich denke, er ist AFK. Und wenn ihr Bock habt, hole ich jetzt direkt den nächsten Gast rein. Oder macht es noch ein bisschen mit Antonio weiter. Sehr, sehr gut. Nee, der ist gerade gar nicht da. Der war gerade noch da. Antonio, dann muss ich ihn. Hau mal raus, du, was du sagen willst. Ja, darf ich nochmal meine Frage raushauen? Wo ist denn der hingegangen? Okay, Jesaja 40,3. Hier steht, die Stimme eines Rufenden, in Klammer ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Hier ist Großbuchstabe Gott, also Jahwe. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Um wen geht es hier? Jesaja 40,3. Mhm. Einen Moment, das muss ich mir erstmal hier vor Augen Bro, finden. Es ist immer dasselbe. Wir werden sagen Gott, der wird sagen, ja genau, das ist Jesus Christus. Also so ist es ist ja immer dasselbe Muster. Ja, aber hier steht es doch schwarz auf weiß geschrieben, Satan. Wo steht das schwarz? Weißt du, was schwarz auf weiß bedeutet? Hier steht Zeig Gott, mir. Hier steht der Herr. Okay, wieso ist das? Soll das Jesus sein? So, ja, genau. Ich erzähle es dir gleich. Damit hast du. Nein, ich gehe gar nicht drauf ein. Haben wir einen neuen Gast? Ja, weil du keine Antworten hast. Savage. Ja, das ist halt so. Wenn man sich halt nicht mehr bewegen kann, dann ja, holen wir einen neuen Gast. Ja, wir sind in einem Dilemma, richtig. Ja, so ist es. Du hast ja nicht mal, du hast ja selber 10 Minuten gezögert auf die Frage, war ja, Jesus genau. eine Person oder zwei ich Personen? Weiß ich auch nicht, aber du hast mir auch ein paar Antworten. Das Ding ist, du bist unehrlich, Antonio. Und mit unehrlichen Menschen macht es macht keinen Sinn zu diskutieren, verstehst du? Weil du antwortest immer aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, weil du nichts Falsches sagen willst, weil deine Glaubensgeschwister dich sonst tadeln würden. Aber auf der anderen Seite willst du die Diskussion nicht verlieren. Es geht hier nicht darum, Diskussionen zu verlieren. Es geht hier darum, ehrlich zu sein und das zu artikulieren, was man glaubt. Und das tust du hier nicht. Deswegen ist das reine Zeitverschwendung. Und du willst hier nur predigen. Seien wir uns ehrlich, Antonio. Du willst hier nur predigen. Nein, ich bin hier nicht zum Predigen, nicht zur Debatte. Okay, aber dann musst du auch auf Fragen eingehen, die wir stellen. Ja, habe ich dir doch. Nein, du kannst mit Bibelversen. Welche Frage habe ich dir denn nicht beantworten? Ich kann dir, guck mal, wenn wir die Frage, hier über die Gottheit, warte mal ganz kurz, Herr Tatsch. Wie kann es sein, dass Jesus allmächtig war und schwach war? Wie bringst du diese beiden zusammen? Du hast bis jetzt keine Antwort. Ich habe dir doch gesagt, Herr Tatsch. Nicht Bibelverse bringen. Bring mir einen logischen Zugang, wie du in einer Person Allmacht und Mangel an Macht vereinst. Aber wir haben, wir haben doch einen Leitfaden, es ist die Bibel. Und meine Logik widerspricht deine Logik. Und deine Logik widerspricht meiner Logik. Deswegen ist mein Leitfaden. Wie determiniert sich deine Logik durch die Bibel, richtig? Genau. Ja, gut, dann hat sich die Sache erledigt. Ja. Weil die Bibel ist kein Logik. Ja, aber wenn du. Und die Bibel ist Philosophie. Die Bibel ist keine Anleitung für logisch kohärente Argumente. Das ist sie. Ja, was ist denn? Du verstehst weder die Frage, noch hast du eine Antwort auf die Frage. Und deswegen macht das Ganze keinen Sinn. Ich stelle dir noch eine Frage. Ja. Jesus ist vollkommen Gott, richtig? Und vollkommen Mensch. Bevor die Inkarnation stattfand, war er da auch vollkommen Mensch? Wohl nicht, nein. Okay, das heißt, er war vollkommen Gott zu einer Zeit. Ja. Okay. Kann Gott sein Wesen verändern? Das heißt, kann er eine Veränderung durchgehen in seinem Wesen? Nicht Handlungen. Ja, er kann Dinge tun und nicht tun. Dafür kann er sich entscheiden. Aber kann er sich verändern? Satan, Gott ist allmächtig. Er kann alles. Oder gibt es irgendwas, was Gott nicht kann? Nee, schau mal. Okay, das heißt, aus deiner Sicht, Gott kann auch entscheiden, nicht zu existieren, richtig?
Diese Frage stellt man nicht. Ich meine, diese Frage stellt sich doch nicht. Ich frage mich doch auch nicht, wie riecht Blau auf der Nee, du sagst, dein Also, du Verständnis kannst doch von nicht Gott kann sagen, alles tun, dein Verständnis von Gott kann alles tun, ja, ist, er kann auch entscheiden, nicht zu existieren. Diese Frage stellt sich für mich nicht, Sertac. Das ist halt jetzt. Ich stelle die Frage hier. Ich stelle die Frage. Sag, du hast keine Antwort? Ich habe keine Antwort. Okay. Das heißt, was ist jetzt nach diesem agnostischen Zugang deine Definition von Gott kann alles? Das heißt, er kann alles, aber ich weiß nicht, ob er alles kann. Oder wie soll ich das verstehen jetzt? Sertac, Gott, man kann doch nicht die Existenz Gottes irgendwie hier in Frage stellen. Das ist eine Frage, die für mich absolut keinen Zugang und keinen Ausgang hat. Sorry. Nochmal. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich habe dich gefragt, kann Gott sein Wesen verändern? Sein Wesen, nicht Handlungen. Ja, du hast gesagt, ja, Gott kann alles. Okay, kann Gott entscheiden, nicht zu existieren? Du sagst, du weißt es nicht. Okay, er kann alles, Sertac, aber diese Frage ist, also die höre ich okay, zum ersten Mal in meinem Leben. Okay, dann wegnest du den Weg zum Atheismus. Was ist dann der Unterschied zwischen deinem Glauben und dem Atheismus? Kann Gott entscheiden, mein einen zweiten Glaube Gott ist, zu erschaffen? Dass ich 100% weiß, dass es Gott gibt und diese Frage, also da habe ich keine Antwort drauf, Sertac. Also so eine Frage ist mir nie begegnet in meinem Leben. Also, ja, deswegen bist du bei was glaubst du? Okay, genau. Wenn ich dir sage, ja. bedarf ein perfektes Wesen einer Veränderung? Wenn etwas perfekt ist, stell dir vor, das perfekte iPhone. Es ist so perfekt, es gibt einfach keinen Mangel. Sertac, guck mal, das ist so. Bedarf das irgendeiner Veränderung? Natürlich, Sertac, guck mal, das ist so. Er hat es ja gemacht, weil Gott in sich ja eine Eigenschaft von vielen Eigenschaften Gottes laut dem Christentum ist, dass Gott die Liebe ist. Ja? Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, ich weiß und nicht. Deswegen, und deswegen... Und deswegen ist ja Gott Mensch Antonio? Geworden, um uns zu retten. Ja? Wer ist Antonio, Antonio, ja? Du kriegst gleich wieder das Wort. Ich würde dir gerne einen weiteren Kollegen an die Seite geben, einen weiteren Christ. Das heißt, wir haben drei Christen. Aber ich erwarte mir, dass Costa sich wieder zu Wort meldet, weil so lange Abstinenz sein ist nicht gut. Herzlich willkommen, Mertem. Mertem, herzlich willkommen. Ja. Hallo, freut mich, in der Sendung zu sein. Ich glaube an Jesus, ich bin Christ, genau. Grüß dich, Mertem. Bist du zum ersten Mal dabei? Genau, das erste Mal. Also ich habe mir schon einige Sendungen angeschaut, aber jetzt das erste Mal dann quasi in der Sendung auch mit dabei. Ne? Okay, herzlich willkommen, okay. Mertem. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Kurze Sache. Ich war gerade leider ganz kurz weg. Der Moderator kann entscheiden, Sertac, Moderator. Kann ich was zu dem Punkt von gerade sagen? Was noch Antonio betrifft? Wir haben eine offene Diskussion. Nee, wir haben eine offene Diskussion. Wenn es passt, passt. Mertem, kannst du ja auch danach deinen Punkt bringen. Also genau. Ich habe dir eh versprochen, dass du heute zur Redezeit kriegst. Weil ich finde, auf die Frage von Sertac hat Antonio gar nicht mal falsch reagiert. Sertac hat ihn gefragt, kann Gott entscheiden, nicht zu existieren? Und diese Frage war für Antonio absurd. Und seine Reaktion war so, hä? Was ist das für eine Frage? Wieso stellt sich diese Frage? Also Gott existiert. Richtig, Antonio, diese Reaktion ist richtig. Warum ist diese Reaktion richtig? Weil so etwas Gott nicht gebührt, so eine Frage zu stellen überhaupt. Gott ist allmächtig. Gott existiert. Und diese Frage zu stellen, gebührt seinem Wesen nicht. Das ist logisch widersprüchlich. Das ist so wie die Frage, kann Gott einen Felsen erschaffen, den er nicht heben kann. Dann will man auf diesen Widerspruch eingehen. Aber es ist kein Widerspruch, weil es logisch keinen Sinn macht, so eine Frage zu stellen. Worauf Sertac hinaus möchte, ist, dass Christen viele Dinge beantworten, wenn sie nicht weiterkommen, weil es logisch keinen Sinn macht. Logisch keinen Sinn macht, kommen dann Christen mit dem Punkt, Gott ist allmächtig, Gott kann alles machen und er kann auch eben diese Probleme mit der, er ist Mensch und Gott zugleich und er ist gestorben oder egal welches Thema, egal welches Dilemma man aus der christlichen Theologie anführt, dieser letzte Ausgang von Christen ist immer, Gott ist allmächtig, er kann alles. Aber Gott
macht nicht alles. Es gibt Dinge, die seinem Wesen, seiner Gottheit nicht gebühren, die Gott nicht macht, um die, überhaupt die Frage zu stellen, unlogisch ist. Genauso wie die Frage unlogisch ist, kann Gott einen Felsen erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann, ist es genauso unlogisch zu behaupten, dass Gott in einem dass Gott sich in einem Menschen inkarniert hat und auf die Welt gekommen ist. Dass Gott Blut braucht, ein Menschenopfer braucht, um vergeben zu können. Und es macht keinen Sinn, jedes theologische Dilemma mit der Aussage aus dem Weg zu gehen, Gott ist allmächtig. Es gibt einfach manche Dinge, Antonio, und deine Reaktion hat das gerade sehr schön gezeigt, und das war eine ehrliche Reaktion. Du hast diese Frage, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Genauso machen diese Dinge für Gott in seiner Perfektion, das ist nämlich das, worauf ich heute auch eingehen wollte, in seiner Perfektion macht das keinen Sinn, dass Gott so etwas macht. Und das ist das Argument, Antonio. Deswegen kommst du da nicht raus mit, Gott ist allmächtig. Weil wenn wir dieses Argument, Gott ist allmächtig, anführen, dann kommen so Absurditäten dabei heraus, wie die Frage, kann Gott entscheiden, nicht zu existieren? Es ist genauso eine absurde Frage, wie manch theologische Punkte aus dem Christentum. Ja, Mustafa, aber guck mal. Ich habe jetzt zwei Fragen gestellt, die eindeutig beweisen, dass Jesus Gott ist. Und da wurde mir ausgewichen. Ja. Einmal Johannes 1,3, der Tatsch hat gesagt, er hat keine Antwort drauf, das war ehrlich und das respektiere ich total. Dann habe ich die Frage gestellt, Jesaja 40,3, wer ist da gemeint? Wer ist denn da gemeint? Ich sagte, wer da gemeint ist. Johannes der Täufer, der Gott den Weg geebnet hat, was in Jesaja prophezeit wurde. Und ich kann weitermachen. Ich meine, wenn wir hier mit Logik kommen, da hast du deine Logik, und ich habe meine Logik. Und dann kommen wir nicht in einen Konsens. Nein, das ist eben nicht. Logik ist etwas Universelles. Du kannst nicht sagen, ich habe meine Logik, du hast deine Logik. Es gibt die Gesetze der Logik, die gelten in unserer Welt. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe meine Logik. Ich kann auch nicht sagen, für mich ist 1 plus 1 3. Das geht auch nicht. Nee, das ist eine gelernte Sache. Das kannst du auch nicht vergleichen, Mustafa. Für dich ist logisch, dass, keine Ahnung, was weiß ich, 1 plus 1, 3, 2 ist, und für mich ist das natürlich auch, aber in anderen Punkten unterscheiden wir uns halt eben. Nein, Logik. Und dann ist dann nochmal eine Frage. Ich habe dann nochmal eine Frage gestellt. Universelles. Es gibt nicht meine Logik und deine Logik. Logik ist nichts Subjektives. Ja, aber guck mal, Mustafa, weißt du, wir tun hier die Gottheit Jesu. Okay, hier, pass auf, bevor wir uns zu intensiv, Antonio, Logik ist universell. Da stimmst du uns zu. Mhm. Wenn ja, gehen wir zum nächsten Gast. Weil Mertem ist da, und ich würde mal Mertem auch gerne in die Diskussion reinbringen. Und wenn Costa und Antonio sich gerne wollen, auch partizipieren, also wenn ihr gerne da teilnehmen wollt, einfach reingrätschen. Aber ich will, dass alle Gäste ein bisschen ähnliche Redezeit haben. Also, Mertem, okay, erzähl mir los. Du kurz. Ja, leg los, ja, genau. Ja, hi, also quasi habe ich jetzt Redezeit, oder? Ja, erzähl mal kurz, worum es geht. Worum ja, du genau, glaubst, also ich habe jetzt auch deine Perspektive. Genau. Ja, ich habe jetzt auch hier zugehört. Ich bin also genau wie Costa und Antonio auch ganz normal Christ. Glaube an die Trinität, also jetzt nichts Spezielles. Und ich muss sagen, also jetzt zu dem, was Mustafa zuletzt gesagt hat, dass ja quasi Logik universell ist, das stimmt ja zwar, aber ich meine jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Wunder in der Bibel anschaut, die sind ja, oder generell jetzt auch im Koran, die sind ja auch nicht logisch, dass jetzt zum Beispiel Moses das Meer spalten konnte. Das ist ja, das spricht ja gegen jede Logik. Und, nein, das ist nicht unlogisch. Das ist naturwissenschaftlich vielleicht nicht nachvollziehbar oder naturwissenschaftlich nicht erklärbar, aber es ist logisch. Warum ist es logisch? Gott ist allmächtig. Gott hat zu allem die Kraft und kann seinem Propheten so etwas ermöglichen. Das ist logisch. Das ist nicht unlogisch. Okay, dann aber eine Frage. Glaubst du, dass komplett alles logisch ist und dass du dir alles mit deinem Verstand selber erklären kannst, also auch, wie Gott unendlich sein kann, ist das logisch, oder? Es gibt, schau mal, es gibt Dinge, Mertem, die liegen, also im Islam ist es so, es gibt Wissen, was im Verborgenen liegt. Elmul Raib nennt sich das. Etwas, was im Verborgenen liegt, können wir nicht nachvollziehen. Ich kann dir nicht sagen, wie ein Engel aussieht. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Es bringt auch nichts, dass man irgendwelche Engelskulpturen haut oder irgendwelche Engel in irgendwelchen Kapellen irgendwie abbildet. Wir wissen nicht, wie Engel aussehen. Wir wissen das nicht. Ja, genau, aber meine Frage war, gibt es denn deiner Meinung nach nichts, was unlogisch ist? Also
gab es nie irgendwas, wo du dir selber gesagt hast, okay, das macht eigentlich keinen oder ist unlogisch? In Weil. Bezug auf was denn? Ich denke mir das bei der Trinität, doch, gibt Ja, es. weil Bei der Trinität denke ich ich mir das meine ist unlogisch, jetzt beispielsweise. in Bezug zum Beispiel zum Islam, also Fragen, die du dir einfach nicht beantworten kannst. Du sagst ja, es ist universell alles logisch, aber es gibt ja viele Dinge, die man Es ist irgendwann einfach. wichtig, ja, also Mertem, erstmal herzlich willkommen. Wir müssen hier, also die Diskussion müssen wir noch 3, 4 Schritte zurückziehen, um mal bei den Grundlagen zu beginnen. Eine Frage nicht zu beantworten zu können, bedeutet nicht, dass sie unlogisch ist. Auch Dinge, die im Verborgenen sind, wo wir die Elemente nicht zur Gänze verstehen, im christlichen Kontext würde man Mysterium dazu sagen, ist auch nicht etwas, was logisch falsch ist. Ein pinker Elefant ist kein Widerspruch. Es ist nicht in der Natur möglich, einen pinken Elefanten vorzufinden. Was ein Widerspruch ist, ist ein dreieckiger Kreis. Weil das so etwas gibt es nicht. Was ein Widerspruch ist, ist ein Nicht verheirateter so etwas Junggeselle. gibt es nicht, so etwas kann es nicht geben. Aber das ist ja nur Ein Widerspruch nach wäre, unserem wenn du, Verstand. Wunder, Wunder, weil du erwähnt hast, Moses hat das Wasser geteilt. Ein Widerspruch wäre es, wenn man sagt, Moses hat das Wasser geteilt und zur selben Zeit hat Moses nicht das Wasser geteilt. Das wäre ein logischer Widerspruch. Aber es ist kein logischer Widerspruch, dass Gott, der allmächtig ist, Naturgesetze entkoppelt. Das ist kein logischer Widerspruch. Deswegen muss hier eine Unterscheidung gemacht werden zwischen dem, was ist möglich und was ist ein logischer Widerspruch. Aber auf was genau willst du hinaus? Ja, ich sag mal, also die erste Frage, die ich hätte, ist, ihr fragt ja eigentlich immer nach quasi Stellen in der Bibel, ob Jesus Gott ist oder nicht. Also es gab ja gerade schon eine Stelle von Antonio, die ja, wo du ja auch keine Antwort drauf hattest. Aber meine Frage jetzt an euch, glaubt ihr denn, dass man aus der Bibel nicht beweisen kann, dass Jesus Gott ist, dass es da keine Stellen gibt? Schau mal, wir haben heute den Zugang, dass wir mal logisch vorgehen wollen und schauen wollen, macht es Sinn, dass Gott überhaupt Mensch ist oder Mensch werden kann? Das ist der Zugang. Deswegen habe ich zu Antonio gesagt, gut, Aber dass man das hier aus der Bibel belegen ersparen wir kann. uns diese ganze Diskussion, ist laut Bibel Jesus Gott oder nicht? Gehen wir den Schritt weiter. Okay, sagen wir, die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Ist diese Inkarnation, wie es heißt, logisch schlüssig? Das ist unser Zugang. Und da hat Antonio bis jetzt keine Antwort darauf gegeben. Und ich weiß ja, dass er keine Antwort hat. Und das ist das Element, was ich auch einfach unehrlich finde, dass man das nicht zugibt. Sondern es geht Nein, darum, danke. dass man sagt, wie kann es sein, dass in einer einzigen Person sich ausschließende Eigenschaften vereinen? Genau wie wir vorhin gesagt haben, es ist genauso wie es einen verheirateten Junggesellen nicht geben kann. Weil ein Junggeselle ist per Definitionem unverheiratet, kann es nicht sein, dass in einer Person wir die Eigenschaft der Allmacht haben und der Schwäche haben. Das ist unmöglich. Ja, aber Serdar, Verstehst du? guck mal, ich hatte doch die Frage, sorry, wenn ich jetzt noch mal Ja, reinschicke. ich weiß, Johannes 1, Vers 3, ich weiß Nein, schon. nein, 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 nein. Wir können auch noch mal, wie gesagt, Gott hat es deswegen gemacht, weil er uns liebt. Und das ist natürlich nicht euer Zugang, ja. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das sehen wir doch, dass es keine andere Möglichkeit gab, als der Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Er Ich hat gebetet. hinterfrage echt deine Intention, Antonio. Was ist, also, wieso kommst du jetzt auf diese Predigermodus? Nein, ich habe keine Wir sprechen noch Prediger. immer über das, was wir vor einer halben Stunde begonnen haben. Ja, aber Und weißt du, ich kann dir halt eben, du kommst ich kann mit, der dir halt. Vater hat seinen Sohn gesendet, weil er ihn so liebt. Ich meine, wie oft sollen wir das noch durchkauen? Für die Ja, Zuschauer also ist weißt es ja du, auch schon langweilig geworden. aber guck mal, Sertac, du sagst, okay, alles klar, die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Und dann gehst du weiter, ja, jetzt kommen wir mit Logik. Wenn du einen Christen fragst, für ihn ist das logisch. Wenn du einen Atheisten fragst, für ihn ist das Okay, dann frage unlogisch. ich, nein, was hat denn das? Ich frage dich als Christ, du sagst, es ist logisch. Dann Ja. erklär mir, wie das möglich ist. Die Modalität davon will ich wissen, wie es sein kann, dass in einer einzigen Person wir Eigenschaften haben, die sich widersprechen. Zum Beispiel. Zum Beispiel Allwissenheit.
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Vielleicht können wir hier ein bisschen ausholen. Du glaubst, Jesus ist allwissend. Wie kann es sein, dass er dieselbe Person unwissend war? Man kann wissend sein und unwissend. Das sind ja wir Menschen. Wir können Wissen über etwas haben und zeitlich können wir dann auch Dinge vergessen. Wir können anlernen. Aber etwas, das allwissend ist, kann nicht ignorant sein über etwas. Ja, und was ist Nein, Leute, Frage? Keine Sorge. Keine Sorge, ich bekomme keinen Wutanfall. Ja, bitte, Antonio. Ja, wir haben Prophezeiungen von Herrn Jesus, die sich genau erfüllt haben. Schau das an. Zum Beispiel also, die Zerstörung des. Ich bin auch stumm. Antonio, warum? Mich würde eine Sache interessieren, warum sagst du eigentlich nicht die ganze Zeit Herrn Jesus? Ich dachte, er ist der Sohn, der Herr. Für mich der ist Vater. Es der Herr. Herr Jesus, sagst du? Ja, also sagen wir Christen. Weil jeder wiedergeborene Christ sagt Herr Jesus. Okay, okay. Und da haben wir natürlich eine Prophezeiung, wo sich so eindrücklich erfüllt hat. Wir haben Endzeitrede Jesu, wo wir vor unseren Augen sich erfüllen sehen. Ja, und jetzt kommen die Moslems. Ja, warum hat er mir nicht gesagt, den genauen Zeitpunkt? Ja, das weiß ich nicht. Da muss ich auch passen. So wie du auch vorhin gesagt hast. Aber wir können auch nicht die ganzen anderen Dinge außer Acht lassen. Er sagt zum Beispiel, ich habe das Leben, ich nehme mir das Leben und ich gebe auch das Leben. Wer kann denn Leben geben? Hier geht es doch um die Frage der Gottheit Jesu. Und wir haben alle Eigenschaften der Gottheit im Herrn Jesus vor unseren Augen gesehen, vor 2000 Jahren. Und da lesen wir in der Bibel. Und dann können wir doch nicht mit Logik kommen. Ja, dann erzähl mir doch, wie kann ein Aussätziger geheilt werden? Wie kann ein Blinder geheilt werden? Ja, wo ist da die Logik? Ich hab einen sehr entscheidenden Kommentar gelesen, deswegen würde ich jetzt gerne auf Mertem eingehen. Mertem, hast du eine Antwort auf diese Frage, die wir hier thematisieren? Ja, also kannst du die Frage nochmal genau definieren? Gerne, gerne. Es geht darum, dass oder sagen wir mal so, beginnen wir so. Würdest du dem zustimmen, dass nicht alles, was logisch ist, wahr sein muss, aber damit etwas wahr ist, muss es logisch kohärent sein? Würdest du dem zustimmen? Ich würde dem zustimmen, nur ich würde da noch was ergänzen. Und zwar, dass Logik ist ja nicht etwas, also nur weil etwas für einen, sag ich mal, Menschen gerade nicht logisch ist, heißt es nicht, dass es aber in, also nur weil jetzt du zum Beispiel mir erklärst, 5 plus 5 ist 10, aber ich beispielsweise noch vielleicht 4 oder 5 Jahre alt bin und das nicht verstehe. Also was ich sagen will ist, man muss ja nicht immer etwas, was gerade vielleicht als logisch rüberkommt, es muss aber nicht heißen, dass es unlogisch ist. Nur weil man es gerade vielleicht noch nicht versteht. Okay, das ist ja das sehr guter Punkt. Das ist ja, was du sagst. Das, was du sagst, ist ja ein augenscheinlicher Widerspruch, ein scheinbarer Widerspruch. Es sieht nur so aus, als wäre es ein Widerspruch, aber in Wirklichkeit ist es kein Widerspruch. Genau. Ja, also wenn man etwas nicht versteht, wenn das Wissen fehlt, heißt es nicht, dass es falsch ist. Genau. Richtig. Aber richtig, wir reden jetzt von einem tatsächlichen Widerspruch. Genau. Das heißt, unsere Frage ist, ein scheinbarer Widerspruch ist ja dazu da, weil wir einen Mangel an Wissen haben. Wenn wir diese Lücke an Unwissenheit füllen würden mit Wissen, okay, dann wäre es kein augenscheinlicher Widerspruch mehr. Dann könnten wir diese Lücke füllen und wir würden sehen, hey, es ist kein Widerspruch. Wir könnten feststellen, dass es kein Widerspruch ist. Und diese Lücke an Informationen, das ist die Frage, die wir stellen. Das heißt, wie erklärt man sich, dass hier widersprüchliche Eigenschaften sich in einer einzigen Person zusammenfinden. Das ist ja der Punkt, den du hast ja auch gerade erklärt, auch im Islam gibt es ja Dinge, die im Verborgenen sind. Also es wurde ja auch, also Jesus selber, oder es ist ja auch so, dass nicht alles, was zum Beispiel Jesus getan hat, dass es niedergeschrieben worden ist und nicht alles, was, sag ich mal, also wir Menschen, es ist ja nicht für uns bestimmt, alles zu wissen. Das, was uns an Informationen gegeben worden ist, das reicht uns ja theoretisch. Und also absolut richtig. Also da bin ich voll bei dir. Das heißt, du sagst, Gott offenbart nicht alles von sich. Richtig.
Aber, und jetzt kommt's, du glaubst aber auch, dass er definitiv keinen Widerspruch offenbaren würde, richtig? Richtig. Warum? Jesus selbst sagt, du sollst, höre Israel, unser Herr ist ein einziger Gott. Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Verstand, sagt er, richtig? Richtig. Das heißt, mit ganzem Verstand, wie stellst du das an, dass du Dinge, die behauptet werden über Gott, auf den logischen Prüfstand stellst und schaust, okay, Gott hat mir diesen Intellekt gegeben. Wenn ich jetzt gar keine Offenbarung hätte, ist das der erste Schritt, den ich gehe, um zu sehen, kann das überhaupt von Gott sein? So, das heißt, du hast dieses Werkzeug von Gott dir gegeben, damit du falsche Lehren von wahren Lehren unterscheiden kannst. So, wenn du das jetzt hast und wir bringen dir so einen Widerspruch, indem wir sagen, hey, Mertem, schau mal, du glaubst an Gott, ja, und dieser Gott ist allmächtig, ja, aber du glaubst ja auch, dass er Schwächen hatte, dass er einen Mangel an Wissen hatte, dass er nicht wusste, ob der Feigenbaum dort Früchte trägt, dass er nicht wusste, wann der jüngste Tag ist, dass er schwach war, dass er abhängig war, dass er wie jeder Mensch essen musste, dass er Stuhlgang gehen musste. So, das sagen wir, widerspricht den göttlichen Eigenschaften. So, das ist jetzt der Widerspruch, das ist unser Argument. Ja, aber es steht ja Wenn auch du jetzt geschrieben, dass er sagst, die Göttlichkeit abgelegt hat, ne? Also er ist ja Mensch geworden und er hat ja quasi das Leben eines Menschen geführt. Er hat ja nicht quasi auf der Erde irgendwelche, sag ich mal, Sonderprivilegien gehabt als andere. Das ist ja der Sinn. Das ist ja das. Er ist ja quasi gekommen, um das. Die Gesetze, die damals den Juden gegeben worden sind, die sind ja. Er ist ja quasi auch unter dem Gesetz geworden, um das alles zu erfüllen, um selber. Also nur dadurch, dass er das Ganze erfüllen konnte, konnte er ja auch quasi sündlos sterben. Sonst, wenn er Okay, das heißt, beispielsweise jetzt, Gott würde ja du nicht hungern, glaubst wenn er nicht, dass er. jetzt, also wenn zum Beispiel jetzt Jesus nicht hungern müsste, weil er Gott ist oder nicht büßen müsste, dann könnte er ja auch quasi statt 40 Tage 400 Tage fasten. Aber er hat ja, also alles, was er gemacht hat, war ja, also er war ja ein Mensch. Deswegen hat er ja auch Okay, nicht, er war Mensch, da stimmen wir zu. War er auch Gott für dich? er war Gott, aber es steht ja geschrieben, er hat die Genau Göttlichkeit das ist das abgelegt. Dilemma, Mertem. Also, Da kommen wir zu dem Punkt, wo wir dann sagen, okay, Mensch, da gehen wir voll mit, weil alles spricht dafür. Alles spricht dafür, dass er ein Mensch war. Das kann niemand leugnen, das tun auch Christen nicht. Aber dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, er ist Gott, dann genau dann entsteht dieses Dilemma, dass man sagt, man hat in dieser einen Person Eigenschaften, die sich widersprechen und Gott widerspricht sich nicht. aber das ist ja der Punkt, wo ich sage, das ist einfach das, was wir nicht verstehen. Also es ist nicht unlogisch. Also es ist einfach nur, dass man es nicht versteht. Und das ist ja, ich weiß, Nee, also das wäre beispielsweise. das wär ein Mysterium. Das wäre zu sagen, wir verstehen. Zum Beispiel, wir können nicht fasten, wie Engel aussehen. Das ist etwas im Verborgenen. Das ist aber kein Widerspruch, dass Engel jetzt existieren. So. Aber Widersprüche sind klar ersichtlich. Kann es einen dreieckigen Kreis geben, Merton? Laut meinem Verstand nicht. Aber Kann es einen ja. verheirateten Junggesellen geben? Also jemand, der verheiratet und nicht verheiratet zur selben Zeit am selben Ort ist. Kann es so etwas geben? Nee, wie gesagt, laut meinem Verstand nicht, nein. Okay, anderes Beispiel. Kann dieses Handy in meiner Hand existieren und nicht existieren zur selben Zeit? Ja, wieder, wie gesagt, nein. Also nach meinem Okay, Verstand nein. Aber perfekt. ja. Okay, kann es eine Person geben, die in sich Allmacht trägt und schwach ist? Wenn man jetzt versucht, da wirklich rein logisch ranzugehen, klingt es erstmal unmöglich. Aber das ist ja der Punkt, wo es dann, wo man sich dann quasi von dieser Logik her dann, sag ich mal, es geht ja auch um Glauben, ne? Es ist ja nicht etwas, was man, also für mich ist Glaube Ja, aber nicht es etwas, geht was um ich. begründeten Glauben, weil Okay. sonst müssen wir uns den Aber Vorwurf anhören, kann dass ich dir wir was fragen? blinde Gläubige sind. Kannst du Aber denn das sind wir ja verstehen, nicht. kannst du denn mir erklären, wie Gott ist, seine Eigenschaften, wie, also wie, oder wie, generell, wie hat Gott die Erde erschaffen? Wie stellst du das vor? Also, das ist ja auch etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Ja, Wie das hat. ist es. Wir können es uns nicht vorstellen, aber es ist kein Widerspruch, dass ein allmächtiger Gott all diese Dinge erschafft. Okay, Die aber ist ja logisch, Vorstellung dass darüber, das behaupten wir gar nicht. es Aber werden die kannst du. ganzen zwei Dinge durcheinander gebracht, Merton. Guck mal. Etwas nicht zu verstehen, etwas nicht zu wissen, ist kein Widerspruch und stellt auch kein Problem dar. Wir wissen viele Dinge nicht und es kann auch sein, dass wir einige Dinge nicht verstehen. Aber ein Widerspruch, ein tatsächlicher Widerspruch, ist nicht möglich. Deswegen heißt es Widerspruch. Aber es ist ja nur,
weil unser jetziger Verstand das nicht greifen kann. Ich will nur ein Beispiel jetzt. Ich glaube, so vielleicht, wenn man jetzt 100 Jahre zurückgehen würde, könnte man sich auch niemals vorstellen, dass wenn ich jetzt quasi A sage, dass man das 1000 Kilometer entfernt dann auf Das ist einmal. aber kein Widerspruch. Wie gesagt, das Aber, ist fehlendes Wissen. genau. Ja, aber Aber Leute, was ist, wenn man, was ist, wenn. darf ich mal Ja. kurz eine Frage stellen? Warum verlassen wir jetzt gerade hier komplett die Bibel? Weil wir sind gerade genau beim Thema, das passt schon. Also, wir wollen ja auf etwas hinaus, Also Antonio. das Also, passt eben nicht, Mustafa. ja, das Weil hast du ja wir jetzt, gehen also hier wir auf wollen ja mit den menschliche, Werten zusammen auf etwas hinaus. auf menschliche begrenzte Logik, ja. Und der menschliche Verstand ist einfach begrenzt. Der eine hat mehr Wissen, Okay. der andere hat weniger Okay, Wissen. dann habe ich eine Frage. Der Physiker hat, er kann dir Sachen erklären, wo für den Nichtphysiker komplett unlogisch sind und nicht versteht. Wir brauchen doch einen Leitfaden. Und wir Das haben heißt, doch um da, ein Christ warte sein mal zu ganz können, kurz, muss ich meinen Verstand Mustafa. abschalten? Das heißt Und wir also, um haben ein doch Christ hier, sein zu wir können, haben muss ich meinen ganz kurz, Verstand Mustafa, abschalten? darf ich mal ausreden? Und wir haben doch hier ein christliches Thema. Und jetzt kommen wir hier von einer anderen Schiene mit der menschlichen Logik. Also wir verlassen hier komplett die Bibel. Und Ja, ja, das Thema heute ist ja nicht die Leute. Bibel, Antonio. Ja, Wer aber sagt die denn, dass wir Gottheit bei der Bibel Jesu, bleiben müssen? wie willst du denn die Gottheit Jesu denn beweisen? Mit irgendeinem Geschichtsbuch oder mit irgendeinem Kochbuch oder wie? Ja, danke. Antonio, genau das ist das Problem. Das ist auch der Grund, warum Sertac vorhin gesagt hat, bei der Bibelstelle, ich weiß es nicht, nicht weil er es nicht weiß, dieses Thema haben wir schon in anderen Streams behandelt, diese Bibelstelle, sondern er sagt es, er hat das gesagt, dass er das nicht erklärt, weil er das nicht erklären will, weil das nicht Nee, unser Thema ist. er hat gesagt, er Das ist nicht weiß unser es nicht. Thema. Nein, Das ist nein, nicht nein, unser Mustafa, Thema. er hat gesagt, er weiß es nicht. Weil Genau. mit diesem Bibelvers kriegst du jeden Moslem, kriegst du jeden Zeuge Jehova, der die Trinität nicht glaubt. Und wenn du mit dieser Antonio, Bibelstelle kommst, das Thema heute kriegst ist du okay. jeden. Schau Jeden. mal, Okay, können wir festhalten, Antonio, dass jeden. anhand der Bibel Da, Jesus wirklich. Christus. Also wie gesagt, ich habe den Zertas nochmal. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt zum 100. Mal. Wer hat die Welt erschaffen? Antonio, das So, ist gerade nicht laut das Thema. Bibel, Guck mal, Gott ich habe dich hat jetzt selber ausreden auch lassen, aber gesagt, guck mal, in der Bibel sagt, Jesus hat sie geschaffen. du hast mich mitten im Gedanken, mitten in unserem Gedankengang, den wir Ja, gemeinsam weil mit er Menschen das, aufgebaut er haben. vergiftet das Gespräch, Achie. Er Ja, vergiftet das wir Gespräch. haben Ja, das sehe gemeinsam ich. einen Weil Mertem zuhört, Gedankengang aufgebaut. Mertem ehrlich ist und die richtigen Fragen stellt. Was Antonio Okay. tut, er hängt sich an sein Johannes 1, Vers 3. Ja, Das darum ist nee, ich der könnte ja einzige Schritt. weitermachen, aber Das ich ist darf der hier nicht einzige weitermachen. Strohhalm, an dem er sich hält und Nein, zwischendurch Serdar, versucht halt zu predigen. ich bin euch Antonio. unangenehm. Das ist das Problem. Ich könnte ja Antonio. weitermachen. Ja, Ich könnte ja weitermachen Entschuldigung. mit Johannes 17. Da Antonio. könntest du auch nicht drauf antworten. Weil Habibi, ihr sagt, Antonio. der Herr Jesus ist ein Prophet. Ja, dann erklär mir doch bitte, warum der Herr Jesus sagt, dass er Antonio. Präexistenz war. War denn Antonio. Mose, ganz kurz, Mustafa, war Ja, denn ich höre dich Mose, schon die ganze bevor er Zeit ganz geboren kurz. wurde, war denn Mose, bevor er geboren wurde, denn irgendwie Existenz? Antonio, das ist nicht das Thema. Tut mir leid, aber das ist einfach Doch, nicht das Thema. natürlich. Das ist die Gottheit Jesu, Leute. Antonio, du bestimmst nicht das Thema. Also du kannst nicht einfach in den Stream reinkommen und wenn wir uns mit einem Gast unterhalten, einfach in den Gedankengang reingrätschen und sagen, nee, ich möchte jetzt aber was anderes reden. Also du hast das ja nicht zu entscheiden. Wenn ich gerade mich mit Mertem unterhalte, dann kannst du nicht einfach das Gespräch sabotieren. Er ist getriggert, aber Ja. machen wir weiter. Aber ich will mal, An dieser Mertem, Stelle, schau nee, mal. ich habe das wahrgenommen. An dieser Stelle muss man einfach sagen, wenn das nicht zielführend ist, das Gespräch, entscheiden wir uns auch, Gäste auszuschließen. Also, ich habe das mitbekommen, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber an dieser Stelle, da haben die Speaker einfach recht. Wenn es nicht sinnhaftig ist, dann das nächste Mal, inshallah. Nein, es geht nicht nur um die Sinnhaftigkeit, sondern wir sind gerade komplett woanders thematisch und Wahrlich. er möchte das Gespräch einfach wieder auf 45 Minuten vorher zurückziehen. Darum geht es ja gerade nicht. Mertem, wir waren beim Thema Widerspruch. Okay? Ja. Weil das ist ja genau das Thema, deswegen reden wir darüber. Wenn du diesen Streamtitel durchliest, es heißt, wie kann Jesus Gott sein? Es geht um die Inkarnation, es geht darum, Mensch sein, Gott sein zugleich. Okay, wie kann Gott in menschliche Form inkarniert worden sein? So. Ja, Jetzt also die ich will. Frage, die sich stellt, guck mal, Widerspruch. Die ganzen Beispiele, die du angeführt hast, ist alles rührt
aus Unwissenheit und stellt alles ein fehlendes Wissen dar. Nichts davon ist ein Widerspruch. Okay? Ein Widerspruch ist, jemand ist allwissend und weiß etwas nicht. Ist das möglich? Ja, wenn ich dazu die Definition jetzt, von allwissend, die Definition von allwissend ist ja, dass jemand alles weiß. Dann kann diese Person nicht gleichzeitig etwas nicht wissen, weil dann ist er nicht allwissend. Das ist ja ein Widerspruch. Kannst du das einsehen, Merten? Ja, genau. Also das ist ja das, was ich sage. Laut unserer Logik ist das einleuchtend, das stimmt. Aber was ich dazu schon die ganze Zeit sagen möchte, ist, wir können uns die Dinge ja nur erklären mit der Logik, die wir haben. Aber du würdest mir ja zustimmen, wenn ich sage, dass unsere, sag ich mal, menschliche Dummheit unendlich ist. Also Einstein hat ja gesagt, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Und, ja, aber das sind wieder zwei Paar Schuhe. Ich weiß, worauf, guck mal, ich verstehe deinen Gedanken, Merten. Ich verstehe also, deinen Gedanken. Genau, wenn ich aber das sind wieder zwei verschiedene Dinge. Weil Logik, guck mal, Wissen ist etwas, Merten, was man sich aneignen kann. Man kann unwissend sein, man kann etwas lernen und sich Wissen aufbauen. Logik ist aber nicht etwas, was sich auf- und abbaut, sondern Logik ist Logik. Punkt. Es ja, gibt okay, die Gesetze der Logik. Es gibt dann die Gesetze der Logik und es kann nicht dazu kommen, dass man zu neuen, also dass die Logik sich aufbaut. Nein. Okay, aber ich würde dir gerne eine Frage stellen. Würdest du dem zustimmen, dass die Logik, die wir Menschen heute haben, dieselbe ist wie vor 2000 Jahren? Dass es eins zu eins dieselbe Logik ist, dass die Menschen auch damals genauso alles, also dass die Logik damals genauso erklärt worden ist wie heute? Also Logik war auch vor 2000 Jahren Logik. Wie es ja, aber, zu Papier gebracht wurde, wie es definiert wurde. Aber genau, sei mal, nee, das ist ja, heutzutage definiert man ja Logik anders als damals. Wie bitte? Heutzutage werden ja Dinge, die quasi für dich heutzutage logisch sind, vielleicht vor 2000 Jahren waren sie noch nicht logisch. Weil es vielleicht damals, vielleicht wäre es nein, damals... Nein, so funktioniert das. Ich würde gerne vor 2000 Jahren, Merten, vor 2000 Jahren, oder ja. Gehen wir ein bisschen weiter zurück, weil ich denke, die griechischen Philosophen haben schon alles über die Logik erzählt. Gehen wir 3000 Jahre zurück. Dort hatte man einen Mangel am Verständnis von bestimmten logischen Zusammenhängen. Was aber nicht heißt, dass es damals verheiratete Junggesellen geben konnte. Genau. Egal aber in welcher Zeit, ein verheirateter Junggeselle kann nicht existieren. Ist unmöglich. Okay. Aber jetzt hast 2 du plus 2, gesagt. Die Gesetze der Mathematik, waren auch vor 5000 Jahren wahr, auch wenn man sie nicht wusste oder nicht auf Papier gebracht hat, wie Mustafa das gesagt hat. Verstehst genau. du den Unterschied? Ich verstehe den Unterschied, aber jetzt hast du ja was gesagt. Es war damals so, dass man einen Mangel an Wissen hatte, was logisch ist oder nicht. Und was ist, wenn das, was wir Wissen. Heutzutage für logisch halten, ja, genau. Und was da musst ist, wenn du die Unterscheidung es, machen. Was ist, wenn, du hast ja gesagt, es ist laut unserer Logik unmöglich, dass jemand Junggeselle ist und verheiratet ist. Aber was ist... Nicht nach unserer Logik, Merten, sondern logisch betrachtet. Es geht nicht ja, um logisch betrachtet, Logik. Aber was ist, wenn es was in 1000 Jahren zum Beispiel neue Erkenntnisse gibt? Was ist, wenn, es gab ja auch die Relativitätstheorie, die hat ja auch vieles, vieles verändert in der Physik. Was ist, wenn zum Beispiel in 500 Jahren komplett neue das physische Theorien, Merten. Das sind ja, Theorien, Merten. Das sind wissenschaftliche Theorien. Wieder. Also am Ende... Logik, Logik ist ein Werkzeug, eine Vorannahme, die ein Wissenschaftler treffen muss, um überhaupt wissenschaftliche Theorien aufzustellen. Okay? Wissenschaftliche Theorien sind nicht gleichzusetzen mit den Gesetzen der Logik. Das ist nicht äquivalent. Das ist nicht einfach ein Gleichzeichen dazwischen setzen. Es geht darum, dass es bestimmte Dinge unmöglich, dass bestimmte Dinge unmöglich sind, egal wie du sie aufdrehst, umdrehst, aufpackst, gegen die Wand wirfst. Es kann nicht sein, dass Gott allmächtig ist und zur selben Zeit einen Mangel an Macht hat. Es ist unmöglich. Das sind sich ausschließende Eigenschaften. Genau. Dasselbe ist mit der Wissen. Kriterien einfach. Dasselbe ist mit dem Wissen. Dasselbe, du kannst nicht abhängig sein, aber zur selben Zeit komplett unabhängig sein. Wie soll das funktionieren? Es kommt ja darauf an, wovon du abhängig bist und wovon schau du mal, unabhängig bist. Merten, ich möchte der, noch... Der Mensch, Jesus war abhängig von allem, wie jeder Mensch. Er war ja Mensch, er war ja dem Menschen, genau. Chalcedonisches also, Glaubensbekenntnis, komplett genau. gleich, außer in Sünde. Das heißt, er war alles, was der Mensch war, außer... Er konnte keine Sünden begehen, laut dem
Er konnte, er hat es aber nicht getan. Aber eine andere Sache, also ich finde, Antonio hat ja nicht ganz Unrecht gehabt. Ich finde, man muss erstmal bei dem Thema quasi klären, es geht ja hier um eine, sag ich mal, um einen Propheten aus der Bibel. Das heißt, wir reden hier nicht einfach nur über Logik, sondern erstmal ist es ja, die Bibel ist ja die Quelle, die uns quasi die Informationen gibt, die wir über Jesus haben. Und dann ist ja die erste Frage, also die ich euch stelle, glaubt ihr denn daran, dass man anhand der Bibel, oder glaubt ihr, dass in der Bibel es deutlich ist, dass Jesus Gott ist oder nicht? Und das ist ja das, was Antonio gerade erst klären wollte. Weil Genau. genau, und Das da muss versuche man ich ja schon seit erstmal. 2,5 Stunden. Und ich finde, Ja, das ist du eigentlich auch bist gleich komplett okay. am Thema vorbei, Antonio. Deswegen entertainen wir das auch nicht, weil wenn du den Titel und das Thumbnail gelesen hättest, steht dort nirgendwo, begründe mir Jesus Gottheit aus der Bibel, sondern dass Mensch nicht Gott sein kann. Das ist das Thema von heute. Ja, Und weil wir Mertem, einen zu deiner anderen Frage, kannst Zugang du, Mertem, kannst du, haben. okay, jetzt haben wir ja unser Argument verstanden. Ich denke, jetzt hat der Letzte das Argument von uns verstanden. Mertem, kannst du mir jetzt aus der Bibel zeigen, wie es sein kann, dass Jesus vollkommen Mensch ist und vollkommen Gott ist, das heißt, dass er allmächtig ist und einen Mangel an Macht hat? Ja, es heißt ja, dass er Gott gleich gewesen ist und dann seine Göttlichkeit abgelegt hat und er hielt es ja nicht für einen Okay. Raub. Wie funktioniert das? Erklär mir. Das kann ich dir nicht erklären. Aber das ist es dann unlogisch, nur weil ich es dir nicht erklären kann? Nee, du kannst es mir nicht erklären. Ich behaupte, es ist ein Widerspruch. Ob du es erklären kannst oder nicht, ist unabhängig davon. Aber ich behaupte, es ist einfach etwas, was unser menschlicher Verstand nicht greifen kann. Genauso wie Perfekt. ich denke. Okay, warte. Sagst du das, weil du sagst, Gott hat uns das nicht offenbart oder weil du einen Mangel an Wissen hast? Also ich denke mal, dass Gott uns das nicht offenbart hat. Ansonsten, falls er es offenbart hat, dann habe ich einfach einen Mangel an Wissen. Aber Okay, es heißt ja, dass okay. sehr, sehr viele Nee, Dinge warte, das ergibt nicht keinen Sinn, offenbart worden sorry. sind. Weil wir drehen uns im Kreis. Verstehst du, was ein Widerspruch ist? Ich verstehe, was ein Widerspruch ist. Was ist Nur ein das, Widerspruch? ja, das, was du gerade zum Beispiel gesagt hast, dass einer behauptet, er ist Junggeselle, ist aber dennoch verheiratet. Das ist nach Nein, unserem ein jetzigen. Widerspruch ist ein Satz, eine Reihe von oder eine Anordnung von Sätzen, die sich ausschließen. Okay? Das heißt, sie sind unmöglich miteinander vereinbar. Da geht es nicht darum, ob das im Verborgenen ist und wir haben einen Mangel an Wissen, sondern es ist ein klarer Widerspruch. Meine Behauptung ist nicht, die Inkarnation ist ein Mysterium, wir verstehen sie nicht, wir verstehen sie sehr, sehr gut. Und wir verstehen auch sehr, sehr gut, dass es ein Widerspruch ist. Weil es ist nicht möglich, dass Gott allmächtig ist und einen Mangel an Macht hat. Das ist unmöglich. Das ist genauso, wie wenn man behauptet, dass es einen dreieckigen Kreis geben kann. Und das ist eine Bankrotterklärung der Logik. Und Ich deswegen würde. verstehe ich nicht, warum Christen bis zu einem Punkt in der Argumentation immer logisch vorgehen. Und dann, Guck wenn wir mal. sie darauf ansprechen Okay. und wenn wir sie in dieses Dilemma führen, packen sie plötzlich den Verstand aus und werfen ihn gegen die Wand und sagen, Nee, nee, du weil, musst guck mal, glauben. Und so, das ist blinder Glaube. darf ich mal Blinder kurz eine Glaube. Frage stellen? Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Ganz kurz. Und weil ich muss jetzt bald schlafen gehen. Und zwar, laut der Bibel hat sich Satan ja erhoben und hat gesündigt, ne? Laut Jesaja. So. Jetzt sag mir mal, warum hat Gott ihn nicht vernichtet? Für den einen ist es logisch und für den anderen ist es unlogisch. Das hat nichts mit Logik zu tun. Aber natürlich, Mustafa, Nein, du dann ihr weißt du nicht, was definiert Logik ist. Logik, ganz kurz, ihr definiert Logik nach euren Prinzipien. Nein. Ihr dürft es doch nicht auf andere übertragen. Jetzt Es gibt nicht, antworten mir es gibt doch, in der Logik nicht warum meine ist und es deine denn, Prinzipien. ganz Doch, kurz, doch. ist Es es denn gibt logisch, christliche Logik, dass Mustafa. ein Von der wussten wir allmächtiger bis heute Gott nichts. es wirklich zulässt, dass ein Engel sich gegen ihn erhebt und sagt, ich will so sein wie Gott. Und Gott ihn bis heute noch verschont hat. Gott, er hat ja Wo nicht ist gesagt, da ich jetzt die bin. Logik? Sag mir jetzt mal die Logik, bitte. Schau mal, Antonio. Weißt du, was Logik ist? Ja, natürlich weiß ich, was Logik ist. Okay, Du hast deine was ist. Logik und ich habe, ja, aber guck mal, Guck mal, wenn du sagst, ich habe meine Logik warum und du hast deine beantworten wir uns, Logik, dann heißt Nee, es, du Leute, er weißt nicht, weiß was doch Logik ist. nicht.
Er weiß, warum sagst du das nicht, dass du ein falsches Verständnis hast? Das muss man ihm einfach erklären. Die Logik ist nicht subjektiv. Okay. Verstehst du das? Verstehst du diesen Satz? Logik ist absolut. Logik ist normativ. Verstehst du das, was ich sage? Emir, ja? Du bist Moderator. Das macht ja keinen Sinn. Bleiben, aber, Kollege. Antonio. Bruder, aber es macht ja keinen Sinn. Die Leute im Chat sagen es ja auch. Na, guck mal, er hat es nicht verstanden. Antonio, das schau mal. Wenn du sagst, ich habe meine Logik und du hast deine Logik, dann heißt es, du hast nicht verstanden, was Logik ist. Logik ist etwas Universelles, okay? Gesetze der Logik gelten. Und du kannst nicht sagen, ich habe meine Logik, du hast deine Logik. Und es ist auch nicht unlogisch, dass Gott den Satan nicht vernichtet hat. Das ist nicht unlogisch. Warum ist das unlogisch? Ja, für manche Leute ist es unlogisch. Ich hab Leute in der Arbeit, mit denen ich... Ja, sorry, Antonio, wir machen das nächste Mal weiter, Antonio. Okay, ich habe eine Frage. Okay, ja. Antonio, schau mal. Das ist eine sehr atheistische Vorgehensweise, was du gerade machst. Okay? Ist Gott allmächtig? Ja, natürlich. Könnte Gott jede Krankheit und jedes Leid auf dieser Welt verhindern? Natürlich. Warum macht er es nicht? Es ist unlogisch. Weil wir uns von Gott verabschiedet haben, deswegen. Nein, aber es ist unlogisch. Der Sündenfall war die größte Katastrophe der Weltgeschichte. Deswegen haben wir Kriege, Krankheiten. Das ist nicht mein Punkt. Ich sage, Gott ist allmächtig und Gott könnte alles Leid und alles, alle Krankheit, alle Katastrophen verhindern. Er macht es nicht. Es ist unlogisch. Nein, für mich ist es logisch, warum er es zulässt. Nein, für dich ist es. Für manche Menschen, die zum Atheismus übergehen, die verlieren ja deswegen ihren Glauben, weil es Kriege gibt, weil es Krankheiten gibt, gibt es jetzt deswegen keinen Gott. Nein, Gott greift bis jetzt noch nicht ein. Richtig. Du hast eine gute Antwort gegeben, weil das ist nicht unlogisch. Das ist nicht unlogisch. Die haben es einfach nur nicht verstanden. Die verstehen den Sinn und die Weisheit dahinter nicht. Das ist aber nicht unlogisch. Nur weil du etwas nicht verstehst, heißt es nicht, dass etwas unlogisch ist. Das heißt, wir erkennen, Antonio, wir kommen zu dem Schluss, Unwissenheit nicht, Wissen und Unwissenheit hat nichts mit Logik zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Stream und weil ich muss jetzt dann bald schlafen gehen, weil morgen muss ich um 5 Uhr raus. Also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht unbeliebt gemacht habe. Und sorry, wenn ich Hör zu, du kannst gerne das nächste Mal. Du kannst gerne nochmal das nächste Mal kommen, Antonio. Ja. Also deine Präsenz alles gut, kein böses Blut, Antonio. Wir sind hier alle cool miteinander, kein böses Blut. Sertac, gell, für dich dann auch. Sorry, gell, dass ich dich jetzt da ein bisschen in die Bredouille genommen habe. Nein, alles gut. Ich hoffe, ein Kommentar, der sehr entertainend war, den ich dir auch mit auf den Weg gebe. Überleg mal und denk mal darüber nach, ob ein verheirateter Junggeselle Johannes 1,3 lesen kann. Die würde dann glauben. Alles klar. Also. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Antonio. Tschüss. Und danke für deine Anwesenheit. Und liebe Leute, wir sind noch live, mindestens 22 Minuten bis 23 Uhr, aber vielleicht machen wir ja Overtime, gibt auch noch. Ich habe jetzt noch mal einen kleinen Appell für euch. Wir haben jetzt noch die letzten halbe Stunde, Stunde live hier im Stream. Und es gibt noch einen weiteren Gast, der wartet. Und natürlich auch laden wir euch ein, weiter in die Sendung zu kommen. Sollten in den nächsten, sagen wir 15 Minuten, noch weitere Gäste in die Live-Sendung kommen, könnte es sein, dass wir verlängern. Ansonsten werden wir uns um 23 Uhr mit Mertem verabschieden. Und Mertem stellt ja spannende Fragen und agiert aktiv am Stream dabei. Also macht auf jeden Fall weiter. Und liebe Leute, was wir euch noch verraten dürfen, ist, wir suchen noch weiter DAO-Supporter. Also das ist nicht etwas, was wir unter den Tisch fallen lassen dürfen. Aktuell nur ein DAO-Supporter. Wir brauchen 9. Bis zu diesem Ziel von 10. Also wenn ihr wollt, iman.ngo/supporter. Und nach dem Supporter-Clip, der gleich reinkommen wird und der letzte Appell ist, haben wir noch eine Überraschung, denn wir fahren mit einer großen Anzahl von Personen auf Umrah und ihr könnt dabei sein. Wie ihr das macht, sagen wir euch direkt nach dem Spot. Aber den Support-Account sollten wir nach oben bringen. 10 DAO-Supporter sind gesucht. Werde heute Abend Iman DAO-Supporter. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten.
Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zum großen Finish heute Abend bei Was glaubst du? 3 Stunden ist angestrebt und wir werden das inshallah schaffen. Doch bevor wir zur Diskussion kommen, wollen wir vielleicht noch kleine Werbung machen in unserem Interesse, für die Dauer im Interesse und vor allem auch neue Konvertierte sind dabei. Sertac Mustafa und unser Bruder von Abdus Sattar vom Shop, die fliegen dieses Jahr noch auf Umrah. Ja, also Bildungsreise von Iman, da werden wir inshallah gemeinsam hinfliegen. Und ihr könnt dabei sein, iman.ngo/Umrah, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch da informieren. Ihr könnt auch ans Office eine Frage stellen. Dieses Jahr Umrah vom 9. November bis zum 22. November ganz genau findet diese Bildungsreise statt. Und ihr könnt dabei sein. Alle Informationen auf iman.ngo/Umrah. Und natürlich findet ihr auf WhatsApp und Instagram und Facebook und auf YouTube alle Flyer. Und ihr könnt da auf jeden Fall dabei sein. Und wer einen Platz für einen neuen Konvertiten supporten will, sponsoren will, gibt es auch noch eine Möglichkeit. Ihr könnt eine Umrah sponsern. Also ihr könnt auch die Reise für einen neuen Muslim, für einen konvertierten Bruder oder Schwester sponsern. Also wer der sich nicht leisten kann, kann mit uns auf Umrah fliegen und ihr könnt das alles im Social Media und in allen Bereichen bei uns mitmachen. Und im Shop gibt es das Ticket natürlich auch. Also informiert euch iman.ngo/shop, da ist das Ticket auch. So, wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch in der letzten Diskussionsphase und Mertem ist noch am Start. Mertem ist der letzte Mohikaner in dem Sinne, also er ist der Letzte, der noch weitermacht. Sehr, sehr gut. Also, Mertem, die letzten paar Minuten behandeln wir das Thema, wie kann Jesus Gott sein und du sagst... Mertem, ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich habe eine Frage an dich, schau mal. Nehmen wir mal an, ich bin ein Atheist, okay? Okay. Und ich fange an, mir Gedanken zu machen und nachzudenken und denke mir irgendwie so, vielleicht gibt es ja doch mehr, vielleicht gibt es ja doch einen Gott, so irgendwie, der Atheismus macht für mich doch keinen Sinn und fange an, mich mit Religionen auseinanderzusetzen. So, und du bist mein christlicher Schulkollege oder Arbeitskollege. Ja. Dann komme ich zu dir und sage zu dir, und ich bin Atheist, ne? Also ich glaube an nichts, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an nichts. Ich komme jetzt zu dir und sage zu dir, ey, Mertem, ich habe mir mal die Bibel zur Hand genommen und habe mal ein bisschen drumherum gelesen und ihr Christen sagt ja, dass Jesus Gott ist, das heißt, Jesus ist allmächtig und Jesus ist allwissend, aber hier in der Bibel steht, dass das ist irgendwie widersprüchlich. Wie soll ich jetzt an deine Religion glauben? So, Christentum ist interessant für mich, aber ich kann das logisch nicht vereinbaren. Das macht für mich keinen Sinn. Wie kann jemand allwissend sein und etwas nicht wissen? Das macht keinen Sinn für mich. Warum sollte jetzt ein Atheist so etwas akzeptieren und Christ werden, was für ihn keinen Sinn macht? Ja, das ist ja der Punkt, ne? Also erstmal, wenn er die Bibel liest, dann wird er ja erstmal sich überhaupt dafür öffnen, dass es Dinge gibt, die man sich so als zum Beispiel Atheist nicht erklären kann, wie zum Beispiel halt so Sachen, die ich gesagt habe, ne, dass Moses das Meer gespalten hat. Ich glaube, ein Atheist würde sowas halt nicht glauben. Nein, das ist nicht unlogisch. Also also zu dem Thema Logik würde ich sowieso sagen, das macht eigentlich nicht viel Sinn, darüber zu reden, weil ich sag dir, das aktuelle Wissensstand, das wir Menschen haben, da gebe ich dir recht, dass zum Beispiel Dinge wie Junggeselle und Verheiratete macht keinen Sinn, das ist unlogisch. Aber ich denke mal,
da sind wir uns auch einig, dass die, sag ich mal, menschliche Erkenntnis mit der Zeit immer weiter wächst. Es kommen ja immer neue Erkenntnisse dazu. Und Dinge, die vielleicht noch heute als unlogisch erklärt werden, weil man sie sich noch nicht erklären kann, vielleicht nicht wissenschaftlich, können aber morgen schon wieder logisch werden, weil die Wissenschaft Nein, vielleicht nein, das geht nicht. vorangeschreitet ist. Ja, aber das, guck mal, das haben Menschen auch vor 100 Jahren gesagt, dass das nicht geht, weil sie die Wissenschaft oder die, also den Nein, das Wissensstand haben nicht sie nie hatten. gesagt. Das haben sie nie gesagt. Menschen wussten Dinge nicht. Menschen konnten sich Dinge nicht erklären. Aber etwas ist immer zu jeder Zeit unlogisch oder nicht. Schau mal, Okay, dann Widerspruch, stelle ich dir das eine Beispiel Frage. wieder. Ein viereckiger Dreieck, warum kann das nicht funktionieren? Du hast Kriterien, okay? Du hast Kriterien, die erfüllt werden müssen. Damit etwas ein Dreieck sein kann, muss das Kriterium erfüllt sein, dass es drei Ecken hat. Und damit etwas ein Viereck sein kann, muss das Kriterium erfüllt sein, dass es vier Ecken hat. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Das ist unmöglich. Das ist ein Widerspruch. Und es wird zu keiner Zeit, auch in 5000 Jahren, auch in 10.000 Jahren, wird keine Erkenntnis, die die Menschheit jemals erlangen wird, etwas daran ändern, dass das zwei sich widersprechende Bedingungen sind, die erfüllt sein müssen. Die Logik ist unabhängig von unserem Wissensstand. Logik ist Logik, Wissen ist Wissen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn ich als Christ, als Atheist zu dir komme und sage, Merten, ich beschäftige mich mit dem Christentum, aber das ist ein Widerspruch, tut mir leid. Ich kann daran nicht glauben. Wie soll ein Atheist, einem Atheisten fehlt ein rationaler Zugang zum Christentum. Er kann rational nicht für sich annehmen, dass das Christentum wahr ist, weil er sagt, da gibt es einen Widerspruch. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht annehmen. Aber das ist ja das, was ich dir sagen Du möchte, als nur weil. Christ sagst, ich glaube einfach daran. Ich als Atheist, der an nichts glaubt, ich müsste meinen Intellekt ausschalten und müsste Widersprüche ignorieren, damit ich an das Christentum glauben kann. Und das bin ich nicht bereit zu tun. Was machen wir jetzt? Ich möchte meinen Intellekt nicht ausschalten. Ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen. Du warst gerade kurz weg. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, ich müsste als Atheist meinen Intellekt ausschalten, damit ich die Widersprüche ignorieren kann. Ich möchte aber meinen Intellekt nicht ausschalten. Ich kann diese Widersprüche nicht ignorieren. Was mache ich jetzt? Nämlich den Widerspruch. Von welchem Widerspruch rede ich vielleicht konkret? Jesus ist allwissend, weil er Gott ist, aber weiß etwas nicht. Das ist ein Widerspruch, offenkundig. Was machen wir jetzt? Aus dem Stream gehen. Boah, er ist aus dem Stream gegangen. Boah, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Er hat getrunken und Ja, war aber weg. ich denke, er hatte Connection-Probleme. Boah, Da ist er wieder. er ist wieder da. Bruder, das war jetzt echt high. Ach. Herzlich Hört man willkommen. mich? Ist Ja, deine ja. Verbindung wieder stabil, Mertan? Ich bin gerade rausgeflogen, ja, tut mir leid. Kein Problem, alles gut. Was Genau, hast du also denn zu deiner zuletzt Frage. mitbekommen? Ja, du hast halt die Frage gestellt, ne, wie man, wenn du jetzt beispielsweise ein atheistischer Freund wärst, wie ich dir das erklären würde, das mit der Stelle, dass Jesus quasi das nicht wusste. Also, Nicht, wie du mir das erklären würdest, sondern was du zu ja. meiner Aussage sagen würdest, das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht meinen Intellekt ausschalten und an etwas Irrationales glauben. Das geht nicht. Also erstmal hat ja Jesus seine Göttlichkeit abgelegt. Das heißt, als Mensch war er ja quasi auch begrenzt. Das Er muss hat man seine ja erst. Göttlichkeit ab. Du hast doch vorhin, Sertac hat Nicht dich die gefragt. Göttlichkeit, also die quasi. Er ist ja Mensch geworden Eigenschaften. und er hat die Eigenschaften abgelegt, genau. Aber er ist ja, also, guck mal, das ist. Also glaubst du nicht daran, dass er vollkommen Gott und Doch, vollkommen Mensch zur 100%. selben Zeit ist? 100%. Aber Okay, dennoch hat er ja zum Beispiel gehungert. Das ist ja, wenn, also Gott würde ja nicht hungern. Also er okay, hat das ja heißt, auch das ist dann seine menschliche menschliche Eigenschaften. Natur. Genau, also Und da hat er dann jetzt. seine göttliche Natur ausgeschaltet? Nein, das kann, das, also diese Frage ist ein bisschen, wie soll ich sagen, finde ich, so du, wie soll ich sagen, also als würdest du mir eine Falle stellen wollen. Nein, du weißt ja, dass Christen das nicht glauben. Also Jesus ist zu 100% Mensch und Gott. Und da brauche ich auch gar nicht irgendwie. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht die Antwort drauf,
jetzt zu deiner Frage, wie ich das erklären würde, aber für mich... Okay, das ist ja auch vollkommen okay, Mertem, einen Moment, ich will dir gar nichts Böses, es ist vollkommen okay, dass du keine Antwort darauf hast. Ja, was ich einfach sagen möchte, ist... ich die ganze Zeit eingehen möchte, das möchte ich ja einmal kurz zu Ende erklären, also es ist ja einfach ein Fakt, dass man nicht alles, also deswegen ist es ja auch eine Religion, deswegen ist es ja auch keine Wissenschaft, es gibt einfach Dinge in der Religion, die man einfach nicht erklären kann. Ob man das dann als unlogisch betrachtet oder nicht, ist dann, du hast ja eine ganz andere Brille. Du guckst ja auch gewissermaßen aus einer islamischen Brille auf die Bibel. Aber zum Beispiel der größte Unterschied ist ja auch, Muslime glauben ja daran zum Beispiel, dass Gott den Menschen erschaffen hat als Art Prüfung. Zum Beispiel an sowas glauben wir Christen ja nicht, dass Gott uns als nur Prüfung? Aus... Ja, also die Muslime glauben doch daran, dass Gott die Menschen erschaffen hat, um die zu prüfen, oder nicht? Richtig, ja. Genau. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Bei uns muss man ja, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, muss man ja ganz an den Anfang zurück. Gott hat ja den Menschen aus Liebe erschaffen und der Mensch hat sich ja quasi freiwillig von Gott abgewendet, weil er ja gesündigt hat. Dann ist ja die Frage, das heißt, man muss ja schon viel weiter zurück. Verstehst du? Du hast eine ganz andere Herangehensweise als ein Christ, was ja auch völlig okay ist. Aber du versuchst ja jetzt quasi, weil vielleicht ist der Islam darauf aufgebaut, dass man sich alles mit Logik erklären muss, aber bei der Bibel ist es halt... Darum geht's, das ist gar nicht mein Argument. Also, wie gesagt, du sagst ja, okay, es ist logisch, dass man das Meer spalten kann, nur man kann sich das nicht erklären. Aber es gibt ja viele Dinge, wie zum Beispiel, wie kann ein Mensch lebendig in den Himmel herauffahren? Was ist überhaupt der Himmel? Wo ist der Himmel? Also ist das logisch? Wo ist jetzt, also ja. Ich glaube ja auch daran, dass Jesus noch lebt, aber wo ist er? Das ist alles logisch, das ist alles gar kein Problem. Logisch klingt es erstmal, aber du kannst es ja nicht erklären. Du hast ja, also, wenn es ja, genau. Darum geht, genau, ich kann es nicht erklären. Ich habe nicht das Wissen dazu, um dir jetzt zu erklären, wie das möglich ist, wie Gott das gemacht hat. Aber genau. Es ist nicht unlogisch, weil ich weiß, und du glaubst ja auch daran, dass Gott allmächtig ist. Und Gott ist richtig. Imstande dazu, so etwas zu vollbringen. Daran glaubst du richtig. Ja auch, oder nicht? Genau. Genau. Deswegen ist es nicht unlogisch. Dann würde ich sagen, okay, dann gebe ich dir recht, dass es gewisse Dinge gibt, die man vielleicht als unlogisch betrachtet, wenn man sich sie nicht erklären kann. Aber das ist für mich... es ist völlig normal. Also wir reden ja hier von Religion, ne? Wir reden ja von Glaube. Wenn ich 100% wüsste, dass es Gott gibt, dann wäre es ja kein Glaube, dann wäre es ja ein Fakt. Aber am Ende ist es ja alles ein Glaube. Und auch in dieser Hinsicht, dann mag es vielleicht unlogisch rüberkommen. Dann ist es vielleicht unlogisch, dass quasi Jesus Mensch und Gott ist. Vielleicht, also ich kann es mir auch nicht irgendwie mit Logik oder Wissenschaft erklären, aber es ist halt, am Ende ist es Glaube. Und ja, aber weißt du, was das Problem daran ist? Weißt du, was das Problem daran ist? Dass an dieser ganzen Thematik, dass das unlogisch ist. Okay? Du sagst, ich entscheide mich dazu. Also du musst es hinnehmen. Du musst deinen Verstand ausschalten und blind glauben. Du musst sagen, als Christ musst du, Mertem, dich hinstellen und sagen, das ist ein Widerspruch. Ja. Ist mir egal. Ich halte meinen Verstand aus. Ich glaube einfach blind daran. Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Glaubst du daran, dass Gott das Wasser, das auf dieser Erde sich befindet, also die gesamten Ozeane, dass er das ganze Wasser in ein Glas befüllen könnte mit seiner Allmacht, wenn er wollen würde? Ich verstehe nicht, worauf du mit der Frage abziehen willst. Ja, wenn Gott jetzt einfach sich dazu entscheidet, einfach das gesamte Wasser auf diesem Planeten in ein Glas zu befüllen, wäre es möglich oder nicht? Also, ja, wenn das Glas groß genug ist, könnte er das machen. Sagen wir, es ist ein normales Glas, was du in der Küche stehen hast, so. Schau mal, diese Frage, das hatte ich ja auch vorhin mit Antonio. Das ist dieselbe Frage wie, kann Gott einen Felsen erschaffen, was er nicht heben kann? Richtig, das sind Dinge, die, also du würdest aber ja sagen... Aber diese Frage ist unlogisch. Ja, aber das ist ja der Weil Punkt, Gott hat nicht nur die Eigenschaft der Allmacht. Genau, aber nee, der Punkt Gott ist hat ja, mehrere wenn man immer weiter hinterfragt, wenn man immer weiter... Also wenn du eine Frage beantwortest, taucht ja die nächste Frage auf. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo es dann einfach logisch nicht mehr erklärbar ist. Wie zum Beispiel jetzt die Frage mit dem Stein oder mit dem Wasser. So, es scheint zwar unlogisch zu sein. Nein. Da muss man ja seinen Verstand nicht ausschalten, weil die Frage ist unlogisch. Die Frage macht keinen Sinn. Okay, aber die Frage ist doch trotzdem berechtigt. Also die Frage ist, glaubst du, dass Gott das könnte oder nicht? Also einfach nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Könnte er das? Gott, ja oder schau nein? mal. Gott ist allmächtig, aber Gott hat auch andere Eigenschaften. Gott hat nicht die Allmacht ist nicht die einzige Eigenschaft von Gott. Es gebührt nicht dem Wesen Gottes, so eine Frage zu stellen, weil das keinen Sinn macht.
Das ist ja das, was ich sage, für uns Menschen, weil unser Verstand begrenzt ist, macht es keinen Sinn. Aber was ist, wenn du beispielsweise, wenn, sagen wir mal jetzt, wir bei Gott sind, einen okay, ganz anderen Verstand kurz, hast. Okay, du machst ein neues Beispiel auf, höre ich gerade. Ich wollte die Chance nutzen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber an dieser Chance, wir werden Overtime machen, wir werden verlängern, wenn ein weiterer Gast in die Lobby kommt. Deswegen, ich wollte das kurz, wir haben gesagt, 23 Uhr ist das Ende. Sollte innerhalb der nächsten 10 Minuten ein weiterer Gast kommen, werden wir eine halbe Stunde verlängern. Das heißt, bis 23.30 Uhr, wenn ein weiterer Gast kommt. Ansonsten ist der Mertem unser Final Gast. Deswegen an alle Christen, die jetzt dabei sind oder Atheisten, imam.ngo/Gast. Sollte in den nächsten 10 Minuten einer reinkommen bis 23.05 Uhr, verlängern wir um eine halbe Stunde, ansonsten beenden wir mit Mertem. Deswegen joint die Show, dann haben wir alle noch ein bisschen sozusagen Content, worauf wir uns alle freuen. imam.ngo/Gast, dein Ticket für die Sendung, kannst du der letzte Gast sein. Bitteschön, Mertem, dein konkretes Beispiel. Sorry, falls ich dich unterbrochen habe. Ja, alles gut. Nee, also eigentlich, das Beispiel habe ich ja schon angeführt, was ich einfach damit sagen möchte ist, man stoßt irgendwann einfach an gewisse Dinge, die man mit Logik nicht erklären kann. Und Mustafa, du sagst ja, dass so eine Frage nicht Gott gebührt oder dass man halt so eine unlogische Frage nicht stellt, aber dennoch kann ja so eine Frage auftauchen. Und ja, natürlich auch da, kann man so eine Frage stellen. Du kannst sie aber diese Frage, die Frage tut so, also die Frage ist, du hast gefragt, kann Gott in ein normal großes Glas, in das Glas hier, alle Ozeane einfüllen? Natürlich kannst du diese Frage stellen, aber diese Frage ist nicht so entlarvend, wie die Frage den Anschein macht. Die Frage beweist nichts. Weil es beweist aber, dass es gewisse Dinge gibt, die man sich einfach nicht erklären kann. Also das ist ja das, worauf ich hinaus möchte, dass es einfach Dinge gibt, wie zum Beispiel jetzt, ob Jesus, also wie man sich das vorstellt, wie kann Jesus 100% Mensch sein, 100% Gott. Das ist einfach halt... Man kann sich das mit seinem Verstand nicht erklären. Das ist so wie die Unendlichkeit. Kannst du dir selber erklären? Also ist Unendlichkeit logisch? Nein, schau mal. Die Frage ist unlogisch. Sie macht keinen Sinn. Kann Gott das gesamte Ozean in dieses Glas füllen? Das macht keinen Sinn. Aber das sagst du. Guck mal. Gott ist allmächtig. Gott hat aber auch über die Allmacht hinaus weitere Eigenschaften. Stimmst du dem zu? Genau, ja. Okay, Gott hat weitere Eigenschaften, nicht nur die Allmacht, richtig? Richtig. Okay, macht es Sinn, zu versuchen, das gesamte Ozean in so ein Glas reinfüllen zu wollen? Sorry, ein bisschen trocken Hals. Also... Sinn aus welcher Perspektive? Aus der eines Menschen oder aus der von Gott? Darum geht es nicht. Macht es Sinn, in so ein Glas das gesamte Ozean reinfüllen zu wollen? Ja, ich würde weder ja noch nein sagen. Es kommt darauf an, was man damit bezwecken möchte. Wenn Gott deine Allmacht bezwecken möchte, dann macht es Sinn, weil das etwas ist, was für uns unlogisch erscheint. Aber wenn es in dem Moment einfach dazu dient, dir zu beweisen, dass Gott es kann, dann macht es Sinn, weil du es dann sonst nicht glauben würdest, verstehst du? Also kommt es immer auf die Situation drauf an, meiner Meinung nach. Schau mal, die Frage, das ist dasselbe wie mit dem Fels. Kann Gott einen Fels erschaffen, der so schwer ist? Oder nehmen wir die Frage von Sertac, die er vorhin an Anton... Mustafa, du bist gemutet. Okay, gut, ich dachte, das wäre jetzt bei mir wieder ein Netzproblem. Sertac, nehmen wir mal die Frage von Sertac an Antonio. Sertac hat Antonio gefragt, kann Gott entscheiden, nicht mehr zu existieren? Ja, also die Frage ist ja berechtigt. Ich sag mal so. Die Frage kann gestellt werden, richtig, gebe ich dir recht. Aber... Gott ist, und deswegen habe ich dich ja gerade gefragt, stimmst du mir zu, dass Gott weitere Eigenschaften hat, über die Allmacht hinaus? Du hast gesagt, ja. So, richtig. Wenn du fragst, kann Gott entscheiden, nicht mehr zu existieren, widerspricht das weiteren Eigenschaften Gottes? Nämlich, dass Gott unendlich ist. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende. Gott existiert ewig. Richtig, aber das heißt, es widerspricht weiteren Eigenschaften von Gott.
Und das lässt sich genauso auf die Frage übertragen, kann Gott einen Fels erschaffen, den er nicht heben kann? Kann Gott das gesamte Ozean in dieses Glas füllen? Es widerspricht seinen Eigenschaften, seinen weiteren Eigenschaften, die er auch hat. Gott ist nicht, weil diese Fragen, die man stellt, Antonio, diese Fragen, die man, jetzt ist er wieder raus, diese Fragen, die man stellt, kann Gott das gesamte Ozean in dieses Glas füllen, arbeitet nur mit der Prämisse, dass Gott allmächtig ist. Aber die Allmacht ist nicht die einzige Eigenschaft von Gott. Also um diese Frage stellen zu können, muss man alle anderen Eigenschaften, die Gott hat, außer Acht lassen. Sorry, ich war jetzt kurz wieder raus. Mein Netz war weg gewesen. Also jetzt hört man mich jetzt, oder? Jetzt ist gut. Ja? Ja, alles ja, gut. Okay. Sorry, also Mustafa, okay. Wenn ich habe das jetzt nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Aber also eigentlich, ich glaube, wenn man jetzt, also man kann jetzt noch stundenlang drüber philosophieren, was logisch ist oder nicht. Nur worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist einfach nur, dass es gewisse Dinge gibt, die für uns vielleicht unlogisch erscheinen, weil wir sie mit unserem Verstand halt nicht erklären können. Das ist ja, also die Frage ist meiner Meinung nach schon berechtigt, ob Gott zum Beispiel den Ozean in ein Glas füllen könnte, weil so. Okay, warum ist die Frage berechtigt? Zu was führt diese Frage? Habe ich ja auch gerade gesagt. Also jetzt so an sich ist das ja unnötig, aber wenn beispielsweise ein Mensch einfach nur vielleicht an Gottes Allmacht zweifelt und Gott ihm damit sozusagen die Allmacht beweisen will, wäre es ja in dem Moment sinnig. Okay, dann antworte ich dir noch mal ganz kurz und knapp. Die Frage, kann Gott das gesamte Ozean in so ein Glas füllen, arbeitet mit der Prämisse, dass Gott allmächtig ist. Einzig mit dieser Eigenschaft, mehr nicht. Gott hat aber weitere Eigenschaften über die Allmacht hinaus. Und wenn man die weiteren Eigenschaften Gottes mit in Betracht zieht, mit in die Gleichung mit aufnimmt, dann macht die Frage keinen Sinn mehr. Aber guck mal, das ist der Unterschied. So, also zum Beispiel, ich würde die Frage einfach mit Ja beantworten, weil ich daran glaube, auch wenn ich das nicht erklären kann, auch nicht mit Logik oder mit anderen, sag ich mal, Eigenschaften von Gott. Also zum Beispiel, so würden die meisten Christen, denke ich mal, einfach die Frage beantworten, ja, weil es ist egal, ob es logisch ist oder nicht. Das ist auch ein Problem. Aber das ist ja der Punkt, wo man dann irgendwann sagt, wir reden hier von Gott. Wir reden hier nicht von irgendeiner Gleichung, die man versucht zu lösen. Verstehst du? Wir reden aber das ist ein Problem, Mertem. Schau mal, ich frag dich das jetzt einfach, okay? Kann Gott sich dazu entscheiden, nicht zu existieren? Also ich würde grundsätzlich ja sagen, aber das Ding ist, das kann man sich ja nicht erklären oder... Gott kann sich dazu entscheiden, nicht zu existieren. Ich würde Gott generell zuschreiben, dass er alles kann. Also unabhängig, ob es logisch ist oder nicht. Ich würde ihm alle, also auf jede Frage, die du mir stellst, würde ich ja antworten, weil ich glaube, dass Gott. Nein, das ist vollkommen falsch. Das ist vollkommen falsch. Das kommt von Christen, weißt du warum? Weil diese Haltung muss man annehmen, damit überhaupt das christliche Gottesbild Sinn macht. Weil man sonst das christliche Gottesbild nicht annehmen kann. Ich habe dich gerade eben gefragt, kann Gott sich dazu entscheiden, nicht zu existieren? Du hast gesagt, ja. Du hast gesagt, Gott kann prinzipiell alles. Glaubst du nicht daran, dass Gott allmächtig ist? Gott, schau mal, das ist das, was ich sage, Mertem, das musst du verstehen. Gott ist allmächtig, aber Gott hat auch andere Eigenschaften. Beispielsweise hat Gott Eigenschaften, dass er ist unendlich, er ist der Erste, Al-Awwal und Al-Akhir und der Letzte. Er hat kein Ende. Wie kann er dann der Erste sein, wenn er keinen Anfang hat? Wie geht das? Ja, also das ist damit gemeint. Erklär mir das mal. Gott hat keinen Anfang. Gott hat kein Ende. Gott ist unendlich. Aber du sagst, das sind Eigenschaften. Ein Moment, das sind Eigenschaften von Gott, okay? Und die Aussage, die Frage, kann Gott sich dazu entscheiden, nicht zu existieren, widerspricht diesen Eigenschaften von Gott. Okay, und deswegen aber jetzt ist die Punkt, Frage nicht zulässig und man kann nicht sagen, Gott kann alles machen, weil Gott die Dinge nicht macht, die seinen Eigenschaften widersprechen oder die seiner göttlichen Majestät widersprechen. Jetzt zu dem Punkt, was du gesagt hast, er ist der Erste und der Letzte, hat aber keinen Anfang und kein Ende. Das ist doch auch unlogisch. Das ist ja genau dasselbe mit Jesus ist 100% Mensch, 100% Gott. Ja, vielleicht entlaste ich Mustafa da ein bisschen.
Die Also Definition können wir von bei der Thematik bleiben, Mertem, Sebe? kann ich aussprechen, bitte? Ich denke, du hast genug gesprochen mit Mustafa. Sorry. Die Definition von Al-Awwal, ein Name von Gott, ist der Erste ohne Anfang. Das Richtig, ist die das habe ich ja Definition. Ergänzt gerade. Und Wal-Akhir bedeutet der Letzte ohne Ende. Das genau. ist ein Hinweis darauf, dass Allah ewig beständig der Lebendige ist, weder ein Anfang hat noch endet. Dein Gott hat einen Anfang. Jesus hat begonnen zu existieren vor 2000 Jahren in dem Körper von Jesus. Deswegen kann eine präinkarnatorischer Zugang keinen Sinn machen. Für mich hat die Diskussion schon beendet, Mertem. Du hast am Anfang gute Fragen gestellt, aber es gab einen Punkt, man kann zurückspulen, wo du gesagt hast, dann ist es halt unlogisch. Ja, ich habe gesagt, laut da war für mich, ja, und da war für mich das Gespräch eigentlich schon zu Ende. Aber ich würde das gar nicht lange entertainen, Mertem. Ja, aber das ist ein Zugang, mit dem kannst du, nee, schau mal, wenn jemand sagt, dann ist es halt unlogisch. Ich stelle dir die Frage. Wenn ich sage, ja, dann ist halt der Tawhid unlogisch. Was macht es dann noch für einen Sinn, mit mir zu sprechen? Also nur mal ein bisschen Empathie anwenden hier. Es macht keinen Sinn. Wenn du sagst, es ist unlogisch und das Thema ist heute genau das, ob die Inkarnation Jesu logisch ist, passt. Nein. Dann hast du deine Antwort gegeben und das Gespräch ist beendet. Und wenn noch ein neuer Gast kommt, ich habe es auch vorhin kommentiert, Nein, Mertem, es gibt nichts mehr. Alles gut. Es gibt nichts mehr zu reden. Es ist schon alles gesagt. Wir könnten noch bis morgen in die Früh diskutieren. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht fair, ehrlich gesagt. Jetzt stellst du irgendwelche Behauptungen und ich darf dazu nicht mal mehr verteidigen. Du hast gesagt, dann ist es halt unlogisch. Man kann zurückspulen. Ja, kann ich das jetzt irgendwie noch erklären oder ist das jetzt einfach nur etwas, was du... Was willst du daran erklären, wenn du sagst, dann ist die Inkarnation halt unlogisch, hast du gesagt. Nee, ich habe gesagt, laut unserem Verstand, weil wir versuchen ja Dinge mit unserem Verstand zu erklären, was genau, und was richtig. Nicht. Und wir haben nur diesen Verstand. Wir haben ja keinen anderen Verstand irgendwo aber anders. Ich sage laut ja, unserem Verstand Dinge, ist das unlogisch und das Gespräch Dinge, ist beendet. Es gibt Dinge, die man sich nicht erklären kann. Aber jetzt, nein, jetzt drehst du dich wieder. Mustafa hat dir ausführlich erklärt, was der Unterschied ist zwischen Dingen, die wir nicht erklären können und deinem Widerspruch. Kann ich dir eine du Frage hast gesagt, stellen, oder es ist unlogisch. Nee, du hast gesagt, es ist unlogisch und für mich hat sich, deswegen habe ich auch nicht eingegriffen, Leute, weil ich entertain keine Diskussionen mehr, wo jemand schon zugibt, was ich hören will. Und du hast gesagt, es ist unlogisch und deswegen macht es keinen Sinn mehr fortzuführen. Aber ich habe vorhin kommentiert, ich würde das gerne auch hier im Video sagen. Falls es noch Christen gibt, Black Scouter zum Beispiel, du behauptest hier, Sergio hat auch Angst. Komm in den Stream, Bro. Was machst du dort? Also ich verstehe nicht, warum Christen, nachdem wir heute so eine große Maßnahme getroffen haben, dass wir Leute ohne Kamera in den Stream lassen können und Mertem dem nachgekommen ist. Und das muss man Mertem hoch anrechnen. Er kommt hierher und versucht, seinen Glauben zu verteidigen. Aber diese ganzen, ich hätte schon fast ein unschönes Wort gesagt, im Kommentarbereich, was macht ihr da eigentlich? Seit 3 Jahren jammert ihr, ich will ohne Kamera rein. Jetzt könnt ihr ohne Kamera reinkommen und keiner kommt. Seit 3 Jahren, Staffel 1, gejammer, ich will nicht mit meiner Kamera rein. Das ist der erste Stream, wo wir ohne Kamera Leute reinlassen und ihr versteckt euch noch immer in euren Löchern mit irgendwelchen Kommentaren und behauptet Dinge, die ihr nicht begründen könnt. Kommt. Wo ist der Emir? Erst. Wappler. Kommt rein. Lasst doch nicht immer eure Glaubensbrüder so alleine, Mann. Guck mal, der Mertem, der ist hier alleine. Dürfte ich noch eine Frage stellen? Hau raus. Und zwar jetzt zu dem Letzten, was du gesagt hast. Ne? Das würde ich gerne von eurer Perspektive nochmal erklärt bekommen. Also ihr sagt ja, Gott ist der Erste und der Letzte. Ne? Und nicht nur der Erste und der Letzte. Ich habe ja noch die, ich habe ja, danach habe ich ja angefügt und Sert hat danach auch nochmal klargestellt, der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Aber jetzt aus logischer Perspektive, geht sowas denn? Warum soll das nicht gehen? Also eine ernste Frage. Warum kann es nicht sein, dass Ewigkeit existiert, nur weil es in unserer physikalischen Realität nicht existiert? Es existiert also auch kein pinker Elefant, oder? Das meint er gar nicht. Er meint, den Punkt Erster, dass Allah Erster und
ohne Anfang ist. Das meinst du, Mertem, richtig? Richtig, genau. Da sind die auch okay. Ja, aber das haben wir daran? Dreimal beantwortet, Bro. Hörst du zu? Jetzt in dem Stream hier, oder? In diesem Stream. Dreimal haben wir es beantwortet. Kannst du mir das einmal noch erklären? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also, Allah sagt im Koran, er ist al-awwal wal-akhir. Der Erste ohne Anfang. Der Letzte ohne Ende. Das ist die Definition von al-awwal wal-akhir. Okay. Verstehst du jetzt? Der Erste ohne Anfang. Das heißt, er hat existiert in Ewigkeit, wo nichts existiert hat. Und er ist der Letzte ohne Ende. Er wird existieren, wenn nichts mehr da ist. Ja, okay, aber ich meine jetzt allein die Aussage, der Erste ohne Anfang, ist ja ein Widerspruch, oder nicht? Nein, ist es nicht. Nein, wieso soll das ein Widerspruch sein? Ich verstehe ihn. Ich verstehe seinen Gedanken, aber das ist kein Widerspruch. Etwas kann das Erste sein. Was bedeutet Erster? Was bedeutet Erster? Beispielsweise, dieser Kuli hier ist der erste Kuli, den ich produziere. Genau dieser hier ist der Erste. Okay? Ja. Der ist aus einer Maschine rausgekommen, der wurde produziert, der wurde zusammengesetzt und so weiter. Und der ist der Erste. Mhm. Okay, aber Gott ist nicht kontingent, Gott ist unabhängig. Okay? Gott war der Erste, es gab nichts anderes vor ihm, aber er hat auch ewig existiert. Wo ist denn da der Widerspruch? Er ist der Erste und hat ewig existiert. Das ist ja kein Widerspruch. Ja, aber Erster bedeutet ja quasi, dass du... Erster bedeutet einfach nur, dass Gott vor allem anderen da war schon. Das bedeutet Erster. Oder glaubst du, dass es etwas vor Gott gab? An dieser Stelle? Nur diese Frage noch? Mertem, glaubst du, dass aber jetzt wirklich wir haben jetzt wirklich fast eine halbe Stunde. Du bist der Moderator, wenn du sagst Ende, dann Ende. Ich hätte gerne noch die Antwort gehört auf die Frage, aber... Es könnte unendlich lang gehen und wir haben weitere Gäste, die wir auch in die Sendung reinbringen wollen. Ich will sie nur mal reinbringen. Ihr könnt die Argumente noch austauschen, nur damit wir sie nicht verlieren. Deswegen. Also, Christian ist auf der Suche nach der Wahrheit, ist aber jemand, der früher Christ war, deswegen nehmen wir ihn als Christ rein und den holen wir auch jetzt in die Live-Sendung rein. Herzlich willkommen, Christian. Guten Abend. Hi. Schönen Warte mal, Christian, bist du Christ oder nicht? Eher beim Christentum. Ja, das ist schwierig. Ne? Ich würde sagen, immer mit. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht so. Ja, ist halt schwer bei mir, weil ich meine, ich bin ja evangelisch aufgezogen worden, Schule und so. Ich war auch wirklich eigentlich früher jedes Wochenende in der Kirche. Bis dann, ich hatte früher einen Nachbar, der war Muslim. Und mit ihm bin ich dann in die Moschee rein. Das war für mich Neuland. Ich wusste nicht, was da abgeht. Ich weiß nicht, was das so war. Ne? Und dann kam ich erstmal in den Kontakt mit dem Koran, Islam, Mohammed und so. Und da habe ich Verse, also von der Bibel, also was Jesus sprach. Und ich finde, es gibt in der Bibel große Widersprüche. Also ich verstehe so einige Verse, was Jesus sagen tut, nicht so richtig ganz. Und ich denke mal, ihr könnt mir da schon recht helfen. Gerne. Christian, hast du irgendwas Konkretes, auf das wir eingehen können? Also ja, ich habe einen Vers, also wo er meinte oder halt sprach, unter anderem, ich bin das Alpha und das Omega, niemand kommt zum Vater außer durch mich oder außer mich, irgendwie sowas. Mhm. So, da wo ich mich fragen tu, okay, wenn du sagen musst, ich bin das Alpha und das Omega, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mhm. Hallo? Was ist die Frage? Oder die Aussage? Christian, bist du noch da? Ja, ich bin schon da. Okay, super. Kannst du zu Ende führen? Achso, ja, okay. Ja, ich frage mich halt, wenn er sagen tut, ich bin es einfach aus Omega, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mhm. Aber er aber sagen tut, wie war das nochmal?
Da war irgendwie ein Spruch, ich weiß es nicht mehr so richtig, wo er meinte, der Gott ist ein Einziger. Da frage ich mich, wie kann denn Jesus Gott sein? Es gibt für mich keinen Sinn. Die letzte Frage habe ich nicht verstanden. Da warst du kurz abgebrochen. Oh, sorry. Ich weiß nicht, ob es einen Vers war oder aus der Bibel, ja. Da wo Jesus meinte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Okay. Der Gott ist ein Einziger. Da wo ich mich frage, so, wie kann dann Jesus Gott sein? Macht keinen Sinn für mich. Herzlich willkommen. Das predigen wir, seitdem wir ich weiß nicht mehr sind. Ich war schon ganz oft am Überlegen, ob ich hier reinkommen soll oder wie auch immer, weil das würde mich ja nach und nach immer. Ja. Also erstmal, du machst nichts falsch, wenn du reinkommst oder wenn du auch nur zusiehst, ja. Weil man lernt aus diesen Diskussionen und das ist ja das Ziel von solchen Gesprächen. Ja, ich weiß. Christian, schau mal, wir sind da d'accord. Also ich stimme dir zu, Amir stimmt dir zu, Mustafa stimmt dir zu. Mhm. Es gibt Aussagen von Jesus, die im Kontext dessen, dass er Gott sein soll, keinen Sinn ergeben. Ja. Gott ist allmächtig. Gott hat all das hier erschaffen. Er ist unabhängig. Er benötigt niemandem. Und dann kommt er selber auf die Welt und er muss essen und er braucht, er weiß Dinge nicht. So ein Gott hat nicht das Recht, angebetet zu werden. Das ist der islamische Zugang. Der Islam, schau mal, der Islam ist keine neue Religion. Der Islam ist nicht vor 1400 Jahren gekommen. Der Islam ist die Fortführung der Religion von allen Propheten. Aha. Islam bedeutet Hingabe. Ein Mensch, der sich ausschließlich Gott hingibt und sagt, oh Gott, du hast mir all das gegeben, du hast das Recht, angebetet zu werden. Du bist der Einzige, der Verehrung verdient. Das ist Islam. Und jemand, der diesen Islam anwendet im Leben, den nennt man Muslim. Jemand, der sich dem Willen Gottes untergibt. Nichts anderes hat Jesus gemacht. In Johannes 5 sagt Jesus, ich von mir aus kann nichts tun. Wie kann Gott so eine vergiss mal, dass er so einen Gedanken hat. Wie kann er so etwas sagen? Gott, der in der Lage ist, alles zu tun. Ich richte, wie ich höre, sagt er, und mein Gericht ist gerecht, denn ich bin nicht um meinen Willen gekommen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus bestätigt hier, der Vater, ja. Dass er, richtig, Jesus sagt hier, er kann von sich aus nichts tun. Jesus sagt hier, dass er ein Muslim ist, er unterwirft sich dem Willen von Gott und er sagt, dass er ein Gesandter von Gott ist. Was soll dieser Mann noch sagen, damit er klar artikuliert, wer er ist? Was soll er noch sagen? Welche Worte soll er noch verwenden? Er sagt hier ganz klar, dass er ein Muslim ist, Gott ergeben ist und nichts anderes predigt als das, was Moses getan hat, als das, was die Propheten Abraham vor ihm gepredigt haben. Und so ergibt auch das gesamte Konstrukt Sinn. Weil es macht doch gar keinen Sinn, Christian, dass wir jetzt sagen, ja, Gott hat vor 3500 Jahren entschieden, etwas wie den Judentum herabzusenden. Ja, hat ihm doch nicht so gefallen. Vor 2000 Jahren hat er sich umentschieden, hat gesagt, doch, Christentum. Und ja, nee, passt doch nicht. 600, 700 Jahre danach offenbart er den Islam. Das macht doch gar keinen Sinn. Die islamische Position ist, der Islam war schon immer da. Die Botschaft, dass man sich Gott allein hingibt, der in der Lage ist, alles zu tun und nicht einem Menschen, dass diese Botschaft war schon immer da. Ja, Jesus wiederholt dasselbe von Moses. Höre Israel, unser Gott ist ein einziger Herr. Das meine ich genau, ja. Christen kommen und sagen, nee, du bist auch Gott. Was soll dieser Mann noch sagen, dass man ihm glaubt? Warum muss man ihm ständig Wörter in den Mund legen? Und die islamische Botschaft, ganz einfach erklärt, Christian, ist, dass man das bekennt, was Abraham geglaubt hat, was Jesus geglaubt hat in Bezug auf Gott, was der Prophet Mohammed geglaubt hat. Nämlich dient dem einen wahren Gott und meidet die Anbetung von falschen Göttern. Das ist die Kernbotschaft und das ist der Schlüssel ins Paradies und das ist das, was jeden Menschen irgendwann ins Paradies bringen wird. Das ist das, was wir glauben. Und wer das im Herzen glaubt und wer diese Aussagen
diese beiden Aussagen, dass Gott der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, und dass der Prophet Mohammed, dass Jesus, Abraham, Moses Propheten und Gesandte von Gott sind, der tretet in den Islam ein, ebnet seinen Weg ins Paradies und hat das Privileg, dass ihm all seine vorherigen Sünden vergeben werden. Verstehe. Was sagst du dazu, Christian? Ja, das klingt alles logisch, ne? So ist es nicht. Aber ich frage mich, also bei euren Sendungen, viele Christen oder Antiisten wo reinkommen. Und ja. Es gibt ja immer so diversen Fragen. Viele Fragen können nicht richtig beantwortet werden. Und warum? Weil die an sich, nach meiner Sicht, keine richtige, klare Antwort haben. Warum? Weil für mich ist die Bibel einfach, ich sage es nicht, dass die irgendwie falsch ist, ne? Aber ich bin der Meinung, die Bibel ist verfälscht. Es gibt Verse von Jesus, die wo an sich keinen Sinn ergeben. Und ich finde auch, es gibt auch, die Bibel spricht nicht heraus von einer Trinität. So ein Gott, Heiliger Geist. Finde ich nicht. Weil ich höre immer nur, okay. Der Gott, unser Gott ist ein einziger. Richtig. Dann wäre meine Frage. Ja. Der einzige Glaube außerhalb des Christentums, wo du deine Liebe zu Jesus nicht aufgeben musst, ist der Islam. Daher meine Frage, was hindert dich daran, den Islam anzunehmen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon ganz oft mich gestellt. Überleg mal, es ist eine Fortführung von der Botschaft von Jesus. Es ist eine Fortführung von der Botschaft von Moses. Der Prophet Mohammed ist nicht gekommen und hat gesagt, ihr müsst aufhören, an Jesus zu glauben. Oder Jesus wäre ein falscher Irrlehrer. Nein, es ist eine Säule des Glaubens für einen Muslim, an Jesus als Propheten und Gesandten zu glauben. Ein Muslim ist kein Muslim, wenn er nicht glaubt, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Das ist unsere Liebe zu Jesus. Und diese Liebe macht nur dahingehend Sinn, dass wir an die letzte Offenbarung von Gott glauben, und das ist der Koran. Ja, der Koran. Genauso, ja. Genauso wie Gott zuvor Offenbarungen geschickt hat. Gott hat immer kommuniziert, Christian. Gott ist kein stummer Gott. Gott ist nicht jemand, der uns hierher bringt und dann wie ein umherirren lässt, ohne uns zu sagen. Umherirren lässt und es interessiert ihn nicht, was die Menschen machen. Ganz im Gegenteil. Aus seiner Barmherzigkeit kommuniziert er zu uns. Und schau mal, wie schön die Geschichte von Adam ist. Mhm. Als Adam, wir glauben, dass Adam mit Eva gesündigt haben. Sie haben von dem verbotenen Baum gegessen. So. Sie sind Menschen. Sie machen Fehler. Was ist passiert? Sie wurden entblößt und sie haben sich mit Blättern vom Paradies bedeckt, aus Scham. Aber sie waren orientierungslos, sie wussten nicht, was sie tun sollen. Sie haben nicht die Werkzeuge. Gott hat ihnen noch nicht kommuniziert, was sie tun sollen. Und was lesen wir im Koran in Surat al-Baqarah? Da empfing Adam Worte von seinem Herrn. Das heißt, nicht Adam hat jetzt begonnen zu philosophieren, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich einen Handstand machen? Soll ich irgendwas opfern? Nein, Gott war der Erste, der den Schritt gemacht hat aus seiner Barmherzigkeit und ihm gesagt, was er tun soll, und hat ihm im selben Vers auch vergeben. Weil Gott weiß, kennt uns besser als wir uns selbst, und er weiß, dass wir Fehler begehen und Sünden begehen. Ja. Verstehst du? So, das ist die Liebe, die Gott zu den Menschen hat, deswegen kommuniziert er zu ihnen, aber er kommuniziert nicht zu jedem. Das ist auch ausgeschlossen. Es wird auch keinen Sinn machen, wenn Gott zu jedem kommuniziert. Aber Gott kommuniziert zu bestimmten Menschen, die wir als Vorbilder nehmen können. Vorbildfunktionen. Und wir glauben, die besten Menschen, die je gelebt haben, sind Propheten und Gesandte. Mhm. Und deswegen, Christian, ich weiß nicht, ob du schon länger darüber nachgedacht hast, aber falls du keine Gründe hast und keinen Einwand hast, würde ich dir ans Herz legen, den Islam anzunehmen, diesen Schritt zu gehen und deinen Weg ins Paradies ebnen. Weil das ist das Einzige, was dich vom ewigen Höllenfeuer retten wird. Und das sage ich nicht, Christian, weil ich etwas gegen dich habe,
Ganz im Gegenteil, ich sage dir das, weil ich dir das nicht wünsche. Was ich mir wünsche, ist, dass wir Hand in Hand ins Paradies gehen und dort Gott antreffen und in ewige Glückseligkeit sind. Das ist ja auch die einzige Intention, die wir haben hier mit diesen Streams. Ja, ich weiß das. Darum verstehe ich halt manche Christen nicht, die Fragen an den Umweg machen und kommen mit was ganz anderem her. Ja, wo ich mir aber auch oft denken tue, so vor dem Fernseher, wenn du keine Antwort auf ein bestimmtes Thema hast oder auf einen Punkt hast, dann sag's doch einfach. So, ja. Ich denke mal, wir wissen alle, dass die Bibel einfach Lücken hat. Es hat ganz große Lücken. So, und das geben viele Christen so an sich nicht zu. Ja. Ja. Und ich meine, an die Verse, was Jesus sagen, so daran merkt man ja auch teilweise auch, dass da irgendwas nicht genau stimmen kann, weil ich meine, Jesus hatte ja schon mehrmals die Chancen, klarzustellen, ja, okay, hier, ja, ich bin Gott. Richtig. Kam aber nie vor, das kam nie vor. Okay, was bedeutet das, Christian? Entweder war er ein schlechter Kommunikator, was wir nicht glauben, oder er war einfach nicht Gott. Das sind die einzig schlüssigen Antworten darauf. Und jetzt musst du dir, Christian, als Außenstehender, weder Christ noch Muslim, die Frage stellen. Wenn du glaubst, dass die Bibel Fehler hat, aber dennoch Wahrheiten enthält, also von Gott sein kann, aber sie verfälscht wurde von Menschen an, dann macht es doch Sinn, dass du jetzt als Mensch, genau wie Adam, darauf gewartet hat, dass Gott zu ihm spricht, mit einer Anleitung, wie er das wieder gut machen kann. Wäre es dann nicht vernünftig, dass der Christian, der feststellen konnte, die Bibel ist verfälscht, jetzt schaut, ob Gott nach der Bibel nochmal kommuniziert hat zu den Menschen? Gott kann doch nicht davon, es ist doch nicht der Sinn und Zweck, dass jeder ein Theologe wird und irgendwie versucht, Antworten auf hochkomplexe biblische Fragen zu finden. Nein, Gott offenbart ein neues Buch, eine neue Offenbarung, die klar ersichtlich ist, ohne Ambiguität, ohne Mehrdeutigkeit, ohne Widersprüche, ohne Fehler, damit es für den Menschen klar ist und er Gewissheit hat. Und das, sagen wir, hat er getan mit dem Koran als Siegel aller Botschaften, wo er ganz klar zu den Menschen kommuniziert hat, wo er die Lügen über Jesus nochmal gerade korrigiert hat. Und wir glauben, dass an diese Botschaft zu glauben, für alle Menschen relevant ist, um ihr Heil zu empfangen im nächsten Leben, nämlich ins Paradies zu kommen. Und da würde ich dich einladen, Christian, wenn du keine Einwände hast, den Islam anzunehmen. Den Islam anzunehmen ist etwas ganz Einfaches. Es gibt keine Institution zwischen dir und Gott. Da kommt nicht irgendwie eine Kirche zwischen dir, wo du dich taufen lassen musst, oder eine Moschee, wo du das machen musst. Es ist lediglich ein Bekenntnis, was du schon im Herzen hast. Also das Einzige, was du tust, ist, das, was du im Herzen glaubst, sprichst du mit Überzeugung aus. Und das sind zwei Hauptsätze. Zum einen besteht das aus: Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Gott alleine. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist, dass er von Gott geschickt wurde. Wer diese zwei Aussagen aufrichtig ausspricht, mit der Absicht, den Islam anzunehmen, erebnet seinen Weg ins Paradies und ist in den Augen von Gott ein Gläubiger, ein Muslim, und all seine Sünden in diesem Moment werden ihm vergeben. Das heißt, du musst dir vorstellen, das ist wie ein neugeborenes Kind in den Augen von Gott. Möchtest du das machen? Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich wollte gerade noch was anderes fragen, aber ich habe es vergessen. Bitte. Weil es gab mir noch einen Vers von Jesus, aber ich habe es jetzt gerade leider vergessen. Ja, ich habe es vergessen. Tut mir leid. Alles gut, du musst dich nicht überstürzen. Überleg dir das gut, Christian. Mach ich gar nicht. Du kannst uns auch jederzeit kontaktieren. Bitte scheue dich nicht davor.
Wir können auch gerne außerhalb von diesem Stream ein Gespräch führen, ein Telefonat führen. Ich bin für dich da. Und wenn du diese Entscheidung triffst, ich kann dir sagen, du wirst keinen Millimeter bereuen. Du wirst diese Süße im Herzen kosten und du wirst die Liebe von Gott auch spüren. Und zur selben Zeit, das Schöne ist, du wirst deine Liebe zu Jesus nicht verlieren. Ganz im Gegenteil, du wirst wahrhaftig verstehen, wer Jesus war und nicht, was Dinge ihm in den Mund legen, Jahrhunderte nachdem er von uns gegangen ist. Ja, Okay, das sagen Christian. wir eher die Kreuzigung. Ja. Ist auch so Genau. ein ganz großes Thema. Ja, super. Danke, Ganz Christian, schön. dass du da warst. Ich Ich hoffe, es hat bedanke dir mich. gefallen und wir konnten dir helfen. Ja, klar, es hat mir auch sehr gefreut. Dankeschön. Gut, Schönen Abend danke noch. Christian. Schönen Danke, Abend noch. Christian. Danke dir. Schönen Tschüss. Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss. So, Leute, wir sind am Ende der Sendung. Das waren 3,5 Stunden voller, ja, Spannung. Das war mal schon was sehr, sehr Spannendes. Wir haben jetzt noch, natürlich hätten wir noch mehr Zeit, aber ich denke, wir werden jetzt die abschließenden Worte von unseren Speakern machen und euch dann nochmal dazu einladen, dass wir vom 9. November bis zum 22. November diesen Jahres nach Mekka und Medina fliegen, dass es eine Bildungsreise geben wird von Iman und alle Informationen findet ihr unter iman.ngo/umra. Ja. Oder werden wir am Ende noch ein bisschen darüber sprechen, was das ist. Aber jetzt wollte ich euch mal fragen, wie geht es euch mit den abschließenden Worten? Mustafa oder Sertac? Da würde ich gerne übernehmen und dann das Wort dem Mustafa geben. Oder Mustafa geben. Ja, genau. Ja. Bitteschön. Also, geehrte Geschwister, es gab heute einige Kommentare in Bezug auf mich. Erstmal Jazakallah khairan. Ich bin immer bereit, Feedback anzunehmen. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die man vor dem Bildschirm nicht sieht. Okay? Und wenn es dann heißt, ich verliere mein Temperament oder ich bin wütend, ich bin keineswegs wütend. Es geht nur darum, zu filtern, wer ist aufrichtig und wer ist ehrlich. Und das kann man mit zwei, drei Fragen. Andernfalls verliert ihr eure Zeit und verlieren wir eure Zeit. Und ich denke, den Kontrast konnte man sehr, sehr schön sehen mit den ersten Gästen und mit dem letzten Gast. Okay? Wenn man kommt, aus Interesse Fragen stellt, um lernen zu wollen, weil man auf der Suche nach der Wahrheit ist, dann sind wir bereit. Wenn jemand kommt, um des Diskutierens willen, weil er predigen will, dann stelle ich zwei, drei Fragen, um zu erkennen, ob er wirklich die Wahrheit will oder ob er schon ein eingesessener Christ ist, der blind glaubt. Weil das bringt nichts und das ist auch nicht von der Dauer des Propheten a.s. Okay? Zeigt mir vom Propheten a.s. stundenlange Diskussionen mit Christen. Manchmal denkt man, okay, wenn man dann näher rangehen würde, ein bisschen tiefer in die Materie rangehen würde, dann macht es Sinn. Ja? Und das ist halt aus unserem Ermessen. Ja? Wir versuchen bestmöglich die Situation zu analysieren und es war glasklar bei den ersten Gästen, dass sie einfach nur reingekommen sind, um zu predigen, in der Hoffnung, dass man den einen oder den anderen Muslim, der Zweifel in sich hegt, zu erreichen. Das ist nicht die Plattform dafür. Inshallah. Genau, wir entertainen das nicht. Das ist unser Motto. Wir entertainen das nicht, inshallah. Ja, aber zur Sendung so. Wie haben dir die Gespräche gefallen? Wie war das Thema? Ja, habe ich noch ein bisschen was dazu gesagt. Die ersten Okay, Gespräche gut. waren eher stumpf. Und das letzte Gespräch hat mir sehr gut Na. gefallen. Mal schauen. Es waren auf jeden Fall sehr viele Gespräche dabei. Und wir werden nachher noch darauf eingehen oder werden wir nachher noch auf Feedback machen, wie das war. Aber auf jeden Fall heute sehr viele spannende Gäste unterschiedlicher Natur, kann man sagen. Mustafa, wie geht's dir? Wie war der Stream für dich? Alhamdulillah, mir geht's gut. Der Stream war gut. Alhamdulillah. Waren ein paar gute Momente dabei, auf jeden Fall. Aber ja, also hat es das gebracht, dass wir Zuschauer reinlassen, auch ohne Webcam heute? Ich weiß nicht, entscheidet ihr. Also, ihr seht die Leute. Eine Sache ist dadurch schön klar geworden, dass das nur ein Vorwand war, immer. Dass es einfach nur ein Vorwand war, dass sie gesagt haben: Ja, Kamera und so will ich nicht, kann ich nicht, ohne Kamera würde ich reinkommen.
Immer noch sind die in den Kommentaren, in den Live-Chats hier immer noch, ne? Ich sehe die immer noch am Kommentieren, am Labern, aber da musst du antreten, ne, wenn es soweit ist. Wenn die Kameras drauf sind und die reinkommen können, dann müssen die dann auch reinkommen, aber die trauen sich scheinbar nicht, weil sie wissen, dass sie da, naja, intellektuell auseinandergenommen werden, um es mal so zu sagen. Wow. Aber für die Zuschauer vielleicht noch ganz wichtig, Wissen ist was anderes, Logik ist was anderes. Und ey, stimmt, warte. Hier, das hat der Bruder Sertac zitiert, als der Antonio rausgegangen ist. Das habe ich extra mit einem Stern markiert, hier diesen Kommentar. Kann ein verheirateter Junggeselle Johannes 1,3 zitieren? Ey, ich habe mich innerlich kaputt. Das war schon lustig. Und der Baycan hat auch einen richtig guten rausgehauen. Baycan schreibt, ich bin verheiratet, aber dann noch dreiviertel Junggeselle. Da musste ich auf jeden Fall auch gut lachen. Das wollte ich auch noch, das habe ich mir extra fürs Feedback aufbewahrt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, man hat so ein paar, man hat an einigen Stellen gesehen, dass es halt, wenn man das wirklich konsequent durchdenkt, dass das Ganze einfach keinen Sinn macht. Ich finde, das hat man gut gesehen an der einen oder anderen Stelle. Genau, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Super. Dann kommen wir noch nicht ganz zum Ende der Sendung, denn ich habe euch schon vorbereitet. Wir fliegen, inshallah, dieses Jahr auf Bildungsreise nach Mekka und Medina und da laden wir euch, geehrte Geschwister, ein. Ihr könnt ein Teil der Reise sein. Hier ist der aktuelle Flyer zu unserer Bildungsreise vom 9. November bis zum 22. November. Inshallah sind wir da 8 Tage Mekka, 5 Tage Medina und ihr könnt dabei sein. Alle Informationen, Preise, Konditionen, ihr kriegt sogar noch einen Rabatt, wenn ihr Dauersupporter seid. Deswegen werdet ihr mal ein Dauersupporter, nicht nur für oder die Reise. Investoren. Oder Investoren, nicht nur für die Reise, sondern ab sofort. Und ihr könnt euch da natürlich dann auch einen Rabatt sichern. Alle Informationen in mein.ngo/umra. Aber wir haben am Freitag um 20 Uhr sowieso einen Termin. Ja, also für alle, die sich darüber informieren wollen, wer, wie, was, wann, wo, ist am Freitag ein Livestream geplant um 20 Uhr und da werden wir euch auch natürlich noch informieren auf Social Media und teilt das natürlich auch an Freunde und Verwandte, die gerne dabei sein würden, damit wir das ganze Flugzeug für uns haben. Das wäre schon eine coole Geschichte, oder? Ganze Imanjet. Das wird schwierig. 200 Leute. Nichts ist unmöglich. Iman. Cool wäre es, ja. Charterst du 410 Leute im Stream. Für alle 400 Leute anmelden jetzt. Ja, da kriegen wir ein Flugzeug voll. Genau, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir 200 Leute in einen 50-Sitz-Flugzeug reinbringen. Ja. Wenn wir die Logik ausschalten, wird das schon funktionieren irgendwie. Irgendwie. Freitag sind wir live. Wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr uns auf jeden Fall noch Fragen stellen. Jetzt werden wir den Stream inshallah beenden. Und da habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn der Stream vorbei ist in knapp einer Minute, bitte hinterlasst einen Kommentar, wie euch der Stream gefallen hat. Und am besten ein Rating von 1, sehr schlechter Stream, 10, sehr guter Stream. Und dann schreibt es im Kommentarfeld, was euch besonders gut gefallen hat. Und schreibt es euch auch rein, ob es euch gestört hat, dass die Leute ohne Kamera da waren. Damit wir wissen, wie es euch gefallen hat. Oder wie es uns gefallen hat, das sieht man eh. Aber wie es euch gefallen hat, würde mich noch interessieren. Also, jetzt, wenn der Stream vorbei ist, direkt bitte jetzt ein Kommentar, denn in 10 Sekunden ist der Stream aus. Danke, dass ihr da wart. Werdet ihr mein Dauersupporter und hinterlasst einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, bis Freitag. Salam alaikum und tschüss.